Alexius. Servus, ihr braucht. Oh ne, ich bin auf Knopf gekommen, Hilfe. So, okay. Jetzt geht's wieder. Ja, mit ein bisschen ich sage mal. Wir sind heute da. Wir sind dabei. Einer schönen Verspätung haben wir es dann geschafft. Außer Alex ist die ganze Zeit. Wir haben gestrubbelt. Alex ist zu früh. Alex ist einfach zu früh. Wir sind zu spät. Ja. Es gibt kein Perfekt. Könntest du mal kurz deinen Adventskalender anpreisen, weil ich habe deine Seite. Ja. Ich preise also, jetzt nochmal meinen Adventskalender an. Ich preise mal meinen Merch-Shop an. Schaut vorbei, Leute. Adventskalender bald wieder verfügbar. Könnt ihr euch jetzt derzeit, glaube ich, eintragen, ne? Man kann sich eintragen für den Adventskalender. Schaut auf jeden Fall vorbei. Auch geil Merch. Ich habe schon gesehen, die ganzen. Weißt du, was ich schon gesehen habe? Die Leute haben die Leuchtshirts komplett ausgekauft. Gibt's keine mehr, glaube ich. Welche Leuchtschuhe? Ja, die mit dem 1-7 Leuchtlogo. Ach, der Glow in the Dark. Ui. Ja, ich glaube, die sind alle ausverkauft. Es gibt eine Glow-Taste. Ha! Nur schon, ob es eine Glow-Taste gibt. Aber Alter, die Leute haben das so schnell aufgekauft. Das ist heftig gewesen. Ich esse noch drauf. War nicht lange im Shop. Hier, Leute, hier ist der Adventskalender. Guckt. Ja! Du hast zwei Adventskalender? Ah. Ich habe zwei dieses Jahr. Ja, weil letztes Jahr sehr viele die Adventskalender nicht bekommen haben mit dem GTA-Style-Logo und dann habe ich mir gedacht, komm, wir machen für die Leute, die letztes Jahr keinen bekommen haben, einen, wie der vom letzten Jahr halt ausgesehen hat und einen neuen für die, die in den letzten Jahr hatten, aber neuen wollen. Mit neuen Design. Aha. Also zwei Fliegen mit einer Klatsche. Alles okay. Für alle was dabei cool. Eigentlich. Cooli Muli. Ja, sehr cooli Muli. Jetzt haben wir aber genug Werbung gemacht. So, Bro. Reicht. So, gehen wir ins Spiel. Oh, ich lese so schnell vor hier. Mich. Danke für den Adam mit heute wieder Ragen. Ja, ich habe richtig Bock drauf, ey. Ich habe so Bock drauf. Heute auch mit der Heldentasse. By the way, das mit Held der Steine, weil das wusste ich noch. So, auch bei mir, Chat. Hallo, Freunde. Geht's euch du, gut? Du, Freddy? Ja. Willst du noch mal sagen, was mit Held der Steine passiert ist dann? Soll ich nochmal ein Statement machen? Ja, bitte mach ein Statement. Also, okay, also pass auf. Ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, dass er wirklich gebannt ist, dass ich mir Mitglied geholt habe, um mich zu entschuldigen. Hat er das gelesen, sagt, ey, alles cool, die Mods haben schon geschrieben, ah, das ist der Freddy, der schuld ist. Darf ich doch mal kurz einen Einwand geben? Ja, warte, den noch nicht. Dann habe ich noch als Ehre 10 Subs bei ihm verschenkt. So ein Ding ist das. Boah. Ja, und das Lustige ist, du hast noch geschrieben, bitte entbannt Xyon, aber sie haben mich nie gebannt. Und das ist ziemlich cringe im Chat. Und da wollte ich ihm noch eine Mail schreiben, ich entschuldige die Mail. Ich sagen. Die Mail ging gar nicht. Er wollte also. Als allererstes so typisch deutsch eine Mail schreiben. Nee, aber ich hab ohne Witz, ich hab wirklich gedacht, ich wäre dort gebannt für mein Leben beim Held der Steine. Aber ich hab dann auch, wir haben ja insgesamt 60 Subs rausgeschmissen. Da hat sich der Held erstmal schön gefreut. Da hat er sich gefreut. Und ich hab mir selber auch mal einen Sub geholt. Ich auch, das habe ich auch. Ich habe mir und einen verschenkt, ja. Sehr stolz drauf. Also er hat in 5 Minuten 62 Subs gemacht. Ehre. Ehrenwert, ja. So, oder da. Oh ja, wir starten mit Sumo. Ich habe so Bock auf Sumo. Ich bin Team Blau. Oh nee. Ich bin Team Gelb. Ich bin keinem von euch. Und wir, oh nee, wir haben ja Namen an, ist das toll. Die Abstimmung war letztes Mal. Die Abstimmung hatten wir letztes Jahr. Letztes Mal, ne? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Jetzt ist da Kurt verpiss dich. Tschüss, André. Nein. Wie ehrenlos. Ja, weil ich die Namen halt sehe, André. Also, du warst ja für die Namen. Ich find's toll. Du bist wieder von hinten gekommen, ne? Nö, alles cool. Ja, du, André, das war eine gute Idee mit den Namen, muss ich dir ehrlich sagen. Wir haben einen neuen Schokostecher, haben wir wieder. Eia caramba. Eia galambos. Das kriegst du zurück. Mein OBS hat sich aufgehängt. Was? Oh, mein OBS hat sich aufgehängt. Ja, das heißt auch OBS, deshalb, weil es aufhängt. Oh, ich habe einen LKW, cool. Das P in OBS steht für problemloses Stream. Oh mein Gott. Ey, du Blöder! Ich wurde gerade aber richtig krass, wurde ich gerade gedingst, ne? Der hat nur darauf gewartet, dass ich mich runterschmeißen kann. Nö, eigentlich nicht. Ja doch, eigentlich schon. Aber sie haben sich gebattelt und er hat... Nö, ich weiß das, Adel. Ich habe es ganz genau gerade gesehen. Ja. So wie bei uns vorhin. Haben sie einfach so 2 Sekunden drin, direkt weg. Das war so ehrenlos. Das war ehrenwert, war das. Nein, vor allem wie du mich aufgabelst und runterhaust. Also dieser PHC80, woher kenne ich den Typen? Wie Tuco ist noch nicht tot. Ja, aber ich kenne den irgendwoher. Achso, der war schon einmal tot. Tuco ist noch am Leben, wie sind das? Das ist die neue Salbe. Jetzt neu im Shop, in der Apotheke. BHC80 Salbe. Ja, kenne ich. Das ist meine Lieblingssalbe. Tue ich mir mal drauf, wenn ich Popo-Schmerzen habe. Die rührt eine Rektalsalbe. Alter, ey, das nervt, Leute, das nervt. Was nervt, dass das OBS gecrashed ist?
Ja, das hat. Also heute spinnt aber die Technik komplett bei uns, ne? Jetzt ist er raus. Das habe ich also das wieder hat, gestartet. Das schau, Last, meinen Namen. Solange du nicht Last schreiben kannst, du mich nicht. Also, dass mir OBS gecrashed ist, hatte ich nie. Ja, das nie. Muss ich auch sagen. Das hatte ich auch nicht. Ich auch nicht. Ey. Das war Gott. Nett. Einmal mit Profis. Klar. Tschüss an meine 93 Zuschauer. Danke, dass ihr trotzdem da wart. Tschüss. Tschüss. Der ganze, also, ganze Reisebus. Einmal hier der Partycode. Natürlich zeigen wir euch den bestimmt. Einfach mal der Altschauerberger Reisebus. Ach Mann, blau. A30 NC8. Einfach OBS. Ah, rot bin ich, scheiße. Schon mal. Sag mal, Alex. Wenn, du im Stream so sagst, so am Ende des Streams, ich grüße alle noch. Oder, ja. Oder ich verabschiede mich. Verabschiedest du dich dann beim kompletten Altersheim aus NRW oder? Ja, ja, ist klar. Das dann schon so, ne? Nicht nur aus NRW, weil warst du schon mal in Baden-Württemberg? Ja, natürlich. Da. Nicht. Mhm. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Das ist schön dort. Ne? Ich war schon mal in Baden-Württemberg, ja. Ja, ist echt schön dort. Ich war dort noch zwar noch nie, aber ich weiß, dass es dort schön ist. Ja, ja. Die Sticker. Also, du brauchst überall. Noch so einen Sticker in deinem Shop, muss ich sagen. Ja, ja, wir brauchen einen Sticker mit Baden-Württemberg. Ist schön dort. Ja, ja, ja. Nett hier, waren sie aber schon mal in Megas Games? Also ich finde, wir brauchen Heldentassen-Sticker. Den man sich dann schön die Spülmaschine tun kann. Der auch nur unterschrieben ist. Wenn er sich ein einziges Stück von uns anguckt, dann der wird uns hassen. Der Held der Steine ist ein chilliger Typ. Der Typ ist... Weißt du, was das Schöne ist? Er ist schon... ich wollte schon sagen, er ist schon etwas alt. Er ist auch schon etwas älter als wir. Aber er versteht das Internet. Er versteht Memes. Es gibt ja so, sag mal, diese Boomer, die verstehen nicht, was Memes sind. Was sind Memes? Ja, zum Beispiel, wenn ich meine Mutter fragen würde, was ein Meme ist, die wird mir keine Antwort drauf geben können. Okay. Und weißt du, Held der Steine ist nicht so ein Boomer, das ist ein richtig, eigentlich so eine coole Socke, der checkt das Internet. Ich glaube, das ist auch ein richtig entspannter so wie, Dad. So wie ich? Oh ja. Also nicht entspannter Dad, sondern hier. Ja, nicht oh, so wie nee. Du. Nein. Nein, nein. Nee. So, ey, boah, sag mal, boah, echt nett. Andel, was soll denn das? Hast du irgendwie Spaß dran, oder? Hast du Spaß dran oder ist alles gut bei dir? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, ich habe ein Motorrad gehabt, Andel. Das ist schon unfair jetzt. Achso, das warst du? Ja, natürlich. Ich habe ein Motorrad gehabt. Das finde ich uncool von dir. Achso, okay. Na dann. Was habt ihr für Farbe? Gehen. Ich habe grün. Ich bin tot. Ich habe grün. Wenn ihr die Farbe schwarz. Also, richtig Ehrenwert von Andel. Luca Gamer 936, moin. Könntet ihr heute mal die Lobby größer machen? Da müsste ich den Friedi fragen. Kann ich aber machen. Vielleicht auf, weißt du was geil wäre, ein 64er Game mit 1 vs 1, so wie heißt das hier, wo man gegenüber fährt. Ne? Das finde ich ziemlich geil. Vielen, vielen Dank auch an, wie gesagt, Luca Gamer. Und alter Bruder, ich sehe gerade hier im Superchat X Lonely mit 1 zu 7. Ich hoffe, das wird eingeblendet, Bruder. Moin, Meister, alles fit im Schnitt. Grüße alle von mir. Er hört einfach der 1 zu 7 Doni raus. Ich hoffe, da kommt jetzt die Einblende, Alter. Die 1 zu 7 Einblende muss rein. Ey, Bruder, X Lonely, vielen, vielen Dank, weil ich soll mal alle grüßen. Also Tuco ist nicht nur. Hallo. Tuco ist nicht nur ein Schweizer. Der hat auch noch. Hallo, auch Schweizer. Ich soll alle grüßen von X Lonely. Und es ist alles fit im Schnitt. Danke an X Lonely. Liebe Grüße zurück an X Lonely. Ich hab dich 1 zu 7 donate und die Einblende braucht eine Stunde, bis sie erst kommt. Geil. Ja. Und muss ich meine eigenen Einblenden machen. Aber die sind dann immer cringe. Und zum Beispiel die hier. Am besten haben wir bei Adels, Einblender aber umgelegt mit dem Dude, dem Daumen hoch, Dude. Alles. Da haben wir so. Wer ist er denn? Die sind richtig cringe, ne? Mach mal neue. Uhlberg! So, jetzt haben wir es aber mit den Einblenden. Nee, wie gesagt, danke an X-Lonely, dass mein Herz da, wenn die Einblende nicht funktionieren sollte. Herz. Warum okay, auch immer. Fuß geht raus. Wobei kann auch sein, dass es wieder eine Stunde braucht. Es ist nur mehr einer von so. Gelb. Ah, da oben. Den kriegen wir. Let's go. Oh, komm, jetzt hier gegen ein. Rumpel-YouTube macht schon wieder einen Anti-Mate. Haut's einen Andel runter. Wieso denn? Nichts, wir hauen jetzt. Schon zu spät. Schau, haben wir einen Willi runtergeschmissen. Willi. Keine Show. Was sagt eigentlich die Warteschlange? 5. Schau, ich habe einen Kill gemacht, wer war denn das? Ich hab vorhin auch einen Kill gemacht, ich weiß auch nicht, wer das war. Ach so. Jetzt fahre ich einen Bayern. 35 Leute in der Warteschlange, ne? Ist auch entspannt. Ist ja noch, ja, noch auszuhalten. Kann man machen, muss man aber nicht. Weißt du, es ja, gibt Sachen im Leben, die muss man nicht verstehen, gell? Ja, aber warum?
Wo ist die Frage? Ich hab's vergessen. Die Frage ist, ob die Fragen, die Fragen. Die Frage ist, ob der LKW. Warum? Ob eine Frage stellen darf. Verboten an Doden, die Hoden am Boden bist du Knoten, Mann! Wischt mich. Ich hab eine ganz tolle Frage. Wenn man mit 25 Jahren das erste Mal einen Kuss bekommen hat, ja. Ist man dann eigentlich. Deine Eltern nicht lieb. Dann hat deine Eltern dich nicht lieb. Dann bist du schwanger. Ist man dann eigentlich, genau, ist man dann eigentlich schwanger oder wie funktioniert denn das? Nein, einfach nein. Jetzt kommt sie, die Einblende, das funktioniert also doch. Bäuminus Plastik. Brandrache, komm, raus mit dir. Tschüss. Schon wieder ein Mühle, ich mag das Ding nicht. Ich hasse es. Immer wenn ich diesen Mühle hab, schmeißt mich irgendwo von hinten runter. Und wenn das jetzt passieren sollte, rast ich komplett aus. Endlich X-Bone, das funktioniert also doch. Ich dachte schon, es kommt nicht. Aber die hat heute Verspätung wie die Deutsche Bahn, passt schon. Leute, ein Italiener habe ich auch noch ausgeschmissen. Da ist der Duco. Duco. Duco, unser Freund. Mein lieber Schwitzer. Vor links, vor links. Duco ist unser Freund. Oh, das war der eigene. Duco, du bist so toll. Duco, wir lieben dich, wie du bist. Duco auf die 1. Duco auf die 15. Weißt du, Duco hat nicht nur. Er schwitzt nicht nur, sondern hat Glück auch noch. Jetzt sag mir Andel, was ist denn da gerade passiert? Bist weg. Oh, stark. Ja, Duco, und jetzt? Boah! Du, Freddy? Nein, ich bin raus! Freddy, das hast du dir ganz offen und ehrlich gerade verdient. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Freddy, dass du dir das gerade verdient hast, finde ich sehr schön. Es gibt Sachen im Leben, die finde ich einfach toll. Kann mir jemand sagen, warum der Duco so gut ist? Weil er Hex anhat. Offensichtlich er hat das Spiel gekauft. Er hat gerade mit einem stinknormalen Auto, hat er mein Feuerwehrauto weggeschoben, als wäre ich eine Feder. Du musst dir vorstellen, es geht um Skill-Andel und Skill ist etwas, das kann man nicht kaufen. Da muss man auch wirklich Skill für haben. Das ist. Doch, bei Megascape kannst du Skill kaufen. Ach, schau mal, da ist noch ein Gelber da drüben. Ich schau mal, ob Kurt gegen Tuko. Das ist spannend. Schauen wir mal. Ist doch easy. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Der Gold ist einfach stark. Der GG war ja nice. Ja, jetzt bin ich auch gespannt auf das Battle. Mal schauen, ob der Kurt mit Elite auch den Skill gekauft hat. The Big One. Ja. The Big One. Natürlich habe ich mit Big One. Er kann zumindest schon mal die Name-Tags sehen. Ja. Aber als einziger nur. Ja. Ah ja. Duco weiß nicht, Kurt schaut der Skill, oder? Ich habe gerade meinen Skill bewiesen. Ja, er hat halt ein größeres Auto, es hat ein gutes Auto zum Rahmen. Ne? Er hat sich nicht mal einen Zentimeter bewegt. Ja, weil er Skill hat, Duco. Man sieht's doch, oder? Andel, das kann man nicht kaufen, das muss man haben. Hast du gerade auch gesehen, oder? Ich hab gerade erst schon die Taschentücher vom Stream schon wieder hingelegt. Ich hab tatsächlich noch zwei Taschentücher drin, ich kann gerne das benutzen für dich. Schau mal, das ist jetzt für Andel, weil er keine Taschentücher hat. Jetzt raut's da richtig rein. Ach, schön. Ja. Duco hat aber gekauft, siehst du mal ein Statement von Daxi. Ja, was bestätigt. Duco hat einen Skill gekauft. Ja, natürlich hat er den gekauft. Das ist ganz normale Sache. Der liest gerade seine 5 Millionen Euro Boni vor. Oh, scheiße. Damit nein. Ach, Tippi hängt. Tippi einfach Schmutz, Alter. Ja, war bei mir aber heute auch. Tippi einfach Schmutz. Aber gibt's eigentlich mal irgendwo mal, dass Tippi einfach mal funktioniert? Nee. Nö, das hat nicht richtig funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Musste Premium kaufen. Premium! Vielleicht kann man sich bei Tippi Skill kaufen. Ah ne, warum hänge ich schon wieder da unten? Das geht doch gar nicht klar. Ich fahr mal weg vom Zentrum. Ich fahr auch mal weg vom Zentrum, das ist mir zu viel. Oh, wie Zentrum das Game crasht. Joni! 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 Jürgen! Also ich wäre mal für Face-to-Face. Das wäre ich auch für. Zu spät. Wäre ich heute auch für. Ah, Cubing! Wir betreiben absolut tolles Cubing. Wollen wir vielleicht eine Abstimmung machen, ob wir Face-to-Face spielen? Nein. Unsere Abstimmungen funktionieren nicht. Das passt schon so. Unsere Abstimmungen in jeglicher Hinsicht. Unsere Abstimmung, die kannst du in die Tonne treten, weil jeder, der eine Abstimmung macht, warte, Torero. Warum krieg ich den Torero nicht? Ist der weg? Nein. Ein R. Torero? Da, irgendwie hat er den nicht gefunden, warum auch immer. Frag mich nicht warum.
Also Wheel Category. Ich bin sehr traurig. Wann kommt eigentlich RLO 13.0? Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Och nee, jetzt war ich doch. Aber danke für die tolle Frage. Ich hab's noch geschafft, oh mein Gott. Das kommt wahrscheinlich noch vor GTA 6. An RLO. Das ist schon, ja, auf jeden Fall. Gut, das ist aber schon traurig, gell, dass du nichts dazu sagst. Nun, was geht's denn? Na, nix. Es ist schon traurig, dass du zu 3.0 gar keine Leaks machst. Dass da wird das die armen Fans und Schatten geschützt lassen. Was? Achso, hast du mir die Kommentar-Section durchgelesen? Achso. Na, okay. Meine. Achso, deine. Unsere beiden, das gleiche bei uns. Achso. Achso, hat der Typ dasselbe bei dir auch kommentiert? Ja, der lange Text. Nein, der hat doch nicht überall bei uns hin kommentiert, oder? Nein, ich bin so ein Idiot. Nein, hat er bei mir auch das gleiche. Einfach sogar Copy-Paste. Ja, warum macht man sowas? Das reicht doch, wenn man einmal wohin. Nee, also wirklich, André, und das ist mal Schluss. Ihr könnt auch mal ein bisschen sagen, ja. Oh mein Gott. Aber André, könntest du mir bitte deine Kreditkarteninformationen preisgeben? Ja. Boah, können wir die Nametags ausmachen? Ich schick dir dann nur die Nametags sind doch aus! Nur gefokust, nein. Die sind aus, Alter. Die können das auch lesen. Du hast einfach hinten am Arsch hast Alexander oben stehen, deswegen gehen sie auf dich. Stimmt, ich hab extra Unirli draufgeschrieben. Achso, deswegen? Ja, dann wunderst du dich noch. Ich werde immer nur gefokust, Alter. Ich bin gerade von Megas Games gefokust worden und bin zu schnell über die Ding rausgeschossen. Megas Games. Weißt du, wer wirklich gefokust wurde? Och, nee. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Jesse Pink. Oha, aber ich hab Vince und... Jesse Pinkman habe ich im Team. Das ist gut. Wenn man South Park guckt, Barbara Streisand wurde doch sehr oft gefokust. Wo ist denn eigentlich Freddy? Ach, du bist schon tot. Ja, ich war der Erste. Ja, ich bin auch schon weg. Ich bin schnell drüber rausgezaust. Das ist halt richtig hoch, wenn du ganz unten am Ende vom Würfel bist und da dreht sich nach weg davon. Das heißt, du hast keinen Grip mehr da unten. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn du dich überschlägst auf der Map. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn du gegen Jesse Pinkman spielen musst. Das Schlimmste ist, wenn du gerade 14 der Warteschlange bist. Also was Schlimmes? Ja, Scheidenpilz. Das stimmt. Und weißt du, was auch Schlimmes? Du Waffel. Wenn man das Gefühl hat, dass man bei Hater Stein einfach gebannt wurde für immer sein Leben. Oh mein Gott. Ein ganz schlimmes Gefühl. Naja, aber ich muss aber Statement hier machen, ne? Ich habe sogar mich bei Kurt nochmal entschuldigt, schriftlich. So ein Ding ist das. Schriftlich, ja? Ja. War das schriftlich? Oder habe ich es gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ah doch, du hast mich schriftlich nochmal entschuldigt, das stimmt. Ja, weil ich dann Chase gewissen hatte. Nee. Hau nicht Jesse raus. Wir brauchen Jesse für Team. Mich überschlagen. Oh nee, mich überschlägt. Das war wieder so typisch. Ach, Kurt ist sogar noch drin. Aber Kurt wird nicht. Er nimmt Anlauf! Jungs! Er wird nicht gefokust. Oh, ich hab noch so einen Lack gehabt, Alter. Ich hatte gerade noch so einen Lack. Schau mal zurück, er ist runtergefahren. Schau mal, Jesse, was. Alter, ich grad Lack des Todes, Bruder. Den guck ich gerade zu. Also normalerweise bei Jesse ist normal, der springt raus, macht eine Kurve aus. Ey Jungs, wir müssen die Roten. Die Roten. Es sind nur noch zwei Grüne. Ja, was ist denn das für eine Bergkäsevereinigung da in Gelb? Junge! Yay! Einfach die Bergkäsevereinigung. Ey, auf den Roten! Der liegt ja! Haut einen Roten und jetzt noch den Grünen! Jetzt hauen sich drei Gelb. Oh nein, das war's für mich. Das ganze Team hat keinen Grip. Nein, das war so fies, ich hab's nicht gesehen. Wir kommen heute zu dieser großen, mächtigen Scheiße. Also wir kommen zu dieser schön. Ach Leute, ist das schön. Aber alle bitte GG Nuss in den Chat, bitte. Auch bei mir im YouTube-Chat bitte alle mal GG Nuss, wenn wir's haben. GG Nuss. Der wird denken, dass es so was Gutes ist. Ich krieg's bei Kurt im Chat auch einen Good Game Bonus. Ey, mich überschlägt's immer, wenn ich da reinfalle. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimme Sachen, die hier passieren. Oh, hör auf, mich rumzuschubsen. Kurt, du musst runterfahren. Warum ich runterfahren? Dann hast du extra Leben. Extra Leben. Was war das nun? Bist du die Erste? Ey, glaubt ihr, ich bin so dumm? Nein! Mann! Der labert doch keinen Schluss. Du musst schlau sein und einfach runterfahren. Nein! Bist du schon wieder raus? Den Nugget brennen! Oh nein, mein Nagelband ist kaputt. Bist du schon wieder draußen, Erik? Nee. Ja. Noch Erik. Erik, deckst du bitte kurz von hinten? Ja. Danke. Namensleak. Ja. Namensleak. Ich kann es ihm nicht Erik sagen, es geht einfach nicht. Alles klar, Marcel. Ach so, oh, sorry. Marcel. Wer von uns heißt hier Marcel? Schieb mich da der Gelbe. Ich bin ja kompletter Fanboy von Marcel Davis, ne?
Oh, Marcel Davis, Marcel Davis, Marcel Davis. Ey, ich würde alles dafür tun, wenn ich ein Autogramm von Marcel Davis bekommen würde. Oh, den hast du rausgekickt, Andel? Ich weiß nicht, wie ich da rausgeschmissen habe. Gibt's den noch? BHC 80, die Salbe hast du rausgeschmissen. Welche Salbe hat's rausgeschmissen? Die Salbe hat er rausgeschmissen. Die Salbe, achso. Ist auch noch drin, Andel. Du musst gelb fokussen. Hä? Nee, einen Scheiß musst du fokussen, Alter. Was ist ein Andel von einem Team, bitte? Rot? Gelb. Er ist rot, ich weiß es. Ich kann ja gucken. Rot und ja, links ist rot. Ich sehe es. Scheiße. Ich habe ja, hab ja die Partnerkraft. Team Andel und ich gegen Alex Kurt. Warte, ich kurz hinter dir. Ich hab dir Alex ist ein Blauer oder was? Woher ja, weißt Alex du ist auch rot. Alex ist auch gelb. Auch gelb. Achso, na dann. Nicht vorne, von heute auf drauf fahren. Ja, ich verstehe es, danke. Ich verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Super. Ja, nach Hallo Wazel, was geht ab, Baby? Ist Wazel schon munter? Wazel ist am herumraseln. Weißt du, kannst da mit dem Call kommen. Kannst du eh nach Joinen kommen. Ja, aber dann mit deiner geilen Aber dann bist du erstmal, aber erstmal Warteschlange Platz 30. Der Arme. Ich würde es ihm ja so gönnen, wenn er mal so einen Rang kriegen würde, ne? Wie wär's denn, wenn wir vielleicht uns einen Code snacken und ihnen geben oder so? Ja. Ein Big One Code für ein Jahr möchten wir bitte haben. Ja, wäre doch. Ja, aber kriegen wir sicher doch, oder? Schwierig. Warum schwierig? So ein Code für ein Jahr. Also, er hat mir angeboten, wenn ich möchte, kann ich auch einen Rang für ein Jahr verlosen. Aber ich denke mal, die werden das halt checken, ob wir die vielleicht wirklich verlosen. Oh, nee. Oder wir machen es einfach so. Kurt schickt den dem Code schon früher und dann blendet er ein. Ah, der McWazen hat es geschafft, als erster in 1 zu lösen. Herzlichen Glückwunsch. So, das Team Gelb, das müssen wir doch jetzt schaffen, Leute. Reißt euch zusammen. Andere 4 gegen 3. Ah. Oh, einer fliegt. Ah. Der eine schafft es, oder? Er fliegt raus. Nein. Das ist Alexander. Oh, Mann! Ja. So verdient, Alter. Ehrenlos. Wer war das? Ey, warum tut mich mein Mate rausschubsen? Das war mein Mate, Alter. Ich hab mich gekickt. Mein Mate hat mich rausgeschmissen. Nein, Jesse Pinkman ist rot. Ja, ja, genau. Nein. Achso, dich? Nee, dich hat Vince rausgehauen. Mich hat ein Gelber rausgeschmissen. Aber 100 Pro hat mich ein Gelber rausgeschmissen. Alex hat Jesse rausgehauen und Vince hat Kurt rausgehauen. Ja, genau. Deswegen werden die beiden gekickt, dann kommen neue nach. Hä, was laberst du? Mich hat doch ein Gelber gerade runtergeschmissen. Spotify am Ende geht auch wieder nicht. Heute funktioniert ja gar nichts, Alter. Ich doch ein Gelber rausgeschmissen von hinten. Spotify am Ende geht auch nicht. Jetzt ja, hängt schon alles. Solange OBS alles nicht hängt. Jetzt guck ich mal hier im Stream nach. Ist doch noch ein Gelber. Welches blaue Stück Scheiße. Ja, das war so verdient. Ach nee, der hat ihn angeschubst und der ist dann auf mich drauf. Ach so, Cäsar. Dachte, der Gelbe ist mir reingefahren mit voller Absicht, Bruder. Spotify am Ende. Rumpel ich hab gegen... schon. Ich dachte schon, Alter, ich wäre fast ausgerastet. Ey, Freddy, hast du gerade gesehen? Ja, der hat schön Karma bekommen. Schön Karma. Direkt hinterher Karma. So, Jesse Pinkman gegen, wer ist das? Gegen Rumpel. Das ist Rumpel. Jesse macht das. Komm, Jesse, mach also, wenn es. Bitte. Wenn Jesse gewinnt, dann. Sag bitte kick. Nicht, das heißt doch Jesse, oder? Können wir Jesse eigentlich rausschmeißen für immer? So? Ja, wenn man macht. Das nennt man Bonnen. Funny das schon? Aber ich muss wir haben noch immer erst gestartet. Wir fragt schon, wann die Leute gekickt werden, dass man nachjoinen kann. Wir haben doch eben erst angefangen. Ich glaube, ich weiß, warum meine Facecam jetzt wieder so rumbackt, dass ich meine Haare nicht geschnitten habe. Also jetzt hängen sie bis zum Mund nämlich runter. Ja, jetzt hängen sie wieder bis zum Boden runter, das ist ganz schlecht. Durch geht's aber schon. Aber no shit, ich gehe schon seit echt lang nicht mehr zum Friseur, seit Corona. Macht Schandl die Haare und ich bin echt zufrieden. Einfach ein Yeti, achso. Ja, einfach Yeti. Nee, aber einfach seit Corona Yeti. War ich nicht mehr wirklich beim Friseur, ich habe jetzt immer zu Hause geschnitten. Von der Schandl. Gut, der hält die Haare. Nee, und Schandl möchte nie die Haare schneiden. Aber sie macht das eh voll gut. GG! Er hat GG, schade. Was ist heute los mit Jesse, Alter? Ja, heute passt halt nicht. Jetzt sagt mir meine Uhr hier zu Hause, meine Apple Watch, laute Umgebung, die Lautstärkepegel hat 90 Dezibel. Boah, das ist viel zu laut, Alter. Viel zu laut. Also wirklich. Der Nachbar soll sich mal beschweren bei dir. Der ist tot. Vor allem die Nachbarn über dir. Der ist tot. Über mir. Boah. Ich hab auch Nachbarn. Ja, den Clip, den hab ich. Oh Mann, da kann ich nichts dafür. Was ist? Ich verstehe den gerade nicht. Ich hab meinen Besuch. Und dann hab ich bei Freddy, als er gestreamt hat, mal gespielt. Und dann hab ich geraged und hab geschrien und nein, so. Nein! Nein! Oh, ich bin auf dem Respawn. Freddy im Hintergrund hörst du dann du sagen: hast... Leise, ich hab Nachbarn! Du hast dich geraged. Also von Freddy oder was? Du hast dich erschrocken, ja.
Ja, weil ich habe gesagt zu meinen, haut mal den Jumpscare rein, ganz leise. Das hat er aber nicht mitbekommen. Haben den Jumpscare reingehauen und er hat sich so erschrocken. er hat sich so rumgerührt. Hab ich den Clip noch nicht gezeigt? Und dann kommt er her. Leise, ich hab noch was. Gut, habe ich dir den Clip noch nicht gezeigt, aber ich den immer zeigen. Ich muss dir immer, schicke ich dir mal zu. Nein, ich möchte das nicht, ich hab da das Copyright drauf, gell? Also. Das sieht man mich. Da sieht man meine Haare. Und der Gelbe gleich hinterher. Tschüss, BHC. BH. Oha, er fliegt, Alter. Oh, er wo ist ahnt. Oh, wer ist denn da geflogen? Bruder, er ahnt einfach. In der Ahnt. Oh, Entschuldigung, Achtung, ich hab grad fast meinen eigenen Mate. Du hast ihn, glaube ich. Null Kekse. Ich muss dich retten, Null Kekse. Geiler Name. Und was hast du? Null Kekse. Ey, Junge. Oh, Alter. Oh, wer fliegt denn da? Wer fliegt denn da? No. Dann hab ich da runtergekickt vom roten Team. Alter, wie kann man sich das so saven, Alter? Oh mein Gott, ich hab überlebt. Ey, das ist so unfair, Alter. Blau ist raus. Du hast das hier. Den blauen hab ich. Das ist der andere. Coolbox. Auf Warten. Ey, ich hab Killstreak von 3. Sehr gut. Oh nein, ich hab mich erwischt. Ich bin raus. Siehst du? Das ist Karma. Was? Nee, Karma ist meine Nachbarin. Karma. Die Carmen, nicht Karma, oder? Ja, das ist doch so bezahlt. Nein, die heißt Carmen. Karma. Das ist nicht Karma. Die heißt doch Carmen. Das ist wieder so bezahlt. Oh, Carmen, die Nachbarin. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da. Carmen, die Nachbarin. Und wie mich der Gelbe Fokus. Ja, mich auch. Nee, das ist kein Fokus, Torero. Gelb geht komplett auf Rot. Fokus. Das stimmt. Oh mein Gott, ich schlag mich. Fokus, Bruder. Wer ist da links neben mir? Let's wer ist dieser Rote? Oh mein Gott, nein. Fokus, du Gelb? Der Nilsmeister. Hallo, Nilsmeister. Oh mein Gott, Nils! Hoffentlich kopierst du Server. Ah! Wer hat mich da gerade rausgekickt? Andel, wie damals in den Jesse Zelt, Pinkman. Wo durch die Map gefallen. Ah! Wolltest du ihn nicht bannen? Jetzt wäre der Zeit. Ja, also das war schon asozial gerade von hinten. Die mich gerade da reingenommen hat. Vor allem, ey, mit was für einer Wucht der da hinten reingefahren ist, ne? Das krieg ich gar nicht hin. Mit Anlauf. Der hat von hinten gedeckt, aber weißt du, wie? Anschlag, oder? Also, Jesse pickt hey, Jesse, von hinten. Raus. Jetzt, wir kicken Jesse. Nee, ich mag Jesse wirklich nicht. Das ist ein war nett. Will ich einfach nicht. Aber wir machen jetzt Platz für die neue. Dass jeder mal spielen kann, Jesse, müssten leider erstmal reichen. Aber stimmt, er spielt eh mal die ganze Zeit mit. Wir wollen ja mal frei machen für immer. Leute, die. Ich glaube, damals, wo ich einen Rage gehabt habe, da war's lustig. Heute. Ja, jetzt hat er mal gekickt, ja? Ja, jetzt wird er wieder gekickt, weil er mit den zwei alten Herren abfuckt. Nein, Andel, wir hatten eine Abstimmung. Nein. Ja, wir hatten eine Abstimmung. Wir hatten eine ganz faire Abstimmung hatten wir doch heute. Vielleicht findet man einen Jesse im 25. Adventkalender-Türchen. Andel, lebst du noch? Ja, ich lebe. Oh, wir leben doch beide. 25. Adventskalender-Türchen. Ey, wusstet ihr? Warte, ich denk, ich, oh, komm. Du denkst von hinten. Wusstet ihr eigentlich, dass in Österreich es nicht Adventskalender ist, sondern Adventkalender ohne S? Ernsthaft? Das ist voll dumm eigentlich. Und deshalb in Österreich, wenn du Adventskalender schreibst, ist es eigentlich falsch. Aber ich schreibe es trotzdem Adventskalender für die Deutschen, weil sonst kommen irgendwie Deutsche und sagen, Bruder, in deinem Shop steht einfach Adventkalender, da fehlt ein S. Aber in Österreich ist wirklich so, Adventkalender ist richtig statt Adventskalender. So haben wir zwei unterschiedliche Rechtschreibungen. Ich verstehe es auch nicht, frag mich nicht, aber es ist so, wie es in Deutschland und Österreich ist. Wird eigentlich bei euch in der Schule auch so richtig mit Dialekt geschrieben, nein, oder ist das nicht nein, so? Nein, nee, das ist komplett. Aber wir müssen Sachen anders aussprechen. Zum Beispiel, wir dürfen nicht Giraffe sagen, wir müssen Giraffe sagen. Und die Deutschlehrerin, unsere. Die fährt wohl Ski, die Giraffe. Und wir müssen China sagen, nicht China. China, wie K. Ach, das macht keinen Sinn. Auch hier, wie heißt das? Chemie, sagst du Chemie oder Chemie? Auch Chemie mit K. Chemie. Wir sagen nicht Chemie. Und das lernst du in Österreich irgendwie automatisch in der Schule und du musst es so aussprechen. Weil ich weiß auch, bei uns hat sich unsere Deutscherin aufgeregt, weil einer Giraffe statt Giraffe sagt. Aber weißt du, dann sagen wir Giraffe und sagen. Oh, den hab ich falsch. Alles. Das heißt Giraffe. Sie fliegen. What the hell, so schnell. Was ist mit Österreich falsch? Vieles. Ja gut, aber wenn du jetzt eine österreichische Giraffe machst, dann wärst du die Giraffen. Die Graufen da hinten, ja, schaust du rot. Der ist ein gieriger Affe am Ende. Ein Graufe. Ein Graufe. Komm, Andel! Schaust du rot hinten. Das Graufe. Alter, jetzt hier an. Boah, können wir mal ein neues Match starten? Gut, lass uns ein neues Match starten.
Also irgendwie sollen sich mal fighten da oben. Endlich geht ja, doch. Ja, die machen gar nichts. Die tun einfach nur ein bisschen schmusen in der Mitte. Ja, schmusen. Der Menge. Ihr könnt ja mitfighten. Von unten ja, aus. Wir werden ja gefokust. Andel, der Schmusetiger. Oh, der Gelbe ist weg. Safe. Ist Andel noch drin? Ja. Ja. Oh mein Gott. Jesse hat eine Killstreak von 3. Also ich bin dafür, dass wir Jesse... Ich hab, glaube ich, eine von 4, glaube ich sogar. Andel, bist du ein kleiner Schmusetiger? Oh ja. Der blaue ist übrigens Vince. Oh nein, Vince und Schwitzer. GG. Draw. Over. Red Team Vince, weil ihr mehr seid. Ja, weil wir mehr sind. Ja. Also wir haben es gemacht. So, danke an Ron, Charmer, ein Teil für die Heldentasse. Vielen, vielen Dank für eure 7 Cent. Alexander Fischer und Trasses Kotme. Danke fürs Subwerden, was ein Name kann ich aussprechen. Kleine Spinne für 3-0, RLO-Streams fehlen mega. Sascha, komm wieder, keine Sorge, wir sind dabei. Manuel Rost, vielen Dank für das Herzchen, ich herze dich zurück, vielen, vielen Dank. Und Bradox, habe nun jegliche Stunden RLO nachgeschaut und freue mich auf 3-0, ihr leistet tolle Arbeit und würde mich freuen, bei 3-0 dabei sein zu dürfen. Ob man in Zukunft selber einen Gang gründen kann, Grüße aus der Schweiz, es sind Gangs geplant. Und je nachdem, wenn man eine Gang machen möchte, kann man die natürlich auch machen, ne? Das ist ja... Aber wir wollen halt erstmal wieder ein paar Hauptgangs machen, so wie 1-7 halt, auch so eine Hauptgang ist. Werden Streetgangs aus Hauptgangs auch noch kommen. Ey, vielen, vielen Dank auch an dich für 20 Schweizer Franken. Hallo, bin wieder da. Hä? Spielen wir jetzt, Versus? Ja, bitte mach Face-to-Face. Face-to-Face? Ja, selbstverständlich. Oh ja. Geil. Mit Namen oder ohne? Weil wir haben eine Abstimmung. Mit Namen. Perfekt. Wir haben eine Abstimmung gemacht und haben auch gesagt, keine Namen. Es hat auch wer gefragt, ob wir mal wieder 64 Spieler reinlassen, weil Face-to-Face mit 64 Spielen wäre auch mal lustig. Absolut. Ja, aber dann müssen wir wieder recreaten, dann müssen wir wieder neu starten. Achso, ja dann. Weiß. Sorry, ich wusste, dass das so viel Arbeit ist, du kleines Ding. So, jetzt oder Kanalreiniger? Ja, okay, Spotship, Alter, dich habe ich schon auf meiner Liste. Übrigens, die Map ist auch richtig cool. Oh nee, die Map ist scheiße. Oh, ich liebe die Map jetzt schon. Ich habe jetzt schon Spaß dran. Oh mein Gott, Das ist ja großartig. Das ist ja großartig, ist das hier. Oh nee, da ist ja ein Shit. Also bei der Map, das ist ja schlimmer wie im Ikea. Als im Ikea, Andel. Schade, da kann ich den Stoffel nicht wieder über die Bande rausschieben. Machen wir einen Kompromiss, so wie bei Side, alles wie einfach so. Ich habe auch einen Kompromiss. Wie wär's, wenn wir alle auf Andel gehen? Ja, nee. Stoffel. Alter, ich bin jetzt ein Mexican Marathi. Ein kleiner Stoffel. Och nee, alter Brudi, das wird nix. Alter, schau, cool, tut mir leid, Stoffel. Oh, Stoffel, ich will auch den Diamanten haben, der ist cool. Ich muss ja den Diamanten haben. Andel, der kleine. Ich hab Da war er mal kurz erster. Ich bin ein Mexikaner, ich hab die Gitarren hinten im Ey, hör auf mich gegen zu drücken, Mann! Die Maratas. Was ist denn mit euch? Ihr habt doch alle keine Bremsen, Mann! Ja, die haben wirklich alle keine Bremsen. Alter, wir spielen das seit 2 Minuten und ich hab schon keine Bremsen. Der Zug hat keine Bremsen. Zug. Oi, 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 oi. Oh ne. Arne, pass auf ein bisschen. Schau, ich geh gerade auf den Arne. Schöne Gitarren hast du, ja? Nein, ich hab einen Teppich umgebunden. Scheiße. Der Zug hat keine Bremse. Jetzt hätte ich wirklich Alter, Spotship, ich war fast drüben. Auch du auch, Spotchin, Alter. Erik! Er auch, Mann! Erik mit C? Warum muss ich bei irgendjemandem ihren Jäger denken? Spotchip ist wirklich ein Schau, wie der da steht da vorne. Ich mag den überhaupt nicht. Das ist ein unehrenhafter. Das ist so ein Stück Kacki, ist das? Ach, Mann! Oh, Tim! Wie kann man denn so sein? Oh, Freddy, bitte, bitte, Freddy, bitte, ich liebe dich. Ich war's nicht. Warte, ich muss da vorbei. Hallo? Ich muss da mal durch! Ey, was ist mit Spotchip? Immer wenn ich runterfalle, ist der Typ da. Ich komme nicht rüber mit meinem Kleid. Warum habe ich überhaupt ein pinkes Auto, Alter? Das triggert mich. Ich komme nicht rüber mit meinem Kleid. Der Held der Steine mag pink. Spotchip, tschüss. Aber Held der Steine ist auch cool. Okay, ich will auch ein Horn hier haben jetzt. Ich möchte Mann. Auch ein Horn. Ich möchte ein Horn. Ich möchte ein unterschriebenes Horn hier haben. Ich will auch ein unterschriebenes Horn. Und den guten alten den Riesenstein. Wie heißt der? Von welcher Marke? Ich hab vergessen, dass hier. Ach so, dieser Kubricks. Kubricks? Nee. Kubricks, nee. Kubricks? Kubricks? Ich vergesse es jedes Mal wieder. Könnt ihr vielleicht euch mal kurz irrelevant konzentrieren? Und mich vorbeilassen, bitte. Rubik's Cube. Nein, Rubik's Cube sind doch die Cubes, kleine. Die kleinen, die du drehen kannst. Die kleinen Cube. Gas und Bremse verwechselt. Mann, was ist denn ich hab das Gefühl. Schau, Spotchip macht mit Absicht zu vorne, ne? Siehst du das? Ja, ich seh schon, ja. Ach komm, ist euer Ernst.
Der fuckt mit Absicht ab. Der... Schau, ich hau ihn raus. Komm. Nee, weil der macht hier zu, dass hier keiner vorbeikommt, glaube ich. Ja, dann kick ich ihn raus. Oder raushauen, die kick ich von der Lobby. Raus. Einfach so. Weil es schon etwas ist, weil du kommst nicht durch vorne, weißt du? Oder? Lubricks? Welche Aggression du da reinkommst. Lubricks ist was anderes. Ich hab auch ein bisschen Aggression. Lubricks ist eine Marke, ne? Ja, Lubricks baut Sets. Ach doch, komm ey! Meinem Auto wird es nichts. Aber ich hab die Gitarren hinten drin. Hast du schon gesehen, Alter? Ach man, Alter, was ist denn mit euch? Ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Toko, Junge, du Dreckiger! Also, ich finde die Map bis jetzt die schlimmste von allen, die ich bis jetzt gespielt hab. Ja. Die habe ich aber auch noch nie gespielt. Map ausgesucht. Naja, Alex, weil Alex kann Geschmack. Ja, Alex, natürlich. Alex kennt sich gut aus. Ja, deswegen, ich wollte euch doch ein bisschen was zeigen von der Welt. Ja, du wirst uns ein bisschen zeigen, wie man. Ja, geh mal Vollgas, Alex. Andreas! Was ist denn mit euch? Ich komme nicht durch. Wer hat denn da überhaupt so ein großes. Also du hast ja genauso wenig Bremsen, Alter, wie jeder andere. Also, Alter, hier staut sich's wie auf der A2 bei uns. Das gibt's doch gar nicht. Ready, fängt das nicht, oder? Mein Gott, da staut sich so viel. Schieb mich doch jetzt nicht hinten an, da Rumpel. Fahr doch vorbei, wenn du schon... Der Rumpel? Ich schalte jetzt gleich eine 15-Minuten-Werbung, echt. Ich geh aufs Klo. Schau, stofflich gerne rauchen. Wer schiebt mich jetzt schon... Eine 15-Minuten-Werbung? Also das kannst du ja auf Twitch, ne? Wobei, ich kann auf Twitch auch Werbung schalten, aber ich mach's halt nie. Aber. Ich auch so. Andreas, Alex, achso, es gibt jetzt sogar auf YouTube automatische Werbung, ne? Für Livestreams. Ja. Habe ich aber nicht angemacht. Okay. Ja, ich hab's auch nicht angemacht. Weil ja, bei mir wird's immer vorgeschlagen, mach doch Werbung während den Streams an. Ich mach immer. Nö. Hab ich damit aber Stunden genannt. Auf Twitch ist. Nee, doch, du kannst es schon ausstellen. Aber dann kriegst du gar nichts mehr, glaube ich, ne? Oder. Ich finde auf Twitch vielleicht vorm Stream einmal ist so okay, oder? Einmal ist in Ordnung. Nein, du kannst es nicht ausstellen. Es kommt immer währenddessen. Du kannst einstellen, wie oft und wie wenig. Ach so, und so. Ja. Eine Stunde, drei Werbungen zum Beispiel. In einer Stunde, Minimum. Drei Werbungen. Ja. Und das weißt du, was das Harte daran ist? Twitch möchte von dir, dass du die werben damit. Ich weiß, ich glaub, dass du mehr Prozente kriegst. Ich weiß. Und wenn du so und so viel schaltest, alle 10 Minuten, für 30, eine Minute 30 kriegst du fühle ich halt gar nicht. Das fühle ich halt gar nicht, wenn man das macht. Also das finde ich bei Twitch echt nicht gut. Also, aber du musst es halt nicht machen, wir haben es auch nicht gemacht. So. Ja klar schon, aber es ist. Na, aber trotzdem, ich find's assi, dass wenn du eh schon weniger Werbung schaltest, dann auch nochmal weniger Prozent abkriegst. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn, so weißt du. Weil trotzdem gibt's ja Werbefläche werden, so, halt ne? Eigentlich gibt's ja trotzdem Werbefläche. Ja, aber du wirst ja doppelt und dreifach belohnt, meine ich damit, so weißt du, anstatt zu sagen, ey bitte hau mich nicht runter, Italiener da hinten, ich liebe dich. Alex, was transportierst denn du da vorne? Ey, ich wollte sagen noch nicht, ich muss zur Baustelle! Oh nein, ich war fast drüben. Ich wollte dir anstehen, dass du da hinkommst. Jungs, du bist scheiße. Ich mag die Map überhaupt nicht, weil die viel zu kompliziert ist mit so vielen Spielern. Die geht vielleicht mit 16 Leuten, aber mit 32. Ja. Du sagst doch mit 64, ne? Mit 64, ich glaube. Nee, aber die Leute, das geht. Das ist, weil du hier die ganze Zeit stoppen musst und so Stuff. Ein Italiener. Stopp. Ey, Kurt, du musst doch kurz da lang. Komm, let's go. Ich hab 2 von 12. Oh, Kurt, es tut mir leid. Oh, nee, ich bin fast drüben, Alter. Warum? Es tut mir leid, Kurt. Ich war fast drüben. Tut mir leid. Oh, nee. Ach, Mann, bremst doch mit deinem scheiß Eiswagen, Mann. Hat da jemand einen Eiswagen? Hat da wer einen Eiswagen in der Auslage? Möchte doch jemand ein Eis? Ja, bitte. Oha. Nee, schieb mich nicht an. Ich hab heute ein Eis gegessen und es hat mir voll geschmeckt. Oha, der Eismann war voll nett und so. Das mit dem Schild ist so unnötig. Welches Schild? Alles unnötig. Jesse Pinkman rammt sich frei. Der ganze Game-Modus ist unnötig. Ich hab gedacht, Stoffel geht ja nicht rauchen, dabei ist er gerade wieder neben mir runtergeflogen. Ja, null Keks, ich schieb dich jetzt runter mit dem Eiswagen. Da kannst du unten ein bisschen Eis verteilen am Flughafen, Junge. Ray Lace, bist du eigentlich noch da, Lace? Oh, nee. Ach, Mann! Und ich dachte, ich kann Andel runterschieben. Aus. Ey, Andel, weißt du, was ich sehr uncool finde? Dass ich hier nicht weiterkomme. Ich weiß nicht, wie du... Ja, ich weiß nicht, wie du das machst. Es ist für mich ein Rätsel. Ich habe mir Skill gekauft vorhin in der Tüte. Ist für mich ein Rätsel, Andel. Ich habe nämlich so viel Pech in diesem Spiel. Na, ich sag ja, auf Megastore kannst du die Tüte Skill kaufen. Unglaublich, sogar beim Starten kriege ich so ein Pech. Kannst du da kaufen, dass deine Autos schwerer sind. Ich habe halt einfach echt einen Bauwagen. Mann. Soll ich jetzt die Brücke fertigstellen oder was? Mann, schau dir das an, was ich hier für eine Kacke krieg, Leute. Ich bin immer noch bei 2 von 12, ne? Das ist einfach. Ich bin auch bei 2 von 12. Ich bin auch nur mal bei
Ich bin bei 1 von 12. Natürlich Toko. Natürlich ist Toko erster. Bruder, ich bin bei 1 von 12. Habt ihr gehört? Und ihr heult, weil ihr bei 2 von 12 seid. Gut, ich lieg am Dach. Und Toko wird nicht gefokust. Ja, da, okay. Ich weiß nicht, ich kann eh nichts machen. Jetzt alle auf Toko. Alle weg da jetzt mal. Ich muss an Mann. Bist du jetzt selber rum, oder? Ich komm da nicht durch. Ja, du hast mich runtergeschossen jetzt. Ey, ich schwör dir, diese Map ist so schlimm. Ich schmeiß gleich meinen ganzen PC aus dem Fenster. Aber mach vorher ein Update bitte. Ich höre schon in der Zeitung, geisteskrank aus Österreich, wirf ein PC aus dem Fenster. Ungeupdatet. Zum Glück bin ich in keinem zweistöckigen Haus, ne? Das ist schon mal gut. Aua! Weiter nicht fallen. Sorry, ach, komm, ich wurde geschubst, das war nicht mit Absicht. Ey, ich hoffe, du kriegst keinen Tipp zu deinen Kekse. Ist der Stoffel. Boah, ich war letztes Mal so mad, Alter. Ich hab da Rippchen bestellt. Und da waren so Potato-Dippers dabei. Aber die haben vergessen, die Potato-Dippers einzupacken. Tschüss, Eric. Ich war so mad, Alter. Oh mein Gott, das fühle ich so. Kennst du das mit Leuten, wenn du was essen bestellst und du vergisst einfach die halbe Bestellung? Ich könnte jedes Mal auslassen. Ja, aber auch bei den Tipps. Und du guckst vorher nicht nochmal nach, weil du denkst, du beliebst einfach. Ja, die machen das schon richtig. Und dann schaust du nach. Nee, wenn du nach Hause bestellst, jetzt nicht unbedingt McDonald's. Ah, nach Hause. Ja, weil Alter, beim McDonald's, wenn ich dort so bestelle, da gucke ich immer nach. Jedes Mal, weil die immer was vergessen. Aber gut, ist das ein richtiger Monk, Alter. Aber wenn du nach Hause bestellst, ich finde das immer so abfuck. Ja. Weil du zahlst ja für etwas. Und du kriegst es einfach nicht. Und dann, wenn die das nächste Mal wieder kommen, sind wieder 2 Stunden vergangen. Meine Freundin hat auch 2 Tipps bestellt dazu. Da haben wir dann geraten, welche 2 Tipps nicht gekommen sind. Ja, aber weißt du, was ich mir so denke? Warum? Ja, und die kosten auch 2 Euro oder so. Ja, nein, aber ich denke mir mal so, die kriegen eine Liste. Und so viel ist es ja nicht. Das sind vielleicht 4 Sachen, die auf dieser Liste stehen. Die kriegen es nicht hin, 4 Sachen einzupacken. Da frage ich mich, wie zum Teufel kriegen wir Menschen das überhaupt hin, Sachen wie Wolkenkratzer oder das zu bauen? Wenn da jemand einen Teil vergisst, eine Schraube, bricht das Ding doch zusammen so. Weißt du, was ich meine? Ja, und einfach so eine To-Do-Liste, dann sollst du es halt abhaken, ob sie in der Tasche eingepackt haben oder nicht. Nee, aber so Inkompetenz der Menschen halt. Was ist denn? Ich bremse extra, dass ich Kurt nicht reinfahre und du? Ja, er fährt einfach nur noch voll rein, danke. Er fährt einfach voll rein. Ich gebe einfach nur noch Vollgas hier. Da, Spotchip, raus mit dem. Raus mit dem Spotchip. Oh, Entschuldigung, Toxic, das war mit voller Absicht. Oh nein! Oh, ich bin Geist! Nein! Ich hab noch... Ich hab nur so Duko. Viel im Leben zu tun. Natürlich, Jesse Pinkman ist jetzt vor Duko, oder? Entweder er oder der andere. Einer von die beiden. Es muss so sein. Das ist dieses Gesetz. Ich frag mal im Chat, welche Sachen kennt ihr im Leben, die euch so richtig anpissen? Ich will das mal vom Chat wissen. Was pisst euch so richtig an im Leben? Ja. Gut, Chat. Schreib mal. Haustier. Alle mal ab. Wenn's Haustier in die Waschmaschine reinkackt, auf jeden Fall ein Ding, was mich sehr anpissen würde. Auf die Heldentaste treten. Das geht gar nicht. Da explodierst du, Abi. Da ist gar nichts mehr. Schule! Der erste! Einfach Schule! Schule! Das ist ein Adler, Abi. Was war denn da los? Da bist du aber abgehoben. Lehrer. Digga, ich bin noch irgendwo. Ja, das kann ich nachvollziehen. Oh, Menschen, schreibt da einer. Menschen? Was bist du eigentlich an Menschen? Scheiße, eine Klasse! Oha, warum seid ihr alle so? Tuko! Französisch! Tuko und Ramp-Buggy, oder? Aber nicht mehr lang. Wenn die Busse verspätet haben, dann gut, dass er nichts Neues ist. Ich bin einfach Rocket League voll. Dass ich meinen Job verloren habe, okay, das ist ja, verstehe. Das die meisten auch. Schreiben Schule in den Chat. Mit Schule bei mir so schon einer face to face. Was, den pisst Schule an? Die meisten schreiben hier Schule im Chat, ja. Man geht mit Kopf aus, hin. 5 Stunden schlafen und geht wieder nach Hause. Was pisst da einen da an? Das spricht ein Experte, oder? Das ist doch Fakt. Ey Bruder, was war deine Intention, DF Gamer? Was war deine Intention gerade? Einfach auf den Piss zu gehen? Deutsche Bahn! Das heißt also die Deutsche Bahn! Ja, Vince, hast du auch gut gemacht, ne? Hat ja viel gebracht. Wisst ihr, was mich immer früher an der Schule angepisst hat? Wenn für 35 Grad war, der Klassenraum gebrüht. Also echt, es macht Spaß, ne? Der kältesten Raum der Spaß, Schule, Vince? Der 15 Grad sind, der kälteste Raum gefühlt im Keller und da sind immer Vince, wollen wir nochmal? Schau mal, Vince. Schau mal, wir machen nochmal eine Runde. Schau, Vince, also, macht Spaß, oder? Meine Freundin, okay, jetzt wird's auch persönlich. Steuern. Das erste Date ist doch nicht schlimm, Alter. Oh mein Gott, kurz steuern.
Werbung. Steuern, oh ja, das, da kann ich ein... Das Finanzamt ist... Finanzamt Puls, insgesamt, Alter. Hose und Puls geht raus. Wie ich einfach vergessen habe, die Zahlung mit abzugeben. Aber Hauptsache, ja. wenn ich mal was brauche, dauert das 50 Jahre, bis da was ankommt. Dann gedulden sie sich, dann sind's mad. So ist der Staat, wie lange wir von alles brauchen, Alter. Du spinnst dann mal den ganzen Mozart vor, dort in der Warteschlange. Bremst doch, Mann! Jesse Pinkman, was ist dein scheiß Problem, du dreckiger Lappen, Alter, verpiss dich! Ich hab gedacht, wir haben... Wenn Essen kalt ankommt. Das ist jetzt einer schon wieder ins Blau. Das sind unsere First World Problems. Hast du dich verpissen, Ketchup oder was? Olaf Scholz, okay! Schön! Aber jetzt, politisches Thema kann man schon sagen, es sitzt halt wirklich nur Saftzeck in der Politik, die ganz oben sind. Es ist halt so. Kann mir keiner erzählen. Da muss irgendwer, ich höre dir, da muss doch irgendwer in der Macht sitzen und das muss alles... Ich bin so klar. Oh, Mexikanisch angelegt. Was hast du verdient, angelegt. Blödes Stück, Alter. Mann, hoffentlich sieht echt aus, Mann. Geht das ist Kasperltheater. Ande, darf ich umdrehen, ohne dass du mir reinfährst? Ja. Ande. Da kommt ein... Digga, da kommt ein Truck. Tuko, noch ein so ein Wort in dem Ingame-Chat fliegst du, gell? Ohne Scheiß jetzt. Es ist ja, was ein Game. Hat er geschrieben? Es ist einfach ein Game. Ja, das muss überhaupt nicht sein. Nichts, also, okay, es das geht echt, gar nicht. Alter, nee, Tuko, grüß dich. Es geht überhaupt nicht. Es ist ein Game, wir ragen alle, aber sowas? Nicht in den Chat, Alter. Und hier wird keine Mutter beleidigt, Alter. Nicht er auf wollte Mutter schreiben, BHC, du Homeland Security. Alles gut. Okay, dann nehme ich alles zurück. Stimmt, das Lustige ist ja, ich wollte ja den Homeland Charger eigentlich HS Charger nennen, aber dachte ich mir so lieber nicht. Ich hab so Karma. Nee, wirklich, ich hab überlegt, soll ich den HL oder HS, weil zuerst habe ich mir gedacht, HS Charger benennen, aber dann ist mir aufgefallen, warte mal, das hört sich jetzt nicht so geil an. Das war halt wirklich der Grund, warum HL Charger heißt. Es war aber schon immer so drin, HL irgendwie, HL. Ja, HL, aber Homeland Security wurde SHS, ja, stimmt. Aber ich Homeland Security habe ich halt HS überlegt, aber das war auch nicht mal. Also wirklich, ich hasse euch alle. Ich hasse euch einfach alle. Ich glaube, jetzt hier steht, es sind eh nur noch 12 Sekunden. Ich wollte das sagen, was Andu gesagt hat, natürlich. Ja, ja. Ich komme, Alter, ich bin noch immer beim zweiten Auto, ich komme nicht mehr rüber, obwohl ich jetzt hier die Ding habe. Das ist unglaublich, dieses Spiel. Nee. Ja, also die Map war mit Abstand die schlechteste Map, die ich jemals gespielt habe. Wirklich. Ey, ich hab noch ganz andere im Petto. Nee, bitte nicht. Also ich wüsste noch ganz andere. Oh, Alex, weißt du, unsere allererste Face-to-Mace mit diesem Mini-Schanze, wo alle mit allen Bus dabei sind. Was, die Schanze? Ja, fahr mal zu Schanze, ist doch auch cool. Aber Face-to-Face machen wir nochmal eine Runde, aber bitte irgendeine bessere Map. Irgendwie, wo dann machen wir die Map, Alex, okay? Unsere allererste Face-to-Face-Runde. Ich bin kurz nicht rauchen. Okay. Natürlich ist er das. Raucht Alex eigentlich wirklich? Nein. Das ist viel zu brav dafür, das ist ein Sammy. Stimmt, hätte nicht zum gepasst. Das ist so ein braves Menü. So ein braves Menü. Der läuft mit Fliege und Krawatte gleichzeitig rum, so brav ist er. Wer jetzt? Wer ich? Ich? Mit Fliege und Krawatte. Du bist so brav, dass du mit Fliege und Krawatte gleichzeitig rumkommst. Freilich. Brale. Das bauen wir uns mal zum O'Neilly. Ich hab dann das war die Map. Offen. Das war die Map. Ich hab Jungs, das, diese Map ist der pure Abfuck. Jetzt ist es vorbei. Okay, jetzt hab ich Spaß dran. Noch mehr Abfuck? Ich will einfach nur Spaß haben. Ich hoffe, wir kommen jetzt weiter mit zwei Autos haben wir ins Ziel gebracht, letzte Map. Die Map ist so zum Kotzen. Die Map ist richtig schlimm. Vor allem, du hast noch eine Invisible Wall. Also du kannst auch aber ich dachte, wir machen jetzt eine Map, die irgendwie lustig und Spaß macht. Ja, die ist lustig, macht Spaß. Ich habe jetzt schon mal keinen Spaß bis jetzt. Ich habe jetzt keinen Spaß. Wer kommt zum Hauptplatz? Also da kann man runter, ne? Oh nee. Alex hat sich einen Schädel angehaut. Ja, der tut weh. Sorry, ne, aber das macht mich jetzt schon mad, wenn ich das hier sehe. Ich bin mir hinterher gefahren und hab gedacht, das ist der Glory Weg, Alter. Aber macht euch nichts draus, ich find's noch 14 Minuten. Scheiße. Oh Mann, fahrt mir doch nicht immer hinten rein. Fahrt ihn doch mal vorne rein. Immerhin ist das Auto okay für den Start. Das ist so ein Auto, mit dem kann ein bisschen was reißen. Ach, Toxisco, was bleibst denn du stehen, du Lappen, Alter. Du Lappen. Ich sollte vielleicht langsamer fahren. Hä? Andel, wie? Was? Oha! Du hast mich explodiert, guck mal links, dann kill ich ihn an! Du hast mich explodiert! Ja, ich doch. Langsamer geht auch nicht, also irgendwie kann ich das nicht. Das macht mich gerade fertig. Oha, oh mein Alter. Gott! Ach komm, es ist doch zum Kotzler. Sie alle bedanken bei mir, dass ich sie hochgesprengt habe. Gerne, kommt alle her, ich mach's noch. Jetzt bin ich zu langsam, aber immer bin ich noch da. Er wirft gleich mit Haftbomben. Jeder, wenn ich könnte, würde ich's machen. Ihr müsst oben rumfahren, alle. Jungs, ihr müsst warum oben rum? Ja, dann kann ich unten alleine fahren. Muss der da campen? Freddy, oh Mann, sorry, nee, ich will dich nicht unterstützen. Nee, Spot-Chipperten. Warte, ich mach nichts. Ich bin nur auf. Oh nee!
Oh ne, da ist eine Wall, okay, super. Jetzt kommt da ein LKW, wenn ich rüber will. Ich hab doch gesagt, der hat einen Müllwagen. Oh, ich bin drüben. Huch. Ich hab's immerhin geschafft. Oh ne, ich hab ein Auto, was driftet. Das ist so dumm, Alter. Warum war das klar, dass ich jetzt ein Auto bekomme, das driftet? Es kommt wieder ein Müllwagen. Ich komm hier nicht weg. Gut, ich stehe hier immer noch. Ja, ich bin rübergekommen irgendwie. Ich frag mich nicht wie, ich hab's geschafft. Der Mondbär. Wie bin ich hier? Das ist eine gute Antwort. Wann kommt Europa 3.0? Zwischen einem Tag und 365 Tage wird. Sehr schön, Waze. Danke für die sehr gute Antwort. Was? Waze? Ich spring mein Ziel. Geh. Alter, ich fliege. Nein! Erik, ich liebe dich! Nein, nicht du, andere Erik. Ich sag nie Erik zu dir, merkt ihr das? Das stimmt, ja. Alter, wer ist denn da mir hinten gerade so dermaßen ins Popo gefahren? Ja, danke, aber warum, sagst, super, warum danke. Sagst du eigentlich Erik zu mir? Findest du das etwa cringe? Nee, für mich bist du der Freddy. Es geht nicht anders. Ich habe dich so als Freddy kennengelernt und ich sag immer noch Freddy zu dir. Andl ist mehr Erik, ja? Ja, du bist mehr Erik. Aber Andl war nie so bei 1 zu 7. Ich sag immer Freddy zu dir. Weißt du, bei 1 zu 7 so immer Freddy, weißt du? Und dann bist du für mich ich der Freddy. Was? Ich würde doch tatsächlich so sagen Geek? Ryan Geek. Oder Geek. Wobei da sag ich immer Scotty, ne? Okay. Ja. Meta, einfach Meta. Mir ist einmal passiert, dass ich mir P Scotty gesagt habe, ne? Ich habe auch schon, da waren wieder beide unterwegs, da sage ich so, man kommt eigentlich mal Schal, Frau Brot wieder. Hey, Schal, Frau Brot. Weil ich habe mich ins Nagasaki. Warte, ich springe auf dich drauf. Und einmal habe ich sogar zu dir Kurt gesagt, das weiß ich noch. Bodyslam. Ich so, wo ist Kurt? Okay. Das ist eine Rumpe. Ey, Fabian, warum? Wir sind doch Freunde. Andl, das nennt man Skill. Was? Bei dir? Na. Andl, der Glückskeks. Ah! Nein! Warum? Was habe ich dir getan? Nein! Ach, Mann. Spielen wir face to face? Es gibt Andl, so ist ja kleiner Glückskeks, gell? Können wir darüber reden, dass ich bei 0 von 12 bin? Ja. Können wir darüber reden, dass ich... Aber das ist oh, ey, das ist aber voll geil mit der Rampe. Ah, nee, das ist eine Wand. Warum? Oh nein, ich wusste das nicht. Hab ich dir doch gesagt. Ja, aber ich wusste nicht, wo die ist. Ist das Wahnsinn. Ey, aber genau das hat doch gerade Spaß gemacht an der Map. Warum nimmt man uns alles, was spaßig ist, einfach weg? Oh mein Gott, ich hab einen Raketentruck. Das finde ich aber nicht okay. Fuck my life. Leute, jetzt kommt's. Andl ist der Leader, das kann ich wahr sein. Auf der größten Much-Maps ist der Erste, ich verstehe. Ja, weil Andl dann hat er die Flak. Er hat einfach die Flak. Hey, weißt Freunde, du, Andl hat wieder... Andl, nein! Digga, das ist doch nicht dein Ernst! Andl hat wieder Lack des Todes heute. Das ist halt... Andl hat so... Du musst dir vorstellen, wenn Andl furzt, kommt hinten so Ferry-Dings raus. Weißt du, was ich meine so? Es ist einfach so ein Ferry-Ring. Oh, jetzt hat er einfach mal drüber gefahren. Es ist unglaublich. Der scheißt. Der Bruder scheißt Glück nur so aus. Du musst nur deine Hände mit seinen Fuß waschen. Ich höre einfach nur Neid. Nee, ich sehe einfach nur, wie du einen Regenbogen rauskackst wieder. Jedes Mal, wenn Andl scheißt, ist der Regenbogen. Wenn Andl scheißen geht, riecht es im ganzen Haufen nach Blümchen. Es ist leider so. Ist eigentlich nichts Verwerfliches. Ich sag doch, Andl ist ein richtiger Glückskeks. Oh, ich bin endlich mal geil. Ach nein, ich kann den nicht lang haben, weil das ist abfahren. Weißt du, Andl könnte legit einfach bei im China-Restaurant Glückskeks arbeiten. Das ist kein Scheiß. Ey, weißt du, ich nehme extra Anlauf und dann fliege ich trotzdem runter. Ich kann kotzen, ey. Andl ist einfach das Horny. Was? Andl ist der Typ, der einen Völkerball nie auf die Fresse kriegt. Das ist leider so. Also du musst eigentlich mal Lotto spielen. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Vince, das ist dein Ernst. Also ich muss sagen, die Map mag ich gleich wie die andere. Die ist ganz gleich schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ich hab gedacht, wir nehmen mal eine Map, die wirklich Spaß macht. Ja, da bist du hier falsch. Oh mein Gott. Nee, weil es gibt ein paar Maps, die sind nicht schlecht. Es gibt ein paar Maps. Kann man sich geben. Alter. Aber mein Auto, muss ich dir ehrlich sagen, ist echt nicht gut. Das ist schon wieder alles nicht gut für meinen Blutdruck. Das macht mich einfach nur unglücklich. Andl? Nein, Andl, nein!
Oh nein, Luke, bitte nicht. Ach, nein, mein Alex. Gott, Alter, ich schwöre das Game, Alter. Alex, Alex. Ich war fast drüben, Bruder. Ich hab's fast geschafft. Das Rocket League Turnier. Also das Auto, merkt ihr das, wie das verzieht, das Ding? Oh, sorry. Na endlich, endlich, der Lichtblick des Tages. Ich bin so schlecht mit der Karre, dass ich endlich im Ghost Mode bin. Wann wird durchsortiert? Jetzt gleich sofort danach. Ich hasse alle Spiele. Ich werde dafür, dass wir Andl rausschmeißen. Nee, Andl nicht. Und jetzt, weißt du, jetzt haut's mir sicher nicht mal. Wir befördern alle zum Spectator. Ja, ich bin mit dem. Ich krieg sicher noch ein schlimmeres Auto. Ach, nee, ich hab die Seitenkiste. Ah, endlich mal was Gescheites. Ach du nicht wahr. Endlich krieg ich mal was, mit dem man auch mal fahren kann. Ach, Mann. Wieso vorher ein E-Auto kommt, oder auch nicht. Seitenkiste. Lass mich bitte durch, lass mich bitte durch. Rumpel, bitte. Ja, ja, ich bin durch. Bam, bam, oh mein. Herr Rumpel, bitte. Ach, ich spring wieder runter. Ich kann dich nicht aussprechen, aber danke, dass du mir folgst. Auf Mexikanisch lasse ich, weil der Bri hat mir noch nie was getan, ist mir aufgefallen. Auf Mexikanisch, das ist ein ganzer Lingua. Der schaut nämlich immer, dass er mir ausweicht. Die Seifengeste. Oh, schon aufgefallen. Auf Mexikanisch ist ein. Ich hasse dich, Alter. Dieser Toxic, warum muss er da mitten stehen, Alter? Sorry, Toko. Wobei, ich glaube, der fuckt einfach Leute ab, ne? Der Toxic, ja. Ja, ich merk's ja nicht. Nein, nicht meine Seifenkiste. Leute, ihr müsst mich durchlassen. Habt ihr das noch nicht gecheckt? Nur mich? Lasst mich doch einfach durchfahren. Boah, ich bin schon wieder durch. Mann, was hast du für ein Luck, Alter? Ich hab extra respawned und genau dann fährst du durch, wenn ich gerade noch im Ghost Mode bin hinten. Ist das Abfuck, Alter? Euer Ernst? Ich wollte Andl gerade anpissen. Ich hab Toko direkt von dir runtergeschubst. Oha. Weißt du, Andl kommt mit so einer Dreckseifenkiste einfach durch. Das musst du dir mal, auf der Zunge zergehen lassen, dass Andl mit einer Seifenkiste durchkommt, Alter. Andl die Seifenkiste? Und ich komm nicht mal mit dieser Karre irgendwie weit. Schau mal, wie er mit einer Seifenkiste weiterkommt, als ich mit diesem Dreckshobel da. Das kann doch nicht wahr, Steiner. Ich echte Gangster fahren G-Klasse. Andl die Seifenkiste? Dream kann nicht laggy sein. Ich hab OBS neu gestartet. Lass mich hier bitte mit den. Oh, Andl, nee. Das Kontrolllämpchen? Och nee. Ach, nee. Runter mit dem Scheiß hier. Ja, danke. Oh, lalalala. Danke. Andl. Du kannst aber runterfallen. Nee, ich will aber nicht. Heute nicht. Wer startet? Das ist so. Ich schwöre euch, können wir bitte eine Map spielen, wo es keine Rampen gibt? Einfach wo du fahren kannst. Wo man nicht runterfallen kann? Nee, wo du einfach nur fährst. Die letzten Mal haben wir so geile Maps gehabt, die ich ganz cool fand. So. Zum Beispiel diese eine Kurve da, die gerade Kurve, wo wir gesagt haben. Ich finde die Map hier super. Alex. Gerade Kurve. Ja, Andl, tschüss. Och, Mann. Ja, du musst runter. Ich bin im eigenen. Ich muss eigentlich nur vorbei. Mehr will ich gar nicht. Ey, hallo, das Auto ist zu klein, um runterzuspringen. Aber zu groß, um raufzuspringen, hat das Gefühl. Irgendwie so. Ganz komisch. Ey, Jungs, es macht keinen Sinn. Mann. Das Leben macht so keinen Sinn. Das Leben macht immer Sinn. Och, Gott. Das war doch so eine Scheiße. Mann. Oh, jetzt könnte mein. Oh. Bitte nicht, dass da. Oh! Mann. Das heißt, auf der anderen Seite kann man! Oh, geil! Okay, jetzt weiß ich's. Cool. Ja, auf der anderen Seite. Eine Seite, wo man springen kann. Ja, okay, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Was in unsere Richtung? In die andere Richtung können wir rüberspringen? Du kannst rüberspringen in die eine Richtung, ja. Hab's mal probiert. Ja, du kannst rüberspringen. Wenn du genug Anlauf hast. Das probiere ich aus. Weg zur Seite mit euch, ihr Geringverdiener! Oh mein Gott, ich bin einfach das Mischfahrzeug. Oh nee, Stoffel ist im Weg. Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Das geht nicht! Doch, bei mir ging's. Andere Richtung, Freddy. Dann war ich, nein, Richtung. Ich war ein Stück zu hoch, glaube ich. Nein, ich fahre die gleiche selbe Richtung wie Kurt gerade. Ja, vielleicht warst du zu hoch. Oh nee, Alter, das ist. Ich schwöre dir, dieses Spiel macht mich krank. Andre. Boah, Alter, was ist passiert? Mit dem passiert? Was du das? Was ist denn jetzt passiert? Was du das mit deinem. Was du das mit deiner Mischmaschine? Ich bin nicht. Andre, nein, was hast du? Er hat den Truck. Bist du weggebackt gegen mir? Ich glaube. Er hat den Ram Truck. Ich bin voll weggebackt. Andl hat den Ram Truck. Oh Mann, Rumpe. Andl hat doch nicht den Ram Truck, sagst du? Der hat doch, den der Rumpel hat den. Nein, ich hab ne G-Klasse. Andl, das ist Rumpel. Ich hab eine Mischmaschine. Schau, wie sie alle auf mich gehen. Ich hab eine Mischmaschine, Ey, Junge, das geht doch nicht. Ey, diese Rampe. Können wir bitte eins ohne Rampe spielen?
es geht mir nur um die Rampe. Ich glaube, noch eins halte ich nicht aus, da muss ich zum Arzt machen. Nee, das. Und ich, weißt du, ich verstehe auch nicht, ich kollidiere mit jemandem an in der Luft und explodiere einfach so richtig random. Jedes Mal. Zum Kotzen, Alter. Ach, Ketchup, mach jetzt doch nicht diesen Fokus doch noch. Mach ihn kurz, lass. Da. Du bist so ein blödes Stück Scheiße, Alter. Das ist unglaublich. Stoffel, das ist geht. Nein! Alexander, die mich. Ja, was ist denn da? Was ist das denn da? Das geht los? Doch nicht! Lass dich doch rüber! Lass ich war doch drüben! Oh, Alter, ich rast echt. Gleich bin ich eh wieder im Ghost-Mode, Leute, wenn das so weitergeht. Das kann mir keiner erzählen, was ich für ein Pech hier habe. Jetzt bin ich hier im Ghost-Mode, ne? Ja, super. Jetzt, wenn ich springe, bin ich im Ghost-Mode. Ach komm, leck mich am Arsch, wirklich. Dieses Game macht mich. Warum spielen wir das überhaupt? Nee, das ist so zum Kotzen, aber ich werde jetzt nochmal mit Vollgas darüber. Mit Vollgas? Zack. Ich glaube, es geht schon. Ah doch, da ist eine Wand oben. Aber man wird es trotzdem schaffen. Weg. Ey, was ist denn das? Was ist mit meiner Kiste? Ich habe meine Tablette schon genommen, extra. Ich fahre euch alle weg. Ketchup, du bist gleich Mario, gell? Hör auf. Warum nicht Sam? Nee, das Spiel ist echt. Als fahre ich hier langsam drüber. Kein Bock. Gott, ey. Jetzt habe ich Brutus. Ich habe einfach Brutus. Schade, ich bin schon im Ghost Mode, weil ich so schlecht war. Ja, immerhin habe ich jetzt mal ein schönes, schnelles Auto bekommen. Super. Nee, einfach nein. Na schade. Ich weiß, ich wusste, was du vorhattest. Stell dir vor, das wäre jetzt, das hätte es funktioniert, Alter. Ich hätte mit der G-Klasse. Stell dir das vor, der Rage jetzt. Oh nee, ich bin zu weit geflogen. Einen wunderschönen Buongiorno. Einen Buongiorno morgen. Hallo. Ach, bist du auch im WC bei uns drin? Ja, schon vergessen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh mein Gott, das war hier. Auch Italiener kommen. Oh mein Gott, Junge. Junge. Ich schwöre, Alex, warum machst du auf den? Was soll das? Warum? Ja, wirklich, warum? Ich rate gleich so aus. Also, du wurdest angezogen. Deine Mama hat dich angezogen. Deine Mama hat dich. Ey, ich schwör, dieser Spot-Ship, der triggert mich so hart. Ja, komm mal her, ich muss da nochmal und. Ey, dieser Spot-Ship ist so hart am abfacken. Komm, Alter, ja. Daran hab ich Spaß, komm. Ach komm, Matze, was ist mit dir? Du spielst die ganze Zeit im Mitte, dann kommst du und fuckst alle ab, oder was? Ey, nein, 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 das geht doch nicht, Alter. Warum spawnt er dann aus dem Ghost Mode raus und ich häng noch drin in seinem Auto? Das kann doch nicht. Entschuldigung, Andre. Ich hab dich nicht gesehen. Mit dem Ramp Buggy nicht vorbeikommen. Als ob der Ramp Buggy. Das kann mir doch keiner erzählen, was mir gerade passiert ist. Der Ramp Buggy ist da Move gerade. Ich war schon wieder fast. Den Ramp Buggy habe ich in Ghost Mode drüber geschaut. Hallo Stoffel. Der Rampart ist echt der größte Muck hier. Ich rufe Legas, ich würde schreiben, dass sie bitte face to face rauskommen sollen. Spot-Chip, ich hasse dich. Ich weiß nicht, was mit dem Typen ist, aber der fährt mir immer rein. Dieser Spot-Chip. Mich triggert der Typ so hart. Ja. Kiki. Nee, wirklich, Spot-Chip ist so einer, der fährt mir immer rein. Ja, dann Kiki. Ja, ich bin auch Ghost-Mode. Da vorne ist ja der Stoffel, ist schon wieder runtergefallen. Also ich bin mit dem Rampart jetzt auch im Ghost-Mode. EF-Gamer, komm, leck mich Spot-Chip am Arsch. Oh, Alex, lass zusammenfahren. Ich oh, Fabian, los. Bitte nicht. Hier, Jesse, mich einkohlen. Ey, Keks, ich liebe dich. Wir sind Freunde. Oh, nee, ich flieg zu weit! Wir sind alle super befreundet miteinander. Oh, warum? Schwöre. Schwöre, Alter. Ey, komm, das ist doch Abfuck, Bruder. Ich schwöre euch, ich hab schon wieder nur... Bin schon wieder am letzten Auto. Alter, komm, leck warum mich doch das Jesse Spiel, ey, Bruder. Ich geh kurz pinkeln. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab euch gesagt... Kickt mal Jesse, alles gut, aber nein, will er keiner hören. Alter, die Runde lief mal echt gut, Alter, und ich habe auch sau viel Luck gehabt, aber nicht so viel wie Luck wie der Jesse, oder der gewinnt. Alter, das darf doch nicht. Das ist unmöglich. Was oder? Macht der eigentlich, dass er es immer gewinnt? Da muss doch irgendwie. Alter, ich muss ehrlich zugeben, ich habe richtig viel Luck gehabt jetzt und dass ich so gut durchkomme. Er ist der Einzige durchgekommen, gell? Mhm. Ja, hat mich aufgeholt. Ich war bis jetzt 2 Minuten vor Ende, war ich Erster. Der hat jetzt quasi in einer Minute wahrscheinlich 4-mal hin und her gefahren. Geht gar nicht, oder? Geht wahrscheinlich nicht. Hat er das absichtlich gemacht. Er hat wahrscheinlich einfach nur gewartet, dass er mich danach zerstört. Weil er weiß es. Er fliegt dann einfach möglich. Rüber. Möglich. Möglich. Ja. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich fahr jetzt in Dümpel, Alter. Ich fahr in Sumpf. Hey, was ist die nächste? Ist sicher auf Klo gegangen? Hallo? Bitte? Ist doch wer auf dem Klo, oder? Ja und? Also bitte nicht Freddy fokussen, okay? Ja, das werden wir nicht sehen, ne? Also das Freddy wird vom Farben-Game gefokust. Vom Farben-Game.
Nee, Freddy ist ein Schnellpinkler, das weiß ich auch nicht. Freddy ist kein Schnellpinkler. Doch. So, Ghost Rider 1, vielen Dank fürs Hip werden. Gamertime 1835, für 15 Euro Halluxyn kannst du mal Red Dead Redemption 2 spielen. Ich würde mal gerne das RP ausprobieren auf Red M, würde mir mal interessieren, aber Dankeschön, Gametime. Kalli, Grüße an alle, vielen Dank an Kalli. Grüße an alle. Was willst du für ein Platz? Ich war nicht da. Und Max Zapf, danke für 2 Euro. Wie geht es? Dir hast du Taschentücher immer dabei, Bruder. Immer dabei. Vanessa Strübig, danke für 1 Euro und 3 Cent und Cannabis Lupus. Schaue von der Arbeit zu, wünsche dir noch einen schönen Stream und viel Spaß. Danke. Danke auch an Max Zapf für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Ach so. Und danke an Ghost Rider auch fürs Mitglied werden, Freunde. Kurt, es gibt ein wichtiges Announcement. Ja, bitte. Der Held der Scheine ist gerade live auf Twitch. Ach, schön. Willst du das schon wieder probieren? Nein. Weißt du, was ich krass finde, Held der Steine? Er macht irgendwie Twitch und YouTube gleichzeitig so. Er zieht auch so durch, ne? Du auch. Ja, ja, ich auch, aber er zieht auf beides auch durch. Naja, Twitch ist mehr so bei ihm wenige. Zocken, glaube ich, und so, und YouTube ist halt so... Aber warte, aber zockt so. Er auf Ding? Ich glaube, er zockt. Ja, lass mal Megascans einladen. Ja, lad ihn doch mal ein. Ja, lass mal einladen. Was spielt er denn gerade? Und woher weißt du das schon wieder? Ja, weil ich eine Nachricht auf Twitch bekomme, dass er live ist. Ich weiß, dass er auf Twitch ist, ja. Ist aber weiß nicht wo. Also was er spielt, weiß ich nicht. Er macht gerade schon Chatting. Heute holen sich der Held und Gorilla die nächste Goldmedaille in Geogesser, spielt er. Ah, Geogesser. Klassiker. Geogesser. Ein absolutes Must-Have, ein absoluter Classic. Er gässt einfach. Er weiß, Bestocher. Ich bin mit Andl im Team, das macht mich traurig. Andl ist auch doch dabei. Welches Team ist denn im selben Team, blödes Stück? Nee, ich sag doch, das macht mich gerade traurig, weil ich sie nicht rausschmeißen kann. Seid ihr alle blau und ich bin rot? Ich bin rot, ja. Super. Gelb! Fabian, gelb! Mit Farbenblind! Was machst du da? Bist du Farbenblind? Digga, ich war auf Orange und glaube, es ist gelb. Das ist doch keine. Aber du bist auf Orange, bist du draußen? Fabian ist eben Gegner-Team. Ach, es gibt Orange auch? Das habe ich auch jetzt erst gecheckt, Alter. Ja. Kleiner Funfact für dich, was ich von euch gemerkt habe. Unten auf der Minimap seht ihr auch die Kästchen, ne? Ah, das ist schneller, gut zu wissen, danke schön. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Ich schaue eher auf die Pfeile, die es mir anzeigt dann. Also ich gucke halt mal oft unten auf die Minimap. Muss mal jetzt schauen, guck mal. Wie das aussieht. Also ich habe die Minimap in Vollscreen gemacht. Ey, ich bin raus. Ich bin zu schnell draufgefahren aufs Bettchen. Ich habe auf die Minimap. Ich habe aber gerade auf die Minimap geguckt, es hat mir nicht angezeigt, ne? Hab gerade geschaut, ja. Mit doch, Absicht. Das blinkt bei mir dann immer so. Nee, hat bei mir nicht angezeigt, das Kästchen vor mir. Obwohl es vor mir direkt war. Ich schaue immer so auf die Pfeile vorne. Ah, ich hab vergessen, Gigi Nuss. Ich mache immer Augen zu. Gigi Nuss. Hey, die Drifty ist überall. Kurt, kannst du bitte auflösen, warum Gigi Nuss? Es wird so oft gefragt, warum Gigi Nuss. Weil Gigi Nuss halt. Deshalb. Ja, perfekt. Also, ihr habt die Antwort. Also, nervt nicht mehr. Blau. Oh nein, die Reddies! Ey, wir sollten mal Wind smashen, ey. Wollen wir mal Wind smashen? Oh, alle? Haben wir die Lobby geklärt? Ja, dann wollen die das Lobby können wir machen. Klären, ne? Wo ist denn da der Lobby klären? Wir klären danach die Lobby. Du warst eher am Klo. Ey, Vince, du bist echt ein Stück Scheiße, Alter. Oh mein Gott! Ey, Vince, du bist wirklich ein Stück Scheiße. Ich war der Held der Welt. Welcher hat mich mit rausgehauen? Ja, Vince hat. Das, nee. Was? Das war auch Vince, der uns da so gepusht hat, oder? Ich hab mich gerade mit rausgehauen, wirklich. Vince? Ich wette, was mit dir ist, war Vince. Outkick Vince. Matze hat Vince rausgehauen. Ja, ist eh draußen, super, tschüss. Matze hat ihn rausgehauen. Hey, grüß dich, Bot. Ja, also, Chat, ja, wir machen nach der Lobby, nach der Runde machen wir die Lobby neu. Wie kann man da weggehen eigentlich? Nicht nur die Lobby, wir werden das Spiel neu erfinden. Wir werden Megascans 2.0 releasen. Oh, cool, ich glaube, man kann da so weit weg, wie man möchte, ne? Oh mein Gott, Matze. Matze hat ihn. Krass. Die Mexikaner. Matze hat heute einen dicken Arsch, Alter. Ich flieg mal nach oben, ne? Ich flieg mal in Weltraum. Alles klar. Bestell schöne Grüße. Aber denk dran, du kannst auf der Sonne nur landen, ne? Oh. In der Nacht. Denk dran. Was? Ah, ja, macht am Sinn. Tag hast, ist natürlich. Die Sonne zu heiß. Ja, macht Sinn, hast recht. Danke für die tolle Info. Ah, und bestell schon mal schöne Weihnachten. Ja. Ich geh auch ein bisschen Käse auf dem Mond farmen. Und im Winter kannst du auch Skifahren auf das. Ey, Leute. Ich muss mal einen Fakt sagen, am Freitag und Samstag findet die Geogesser-Weltmeisterschaft statt. Und wen interessiert das ernsthaft? Siehst Erik. Ja? Ja, mich anscheinend. Ey, da müssen wir mitmachen. Vielleicht trainiert er. Keine Ahnung. Geogesser-Weltmeisterschaft, ja, weißt du, was da für Leute antreten? Da ist der Held drinne.
So, dann lass mal. Ich glaube, es gibt immer einen Asiaten, der besser ist. Nein, das, was nicht du mal. Machst. Weißt du, was zum Beispiel welche so eine Geografen oder so, weißt du, die ganzes Leben gewidmet haben der Welt, Alter. Freddy, wie willst du denn jetzt? Wir wollen wir das clearen? Du von oben, ich von unten. Ich mach, anfangen? Ja, mach plus 1. Aber du darfst ja, nicht dann wieder schließen. Von hinten. Bitte was? Ja. Du darfst es nicht wieder schließen, das Fenster, weil dann wird das reset und dann kommen wir durcheinander. Ich komme! Wollte ich nicht wissen. Remove from Party Server. Komm, Vince leckt mich doch am Arsch. Vince. Ich mag Vince ja auch. Sion schon Remove from Party Server, oder? Was? Was? Oha. Ich bin jetzt. Du musst aber. Wir müssen gucken, dass wir nicht irgendwie auf doppelt oder so, ne? Was? Auf doppelt. Ich bin jetzt bei Fabian HE. Ich bin bei Leon. Ey, wenn du von oben anfängst und ich von unten, ne? Dann ja, aber auch mal treffen wir uns ja. Gerade. Doch, genau, kommen wir. Weil ich schließe ja die Seite nicht. Das heißt, aktuell sitzt nicht für mich. Ich schließe da weiter vor. Ghost Rider mal ja vorgelesen, gell? Glaube ich. Ja, haben wir vorgelesen. Leon Lorenz haben wir vorgelesen. Was hast du mich mal vorgelesen? Max Zapf haben wir vorgelesen. Genau, hier ist noch Firefighter Niedersachsen, Max Zapf und Johnny VIP sind auch geworden. Vielen Dank. Und Alexander Fischer, danke für den Euro fürs nichts dazuschreiben. Es ist immer toll, die Leute nichts dazuschreiben. Freut mich wirklich sehr. Ich bin jetzt bei Max. Hallo. Was spielen wir jetzt für einen Modus dann? Wir spielen jetzt erstmal, wir kicken die Leute aus der Lobby. Ja, aber was spielen wir dann? Das beste Game. Was ihr wollt. Mir ist egal, wir können zoomen. Nee. Oh, jetzt wollte ich ey, fast an. Wisst ihr, was mir jetzt erst auffällt? Die haben auf 5M irgendwie es hinbekommen, dass andere Autos spawnen auf den Straßen als normal, ne? Fällt mir gerade ein. Mhm. Wir haben was für 3-0. Okay. Meinst du andere Autos? Schau mal den Verkehr an, NPC-Verkehr. Da fahren auch DLC-Autos rum. Aber war das bei uns nicht auch mal so? Nein. Aber du hast doch mal gesagt, das habt ihr rausgemacht, weil das so viel Leistung zieht. Oder? Nein, wir haben die Mod-Autos rausgemacht. Die Mod-Autos. Ach, die DLC-Mod-Autos. Ich rede jetzt von den DLC-Autos, rede ich jetzt. So, ich bin einmal durch jetzt. Mit okay, cool los. Warte, ich tu mal kurz mein Logo ändern. Member, Custom License bist du drin, ne? Ich bin drin, ja. Also hat's was gemacht. Was ich nur fühlen würde, wäre wirklich, wenn man so machen könnte, dass die Party-Leader quasi den Vorrang haben, aber der Rest nicht durch das Premium berücksichtigt wird. Nö. Was für ein Vorhang? Das Duschvorhang? Andere müssen wir erstmal eine Abstimmung für machen. Warte mal, kann ich das machen? Warte mal, ich check das mal ganz kurz. Settings. Die Adventskalender, vielleicht finden wir es da drin. Wir brauchen eine Adventskalender-Abstimmung. Apropos Adventskalender. Ja. Du hast zwei, oder? Ich habe zwei, ja. Ich habe zwei verschiedene Adventskalender zur Auswahl. Einen mit Makumbe drauf und einen mit dem GTA-Design drauf. Oha. Oh, krass. Schon krass, ne? Enter Party Tag! Was ist das Party Tag? Party Tag. Mach mal. Das ist vielleicht das, was vor dem Namen steht, oder? Held. Ich mach Held rein. Ach komm, ist es dein Ernst? Okay, warte. Party Tag? Kann auch, ja, so wie in der Lobby. Wie das stelle ich mir gerade ein, das habe ich gerade eingestellt von der Party, aber hier in der Party. Hat aber keiner bekommen, oder? Den Tag. Set the tag of your Party. Kann ich mich da raus abheben? Keine Ahnung, was das bringt. Oh, das wäre du kannst. Komm, geh wieder runter. Wieder runterrutschen. Oh, nee. Ich wollte mal gucken, ob ich das einstellen kann, dass keine Priorität bei der Party ist in der Wahrscheinlich. Ich kann es nicht einstellen. Nee, aber man kann sich ja Priorität kaufen. Das ist ja das Problem. Deswegen kann man es nicht einstellen. Hoch. Ja, es rutscht wieder runter. Ist es nicht laut Euler verboten eigentlich, dass man sich Vorteile in Spielen kauft? Ja, ist es. Okay. Ja. Aber wir betreiben den Server nicht, deshalb wir sind da fein raus aus der Sache. Wir spielen. Aber eigentlich ist das nicht okay. Hallo. Das stimmt. Warte, ich über die Mitfahrt. Au. Ja, steig ein. Seien jetzt neue Leute mit im Spiel rein? Sieht schon gut aus, ne? Die Namen, die waren ja nicht dabei. Sieht ganz gut aus und vor allem der McWave ist dabei. Ich bin da. Scheiße, mein Jetski raucht. Oh nö. Mein Jetski raucht? Was raucht? Meine Jetski. Nuggets brennen an. Ach, oh nee, mein Nugget ist noch im Ofen. Er brennt an. Ey, ich hab ein Party Runde, Bonus jeder, bekommen. Wollen wir in jeder Runde das Runde Survives the Tank? Jetzt ja. Schon? Ja. Wäre lustig. Ja. Darf ich der Tank sein? Machen wir mal eine andere Map, oder? Ja. Bitte, ich will mal der Tank sein. Bitte. Ich will eine Runde Team Editor. Entschuldigung. Vielleicht mal mit einem Schokozug. Vielleicht auch mal so ein bisschen, Darf ich auch mal so ein bisschen Tanks spielen, so wie mit Schokozug? Hallo? Keiner redet mehr. Ich würde aber voll gern mit einem Schokozug spielen. Ist schon zu viel. Möchtest du mitnehmen oder ohne, Kurt?
Ich würde schon gern die Namen sehen, bitte. Weil dann weiß ich, wen ich gleich abschießen werde. Das wird nämlich dieser blöde Autohausverkäufer sein. Der hat mir letzte Woche nämlich ein kaputtes Auto verkauft. Blödes Stück Scheiße. Aua. Ich sag's doch, der Held der Standard wurde eben im Stream gesagt, alles schmeckt besser in der hellen Tasse. Aus der hellen Tasse. Aber mir auch geschickt. Es schmeckt alles besser aus der hellen Tasse. In Amerika könntest du jetzt verklagen dafür. Eigentlich schon, ja. Bei uns nicht. Das finde ich sehr cool. Alter, habt ihr es mitbekommen in Amerika? Ich weiß nicht, ob das stimmt. So ein kleines Mädchen mit den heißen Nuggets. Mit den heißen Nuggets, Alter. Ich hab gedacht, ich spinne. Nee, ich hab auch gesagt. Erzähl mal. Die sind so ein McDonald's gefahren. Dann hat die kleine Nuggets bestellt. Ihr ist ein Nugget aufs Bein gefallen und das war so heiß, dass die jetzt eine Brandwunde hat. Und die wurden dann verklagt und haben 700.000 Euro oder so bekommen. Das gab's aber auch schon mal mit Kaffee, ne? Mit der Kaffeetasse, aber das ist halt... Was, die ist damit durchgekommen? Die ist damit durchgekommen, glaube ich. Die haben Leute durchgekommen, damit haben Red Bull verklagt, weil sie keine Flügel bekommen haben. Worüber reden wir? Ja, das ist halt auch wieder der komplette... Nee, Kurt! Was denn? Du bist nett, oder? Du hast mich lieb, oder? Ich hab dich sehr lieb. Ich wollte eigentlich Martin Berger gerade angehen. Kotzkatze. Oh, hier ist der Muffin Man. Do you know the Muffin Man? Kotzkatze. Die Kotzkatze hat ja nicht. Die Map ist ja mal richtig cool. Immer. Die Leute müssen immer in die Mitte reinfahren so. Das Ding ist halt, dass deswegen mal eine andere Map, weil hier können sie halt schon enden. Aua. Oh mein Gott! Hä, was war das denn gerade? Die halbe Map! Das Item ist so selten. Oh mein Gott, das ist so. Oh, ich hab das gar nicht gecheckt, dass ich das aufgehoben hab. Ich hab das gar nicht gecheckt. Die halbe Map hat sich gefeuert. Bitte. Oh, danke. Danke, Wazel. Alter, es explodieren jetzt noch weiter, was sind das? Ja, ich hab glaube ich gerade die halbe... Das Item ist übel selten. Ja, ich hab das irgendwie hinbekommen. Das sind ein paar Leute aber abgereckt gerade. Hallo, du Süßer. Hallo, Süßer. Kawaii, das hast du ganz toll gemacht. Wie heißt denn deine Stütte? Meine Stütte heißt der Jennifer. Ey, die Map ist ja mal mega. Ich hab nur noch 10 Leute übrig. Hallo, von diesem Matze, hau mal Matze. Oh, nee! Ja, komm. Komm, haben wir Matze. Sind wir Anti-Mates? Ja, warte, ich hol Matze. Nein! Oh, nein, ich hab dich. Late. Ich wollte gerade helfen. Ich hol Matze. Alles gut, Freddy. Tut mir leid, du warst im Weg, Freddy. Ich wollte jetzt nicht teamen, ja. Weißt du? Ja. Nee, weil ich Matze holen wollte. Es ging jetzt um Matze. Ja, ich merke mir das. Schau, Patrick Barth, das ist nämlich ein Abonnent von mir, den würde ich mir gerne holen da hinten. Ja, komm, lass mich mal abonniert. Ah, da guck mal, da hinten ist doch der Christian Steifen. Das ist mein Mod, kannst du holen. Ah, das, schau mal, wer da ist. Yushao. Oh mein Gott! Hau ab! Hey Nico, du wolltest mich fokussen, du Fokus. Oh ne, flieg runter, ja, er fliegt! Ey Bruder, das ist unfair, was du machst, gell? Oder Muffin Man. Das ist der einzige Nachteil meiner Welt, das ist nämlich richtig widerlich. Nicht, nee, ja. Mir ist das so egal, ich hol mir dich jetzt. Wazel, er will deinen Arsch. Wazel, das war's Arsch, jetzt mit dir. Also nach dem Boost, den du da gerade abgezwiebelt hast. Schau mal, wie ich verarschen wollte. Guck dir das an. Oh mein Gott. Wir haben einen Logenplatz, siehst du das? Das ist Österreich, das sind sicher. Aber warte, das ist gar mal so schlechte Idee, mit dem Ding zu spielen. Das ist noch 45 Sekunden und 5 Leute, ne? Ja. Andel, lebst du noch? Ja, nein. Warte, die stehen beide links. Oh, ich hab noch 4 Spieler, Alter. Alle beide links. Nein. Schau, Freddy. Ah, tatsächlich, da ist er wirklich links. Blödes Stück Scheiße. Andel, schau, wie Alex ihn rüberschiebt. Schau. Wegen Alex hab ich gerade Andel bekommen. Ich muss mich kurz opfern. Oh nein. Oh mein Gott, bitte lass mich vorher, bitte lass mich dahin. Und ihr beide nennt euch Freunde, ne? Der eine verrät mich und der andere blockiert mich. Ich, ohne Witz, Alter, ich hoffe, euch geht heute die Kamera. Ihr seid echt die Allerbesten, danke. Wir machen es einfach wie es Kartell. Einfach besser drücken. Nein! Der hat mich noch erwischt! Ja, ich hab noch 2 Leute übrig. Ohne Witz, oh nein, ich krieg das nicht mehr hin. Pizzeria machen. Nee, das war's. Wir haben 2 Leute übrig. Ohne Witz, ich hoffe, euch geht die Zahnpasta aus. Das ist am Ende noch, vor allem wieder der Alz reingeschoben. Andel, weißt du, was noch widerlicher ist? Ich hoffe, deine Zahnbürste fusselt. Ja, wenn es drauf ankommt, wird aus Freundschaft einfach nichts mehr. Ich hoffe einfach, eure Zahnbürsten sind ins Klo gefallen und sie wurden wieder reingesteckt und keiner hat was gesagt. Ich hab nicht meine Zahnbürste, ich putze mir keine Zähne. Echt nicht? Nein, ich hab nämlich künstliche Zähne. Echt jetzt? Nein. Oh. Andel, möchtest du als nächstes? Ja. Tschüss, Andel. Die Waffe gezogen hat im Auto, ganz matt. Ah, ist das schön. Aber lieber Chat, der Modus macht schon Spaß, ne?
Warum haben wir jetzt nicht drei Modi hintereinander gehabt? Das verstehe ich gerade nicht. Ja, weil, dann, weil wir alle einmal wollen. Achso, ihr wollt alle mal. Kann ich jetzt einstellen, wer will. Lass mich mal tanken. Ja, ich mach. Achso, ihr wollt alle mal. Andi will auch mal tanken. Aber ich die Map war ehrenlos, ne? Die war richtig ehrenlos. Ich hasse die Map. Der graue Tank, Alter. Ich hasse die Map. Aber dieses Item, Alter, ich hab mich so erschrocken, Alter. Ja, das ist übel selten, das Item. Das Item ist übel selten. Ich weiß auch nicht, ich hab gar nicht gecheckt, dass sie es aufgesammelt haben. Warum war das da? Ich denke so ein Rhino-Voll-Upgrade. Alex, ich glaube, wir müssen jetzt flüchten vor Ande. Wieso? Ich verstehe gar nicht, warum. Nee, ich hol mir euch am Weg, Alter. Ihr seid so eine Nebensache, so eine schöne. Wir sind doch Freunde, hallo? Wisst ihr, was ich schon mal geschafft habe? Ich habe es schon mal geschafft. Ja. Hier hinter uns ist doch dieses Zeppelin, ne? Ich habe einen so rausgepetzt, da ist Zeppelin. Das Kart gegen das Zeppelin und das Zeppelin ist runtergeflogen. Das Zeppelin. Das ist der Zeppelin. Der Zeppelin. Ja, ist der Zeppelin? Ist, ja, natürlich der Zeppelin. Das Zeppelin gegen das Zeppelin. Ja, das Luftschiff würde gehen. Ich bleib einfach hier drinnen bei dir, Andel. Ich komm einfach bei dir mit. Kuss geht raus. Nee, aber Andel wird das nie machen bei uns. Nö, also, würde ich nicht. Nee. Er ist lieber, ne? Er ist ja, safe. Da habe ich schon ganz andere Feinde hier. Ey, Kotzkatze, geh weg. Ich geh mal auf die Gewinner. So. Auf die Gewinner. Sag mal, Andel, gehst du immer auf deine Mods? Naja, der hat letzte Runde gewonnen, deswegen. Es war einfach nur fair. Ah, okay. Damit er wieder rumschreit. Oh nein. Das habe ich natürlich gewollt. Das wollte ich natürlich. Ich habe auch vieles gewollt und vieles gesehen, aber ich habe mich nicht beschwert. Ich hab's gewollt. Oh mein Gott, Marco! Ich bin hängen geblieben! Ich konnte nicht mehr fahren! Nein! Martin und Berger, du Stück Scheiße, was machst du denn? Das sind deine Mods, Kurt. Das sind deine Mods. Was soll das? Das sind deine Mods. Warum hat er mich rausgekickt? Schau jetzt, schau. Das hast du verdient, Alter. Hey, guck mal, Martin und Berger gekillt und danach du nicht. Alter, ist das fies. Der hat mich rausgekickt. Ich bin nur schnell gefahren, auf einmal kickt er mich raus. Der Giga Alex, der biegt. Oder war das ein klarer Martin Berger? Oh, der Freddy, Freddy. Oh mein Gott, der fährt da über raus. Das hat er versucht. Raus. Vorrecht. Guck dir die Scheiße an. Oh mein Gott, ey. Matze. Wer war denn damit so abgefuckt? Alex, wer hat uns damit so abgefuckt? Wer war denn das? Wer hat das so extrem hardcore abgefuckt? Was? Solades war das. Solades war das. Mein Mod. Oh, was mein Gott, Alter, schau mal. Me right round, baby. Er macht einfach Breakdance. Er macht einfach Breakdance. Da sitzt er sich hin. Okay, noch eine Runde, noch eine Runde. Eine Runde geht nach. Dabei. Der hat sich vorhin selber ausgeschaltet, der war ziemlich lustig. Ich habe jetzt wieder von selber hoch, Sonny. Oh mein Gott! Ander, kleiner Tipp, ne? Wenn du mit der Maus hoch und runter guckst, dann geht dein Rohr auch höher und hoch und runter, ne? Ja, ist wie bei mir in Real Life, passiert nämlich auch öfters mal. Ich hab gehört, wenn Frau Brot ein Zelt aufstellt. Oh, stellt sich das Zelt auf. Ein Stelz stellt sie auf, genau, ein Zelt. Ach, da ist ja noch jemand, den ich auch haben will. Schau mit dem Rohr. Schau, tschüss. So, was haben wir hier für Familientreffen? Kurt, by the way, ne? Ja. Yeah. Lebst du noch oder bist du tot? Ne, ich bin tot. Tot. Können wir den No-Clip auf 3.0 haben, wo du auch nach rechts und links fliegen kannst? Welchen No-Clip? Ist das möglich? Das ist übel geil. Du kannst in dem No-Clip auch nach rechts und links fliegen. Ach, ja, das Ding ist halt, das ist eine Cinematic-Cam, glaube ich. Aber ja, können wir machen. Der ist halt, du kannst halt in dem No-Clip auch zoomen und so, das ist halt übel geil. Das ist halt wie die im Editor. So boah, stimmt, ja, können wir machen, ist kein Problem eigentlich. Übel geil, oder? Ich finde den viel besser mit Q und E. Aber es ist, gerade der No-Clip ist so Cinematic-Mode. Mach ihn weg. So, mal gucken. Oh mein Gott, der hat nur das Dach verloren. Das Ding ist halt bloß, da kann er nicht durch Wände fliegen. Ich weiß nicht, ob das dann Bock auf das nicht einstellbar ist. Das ist, weil es ein Cinematic-Mode ist. Das ist kein richtiges No-Clippen eben, das ist das Problem. Wie ging denn das gerade bei Marcel? Weil der nimmt sich aus dem wie aus dem Kinomodus nimmt er sich das so ein bisschen. GG. Oder wie sagt man, ja, als Cinematic Cam. Wenn du die aktivierst, kannst du das machen, aber es ist halt nicht wie No-Clip, dass du durch Sachen durchkannst. Aber wir können mal schauen, ob ich das hinkriege. Aber wäre halt schon cool, ne? Weil cool, du kannst halt rechts, links reinzoomen und so mehr verfolgen, wenn du so reinzoomst. Ich hab GG-Nuss vergessen, ey. Ist noch Stoffe mit dem Rohr. kann man machen, wenn man. Ich hab drei Runden eingestellt. Ich glaube, ich habe drei Runden. Ja, aber lass mal den wie Black. Nein, ich habe nicht geschrien. Natürlich. Ich wollte auch mal Tank sein. Okay? Ja, ich will auch noch Tank sein. Ja, aber lass mal den mal spielen. Jetzt freut er sich gerade. Wir mal gucken, wie der so ist. Freut er sich gerade.
Ready, guck mal, hier ist Karl Heinz. Kurt, guck mal, hier ist Karl Heinz. Wo ist Karl Heinz, Alter? Guck hier vor mir. So, so ein bisschen. Ah, ja, ein bisschen, oh mein ja. Gott, das ist echt traurig. Wer ist ich denk da immer an Heideltraut, wenn ich den, die Maske sehe. Digga, Ozan hat einen Tank gerade rausgekickt. Echt, hat er? Wie heißt der YouTuber nochmal, der Heideltraut heißt? Er ist einfach Chuck Norris. Lieber Chat, wer war denn das nochmal mit Heideltraut? Das war, ja, fahr mich drüber, ja. Wahrscheinlich gesmashed, voll auf mich zugefahren. Konnte nichts machen. Mann, ich wusste mal, ich... Der war ein Heideltraut, der streamt noch immer auf Twitch, ja, ne? Ich weiß, ich weiß. Der hat auch viel GTA und so gemacht. Ja, viel GTA gemacht, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, Mann. Auch schon ich weiß nicht, du meinst halt auch diese Maske mit diesen Engelslocken da. Genau, genau, also die Maske habe ich dann auch. Ja, ich weiß auch gerade nicht, wie er heißt. Oh, wie er wegfliegt! Aber Dennis. Der hat auch einmal, der hat auch einmal einen BMW. Von dem weiß ich, der war so einer der ersten YouTuber, der nicht. Der hat sich einen M4 gekauft. Ja, genau. Und da war er so stolz drauf, weil er den auch wirklich gekauft hat, irgendwie so. Genau, ja. Paar. Weil alle anderen haben immer VIP-Leasing gehabt und er war der erste. Schon Malle auf Matze. Dennis, Alter. Ja. Matze, was soll das? Alle auf Matze. Alle auf Matze. Mafuyu hieß er, genau, Mafuyu. So hieß er früher. Mafuyu, ja, so Angriff. Hieß er. Angriff auf Matze. Matze. Jetzt gibt's keinen, jetzt. Das war's jetzt. Und dann möchte ich noch hier für dich. Das war der Kanal, ich meinte. Aber Dennis heißt er, ja. Komm, Erik, mach. Auch schon lange her, Alter. Ey, wie Black, fahr vorne rechts die Plattform einfach an. Du wirst auf jeden Fall jemanden erwischen. Alle auf Matze. Ja! Nein! Oh, natürlich, der Panzer. Ja, ja, sag ich doch, wie Black. Holt euch alle! Ja, holt sie alle! Und Matze. Matze war wichtig. Komm, hol dir Martin Berger. So wie der. So wie Matze schwitzt, Alter. Ja. Er hat anders verdient. Warum? Weil du mich gerammt hast. Wie Black, bitte mal auf Lace gehen. Lace ist ganz wichtig. Wieso ist Agenda noch? Der ist doch am Anfang runtergeflogen. Nee, das war beim anderen Game. Achso, das war... Er hat im Shop Revive geholt. Er hat 50 Euro bezahlt. Wurde auf mich mad stark. Nee, Martin Berg, ich bin ja dir reingefahren. Alles gut, ich troll nur ein bisschen rum. Ja, echt jetzt? Nee, ich bin ihm vor die Schnauze gefahren und er ist irgendwie abgebogen. Deshalb hat er mich runtergekickt. Ich finde das immer so geil, wenn die Leute mit dem Dach, mit dem Rohr, wenn sie runterkickt, wie so Baseball. Ich find's lustig, dass die Leute nicht checken, dass ihr ohne Dach machen könnt, ne? Wie kannst du das auswählen? Ja, warte, ich sag's. Ich sag. Ist lustig, dass ich weiß. Warum? Es gibt einfach nur ein Kart ohne Dach. Wenn du switcht, es gibt ein Kart, ein altes und ein neues. Und beim alten geht das Dach ab und du musst immer switchen, bis es irgendwann ab ist. Zwischen den zwei. Ja, genau. Ich spiele auch immer das eine so ohne Dach. So hab's ich bis jetzt nämlich auch gemacht, aber ich hab gedacht, dass man es wirklich runterbauen kann. Über Buddy meinst du, ne? Vielleicht über Buddy. Nee, dann musst du erst den Mechaniker Werkstatt bauen. Ich konnte es jetzt nicht auswählen, weil ich ja Tank war. Ich habe ja nicht einmal Upgrades drauf. 2 Sekunden. Okay, wollt ihr danach Game beenden, dann neu rein, oder? Ja. Nee. Ich will ja auch nochmal und alles. Ja, er wollte ja auch nochmal. Ja, wollen wir. Aber warte doch mal, vielleicht werden wir das ja jetzt zufälligerweise. Nee, glaub nicht. Weil ich habe ja die Queue bei mir auf hoch gestellt. Ich habe schon wieder Gigi Nuss vergessen, das gibt's doch nicht. Jedes Game, Alter. Ich bin nicht der Tank. Ich bin der Tank. Ich bin der Tank. Oh nee, ich habe jetzt das Dach bekommen. Anders auch das Dach bekommen. Ja, super. Ich habe auch das Dach. Assi. Ich habe auch das Dach, also regelmäßig. Also vielleicht können wir das irgendwie kaputt machen. Nein, Alex, du hast eine Luke. Ich habe eine Luke. Ich habe eine Luke auf dem Kopf, ich bin ein Lukendöner. Heisenberg, was tust du? Heisenberg. Oh mein Gott, Dicker. Alter, hast du Angriff was runtergeschmissen da? Oh mein Gott, ich habe Boost. Was ist mit Kotzikatze los? Hupen. Ping von 300, schreib jetzt erst Gigi Nuss. Mir kommt vor, das Katos, du hast es schneller, gell? Was? Das moderne Kart ist doch schneller, oder? Ja. So, also es kommt aus Beschleunigung, glaube ich, schneller. Du Anti-Mate! Was ist passiert? Was habe ich verpasst? Nee. Oh nee, sorry. Ich hab da gerade wieder runtergekickt, aber ich weiß auch nicht, wie ich das gerade geschafft habe. Oh, Alter. Es hat halt so gelächelt. Ich konnte es nicht verhindern. Ah, Matze. Es hat so gelächelt. Es hat alles. Weißt du, warte, ich muss nochmal zurück, da steht schon wieder einer perfekt. Warte mal. Ich wollte dich gerade mit voller Absicht runterschmeißen, weil du da hinten kämpfst. Ein blödes Stück, du blödes. Huch! Und der nächste kommt, und der nächste kommt! Oh Mann! Jo, Mentor, du! Agenda wollte ich gerade rausbetzen. Freddy! Keine Show! Keine Show!
Kurz hat gerade Freddy rausgekommen. Ja, ja, mach weiter so. Nur weiter so. Oh, war das gerade geil. Ich hab mich stehen, Freddy ist schon bestimmt. Das ist keine Show. Und weg war er. Oh mein Gott, wie still er gerade ist. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, was ist er das hat. Ich oh nee, ich steck fest. Nein. Nein, ich steck fest. Nein, nicht. Oh mein Gott, ist das nicht ernsthaft jetzt. Nein, nein! Ja. Ja. Ey, die hast du irgendwas kaputt gemacht. Oh, das kann ja nicht rauchen. Oh, warte! Wieso hast du denn kein Dach mehr? Ich bin voll. Erstmal eine rauchen. Nee, ich bin voll. Ich muss mir vorstellen, Freddy und ich, wir sind uns einfach gegen Dank gefahren, ne? Ich bin voll rausgekickt gerade. Erstmal eine rauchen. Freddy, Marco, geht's dir gut, hallo? Ist Freddy noch da, hallo? Hat er plötzlich ausgemacht? Oh mein Gott, Marco! Ey, was ist mit dir? Ich stecke im Ohr! Was? Oh nee, ich kann nicht mehr. Ich bleib genauso! Verdammt! Ja. Ist das lustig, Leute. Ist das lustig. Ich bin Matt. Ich merk's. Ich bin Matt. Ich bin Matt. Hab nicht gemerkt? Ich merk's auch ganz entspannt, Bruder. Ich bin Matt. Aber weißt du, wir sind gegeneinander gefahren. Ich hab keine anderen rausgehauen. Ich hab nur zwei Leute rausgehauen. Ach so. Also mein Sinn ist, ich muss auf jeden Fall andere runterhauen. Ja, auf jeden Fall kommt sie durch. Nicht mit deiner blöden Stange, lass mich in Ruhe. Hau die Stange auf den Kopf. Nicht mit deinem Vito. Ja! Alter, wie geil. Du hast mit der Stange gerade kaputt gemacht, du. Ich hab ihn kaputt gemacht, aber trotzdem. Du jetzt auf Patrick. Ich hab keine Zeit mehr. Der arme Patrick. Ach, das war kurz vorm Ziel sogar. Ah! Mann! So, jetzt werde ich Tank sein. Jetzt werde ich, weiß ich sofort, wenn ich fokussen würde. Boah, ist das lustig, ey. Er fängt mit C an und hört mit... Nein, das nicht, du musst dich nicht fokussen, es war ein Unfall bei jetzt werde ich Freddy, wir sind gegeneinander. Weißt du, Freddy ist auf mich zugefahren, ich auf ihn und wir sind aufeinander draufgefahren. Na, Kurt, wir müssen nochmal Freundschaften enden und jetzt ist der Punkt. Freddy, traue Freddy, das war schon, Leuten, das wissen, war schon, die Freundschaft wurde schon fast beendet wegen Held der Steine. Wäre ich gebannt gewesen, hätte einfach Freundschaft beendet, Bruder. Einfach wegen Held der Steine. Das ist aber schon gemeint, was du sagst. Ich hab meine Heldentasse aus Versehen im Spiel. Freundschaft ist falsch schon wichtig, gell? Bei den beiden ist nicht so, bei Geld hört die Freundschaft auf, sondern beim Held hört die Freundschaft auf. Okay, der ist gut. Held und Geld. Nee, Held der Freunde. Hast geschafft. Held der Freunde ist das. Aus Frankfurt am Main, im Herzen von Europa. Und meine wunderkleinen Liedchen an einem fantastischen Tag. Und schau mal, was ich mitgebracht habe. Die 43603 aus dem Hause Kobi. So, dann messe ich gleich mal ab. Jetzt ist Freddy Tank. Ich hoffe, du musst pullern, du hast halt genug Zeit dafür. Ja, warum bist du jetzt so assi? Du weißt schon, dass ich das mit Absicht gemacht habe, ne? Natürlich bist du mit Absicht. Nein! Überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Ja, Grüße. Freddy, wenn ich das mit Absicht gemacht hätte, hätte ich das ganz anders gemacht, glaub mir das. Oh, was hättest du denn dann gemacht? Hättest du Panzer gespawnt, hättest du dich umgeschossen. Ich sag mal, haben die das gefixt mit den... Jetzt. Ach schon, die haben das irgendwie gefixt, dass das Ding nicht mehr ohne Dach gibt. Ach so, schau mal, das Stoffel tut da öffentlich aufrufen. Ich hab gehört, auf wen wir's gehen. Was? Stoffel tut öffentlich aufrufen? Ja, der hat gesagt, dass wir alle auf mich runterhauen können. Ich glaube, das war ein Aufruf für sich selber. Also so mal Stoffel runterhauen. Also alle auf Stoffel, oder? Alle auf Stoffel! Ah, Leute, da ist der Stoffel schon. Hau mal einen Stoffel runter. Ja, da ist der Stoffel. Stoffel hört sich an wie so eine Batschen. Einfach auf Stoffel. Ja, genau. Aber das macht der Panzer schon, glaube ich, für uns. Ja, es passt. Naja. Er ist hier gekommen. Entschuldigung. Er ist durchgeglitscht. Entschuldigung, Bruder, das musste sein. Ich will nicht reinfahren. Hansel, ich glaube, du wirst auch gefokust irgendwie. Ja, Alter, was tust du? Der Arme. Okay, warte, wir haben einen Kick. GLB Alex. Warum? Was macht er? Ich hab nichts gemacht. Er fokust das, fuck. Hey, Alter, warum fokust er? Er fokust richtig. Ja, warum? Alter, schau mal, aber der hier auch, der Nico, der will mich rausschmeißen hier. Ich kick ihn. Ja, ohne Witz, Alter, das hättest du gerade sehen müssen. Er hört Alter, auch nicht. Ich hab's gesehen. Ich höre auf, schreibt er, ja? Nicht weg. Schau mal, wie an. Ist André gerade überfahren worden? Nee. Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, ich bin auf dich zugefahren, weil ich gewusst habe, du fährst sowieso auf mich drauf. Ey, Lace, was ist dein Problem? Also, ich hab den alten Martin bei runtergestupst, Drache kommt, ja.
Nee, aber Grüße an Freddy und Kurt. So, ja, weißt du, Amato, du bist so auf den Rand gefahren und deshalb fand ich das so funny, um dich da jetzt runterzustoßen einfach. Dann nutzt er extra einen. Dann nutzt er wirklich einen Boost. Ich hab keinen Boost, nein, hab ich nicht. Ich hatte keinen Boost. Okay. Okay. Ich will okay, den Panzer angucken, wo ist er denn? Stoffel ist schon raus. Ja! Oh, Triple Kill? Nee, ich glaub Stoffel ist noch drin. Nee, nee, der ist. Das sieht gut aus. Nee, Stoffel ist nicht draußen, oder? Natürlich. Doch. Glaubst du? Dann kriegst du ihn nicht auf korrekt. Sieht man ja, das ist voll. Auf voll korrekt. Auf Andel! Och nee. Auf Andel angelehnt. Auf mexikanischen Andel angelehnt. Nee. Komm. Freddy! Freddy, mach den Boost! Mach Freddy, zieh Boost durch! Ach so, okay. Ach so. So nah kommst du Andel kein zweites Mal. Andel biegt rechts ab. Was? Nein. Ich hab mir gerade einen Keks geholt. Ich hab gehört, du biegst jetzt rechts ab vorne. Ich hab null. Nee, warte mal. Warte doch. Na, der Pete, keine Chance. Boah, Alter! Wie ein fokussiert hat, wie schön. Das war so schön, Adel zu sehen, wie er da. Was hab ich dir getan? Wurde. Was hab ich dir getan? Nee, immerhin hat er. Gar nichts gemacht. Schau. Oh, geil. Okay, Lace war grad gut. Wie er weggeflogen ist. Ich muss aber sagen, die andere Map macht auch Spaß, ne? Die, Mann, ihr mit eurer scheiß Pisslaterne hier! Das ist ja ins Met. Also, das war gerade so richtig, wie wenn es so 3 cm in 1 cm reinrutscht. Das schauen wir gleich mal. Will ich im No-Clip runter? Weißt du, was lustig wäre für RLO? Für RLO auch. Guck ihn an mit ihrer Scheißlaterne, die kotzt mich endhart an, Junge! Du hast gerade einen schönen Pole-Dance gemacht, aber. Nee, wirklich runter, wie krass. Over. Freddy, aber der Pole Dance war impressive. Ja. Time! Ich wollte es wie du machen, so den. Ich wollte es wie du machen. Also, jetzt kann ich mal GG Nuss, jetzt habe ich nicht vergessen. Ich kriege 30 RP dafür. Vor allem, du bist schon Max, du kannst die RP nicht mehr gebrauchen. Ich weiß, mach's fürs RP. Ich mach's für die Heldentasse. Fürs Karma. Er ist gefangen im RP. So, ich hoffe, wir wollen auch ohne fliegen. Das sehe ich jetzt auch mal. Oh ja. Krass. Ich habe richtig gegeben, ne? Dogfight ist auch geil. Werbung läuft. Eine Minute, so ein Much. Eine Minute Werbung ist doch so krank einfach. Ich war mal auf Twitch letztes Mal. Oh mein Gott, hätte ich das jetzt gerade und gedacht. Mir wurden bei Just Chatting sehr viele Frauen mit einem großen Poppes angeboten. Und als ich drauf geklickt habe, habe ich dreimal Werbung bekommen. Ich glaube, du warst nicht auf Twitch. Ich war nicht, nee, das Traurige ist, ich war auf Twitch. Das ist ja das Traurige in der Sache. Oh, Kurt, wir sind sogar in einem Team. Aber lächerlich. Wir fliegen Laser alle, ne? Weil Lazy am schnellsten ist. Oder? Fliegen wir alle Laser? Ich flieg immer den Laser. Ja, ich hab aber ja, weil Laser ist gut old classic, denke ich mir halt. Ich fahr immer auf U-Boot. Ich fahr mit meinem Motorrad gerne in. Ich flieg mit der Heldenuntertasse. Ich bin mit das Zeppelin unterwegs. Mit das Zeppelin. Hab ich nicht, hab ich das Blackie, gesagt? Grüße vom Mod-Team. Blackie auf die 1, Sache auf die 0. Das ist sehr nett. Dankeschön, Blackie. Oh, der arme Tacher. Ja, das ist bestimmt schon eins, Matt. Wie wär's mit alle Mods auf die 1, hm? Das wär doch mal schön. Armer Tacher. Muss da jetzt durch. Wer hat denn eine Bambusleitung schon wieder? Der Andel. Das ist der, der mir rausfliegt. Dein OBS ist schon wieder abgestürzt. Mein OBS läuft. Nee, Kurt, der Laser wurde vom Raichu abgelöst. Ja, super. Ja. Das ist, wenn ich meine. Das ist der Raichu. Ja, das andere Ding. Hä? Ich hab gar keine Waffe. Ja, die kommt erst. Das ist, wenn der OBS crasht, sind die Waffen auch. Ah. So, dann spiele ich jetzt auch mal Scheiße, so wie alle anderen. Lenkraketen, oder? Ja, klar. Nee. Irgendwie Lenkraketen spielt nicht so mit Lenkraketen. Geil. Jeder spielt mit Lenkraketen, sag ich dir. Erstes weg vom Fenster. Ich finde keine Leute irgendwie, das ist mir da. Ich sehe aber auch keinen. Tschüss, Matze. Doch, ich hab schon wieder die Lenkraketen an der Hand. Was soll ich sagen, der ist immer nicht staunend. Der Fokus fliegt da schon wieder mit den Lenkraketen, Digga. Ach, gelb.
Wo sind wir hin? Irgendwie sehe ich nur meine eigene. Ja, ich auch. Hä? Ich bin einfach nicht reingeflogen, mein Freund. Ja, aber was habe ich für ein scheiß Flugzeug? Ich muss fahren. Jet, du hast kein Flugzeug. Er fliegt aber mit dem Airbus hier rum. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ey, yo, natürlich. Ah. Also ich muss sagen, ich war hinter dem. Ich krieg den Lenkraketenrieder nicht hin. Sag mal, ist das... Ja, ist ein Spaß, ne? Also meine Lenkraketen wollen heute nicht. Ich glaube, ich bin Lenkraketen. Kleiner Tipp, schieß nicht mit Lenkraketen in den Modus. Ich muss abschießen. Mit Lenkraketen. Also mit Lenkraketen. Hoch in dem Modus. Ich merk's gerade, ich habe einmal einen bekommen mit Lenkrakete letztes Mal. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt die wollen nicht connecten. Was ist denn jetzt mit dir? Wieso lockt die denn nicht, die Lenkrakete? Was ist denn mit dir? Ja, die lockt schon, aber sie will halt nicht. Die lockt schon, aber sie will ja. Denn sie will ja. Hauptsache bei mir gehen die Lenkraketen direkt sicher gleich rein. Matze, Alter, und Matze spielt. Ah, und ich kann sie sofort eine Lenkrakete rein. Keine Ahnung, warum bei mir funktioniert das halt einfach nicht. Ja, schau mal, bei mir haut die rein, die Lenkrakete. Auge juckt. Atomized. Vielleicht soll ich wirklich einfach die ungelenkten Raketen probieren. Es hat mich wieder jemand gefahren. Die habe ich noch nicht probiert. Aber er ist schon assi, ne? Weißt du, du schießt und schießt. Team aber Game das Ding spielt trifft dann nur Lenkraketen. Ja, aber selbst wenn an die Lenkraketen sind wirklich muckelig. Ich flieg zum Hauptplatz hin. Und schon wieder eine Lenkrakete am Arsch. Ey, warum geht der Agenda auf mich, Alter? Hä? Zwei Lenkraketen, habt ihr das gesehen? Also wirklich. Absturz. Oder auch nicht? Ey, what the hell? Mit Lenkraketen. Ich hab das gerade hinbekommen. Man sollte die Lenkraketen verbieten können. Also kann ich denn jetzt keine Waffe auswählen? Was ist denn? Ich kann einfach nichts auswählen, das kotzt mich an. Kann man den Game-Modus beenden? Als ob ich den Fehl nicht mal dafür kriege. Mich da jetzt erwischt. Oh wei. Ins Hochhaus. Ja doch, mit Lenkraketen habe ich gerade irgendwen getroffen, obwohl ich irgendwas gerade schieße. Ich habe gerade irgendwo hingeschossen mit einem komplett kaputten Flugzeug und hab trotzdem mehr Kills gemacht als davor, das ist echt traurig. Danke. Man muss einfach irgendwo hinschießen, man soll gar nicht hinterher fliegen, Leute. Das ist einfach irgendwo reinschießen. Einmal die Menge. Was mach ich denn hier? Ihr leckt schon wieder der Game-Modus, Alter. Oh nein. Hoch nimmer. Oh Gott sei Dank, ach, wie so zwei Runden. Schau, jetzt sogar zugeben, war voll fokussiert, schau. Bann. Das ist ja voll der Scheiß, Alter. Der Modus laggt bei mir irgendwie, darf ich. Bei mir gar nicht. Aber das Fliegen pisst mich ab in Dings. Ich finde in GTA das Fliegen übelst uncool. Tut ihr auch mit linker Maustaste gedrückt fliegen? Nee, ich flieg mit Pfeiltaste. Mit Nummer. Ja, aber warte, wie schießt du dann? Mit welcher Taste? Leertaste. Oh geil, das wusste ich gar nicht. Super. Danke, jetzt weiß ich, wie man so fliegen kann. Bitte. Alles ja viel angenehmer, Bruder. Und ich, weißt du, ich tue es mir an und kack da rum mit meiner Maus, Alter. Wie so ein Vollhorst. Wie ein Vollhorst habe ich vorhin gespielt. Bin erwischt. Das macht es mir natürlich viel einfacher jetzt zu fliegen, Alter. Natürlich, Alter. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass man auf Leertaste schießen kann. Weißt du, das Spiel geht ja auch seit meiner Kindheit an. Ich habe immer mit Maus gespielt. Nee. Also fliegen tue ich immer mit auch Helikopter. Und wahrscheinlich so. Die Schweizer spielen alle mit dem Controller. Ja, natürlich bin ich. Ich könnte auch, aber ich will nicht. Ich hoffe euch fällt der Controller zusammen, Alter. Ach komm, und schon wieder die Lenkraketen. Könnt ihr diese scheiß Lenkraketen nicht weglassen, Alter? Ja, Kurt. Die fuckt so ab. Was auch scheiße ist, wenn der Chat so im Arsch ist, dass du nicht mehr lenken kannst, aber fliegen kannst. Ich hab einen Multikill gemacht. Und wie schon wieder eine Lenkrakete auf mich geht, Alter. Ach kommt, Jungs. Wie kostet das Zeug?
Also, ich häng fest. Also ist das ja voll easy zu fliegen, Jungs. Warum habe ich das nie gewusst, ey? Ich mach das gerade übelst zäh. Dankeschön, das macht ein Adventskalender. Nee, das ist für mich gerade die Weihnachten so. Die Weihnachten und Geburtstag zusammen, Alter. Du spielst schon so lange GTA. Ich weiß und ich wusste das nicht. Tschüss, Marco. Ich mach mich mit Lenkrad. Ja, ich spiele. Fliegst du Heli auf R2? Tust du das auch mit Mausrad? Mit Maustaste? Ja. Wie immer. Ich flieg da immer, deswegen sag ich doch mal, ich kann jetzt nicht reden. Wobei, ich weiß schon, dass ich mit Panampad kann, aber mit dem Schießen nicht. Und deshalb, wenn ich immer geschossen habe oder irgendwas, bin ich halt immer mit Maus geflogen. Alter, fall doch, stirb doch jetzt! Ich krieg den Kill nicht, er wollte. Wie kann ich denn wieder umsteigen? So, hab ich meine Rache. Ey Leute, das ist. Alter, ich hab grad richtig die Killstreak hier. So, Team Blau einfach 21. Anders war doch bei uns, weil wir eine Runde hatten, unser Team 21 Kills hatte, ne? Ja. Zu Infosystem. Ah. Marco. Hast du das extra mit mich gegangen oder was? Nee, ich bin. Allgemein rein. Rein. Ah, ich hab ihn noch bekommen. Ah, und runter. Danke, Matze. Alter, macht das Spaß, wenn man so fliegen kann, Leute. Einfach so ein Spiel für sich entdeckt. Nee, wirklich. Seitdem mache ich mal Kills, weißt du? Ich fühle mich wie so ein Stück Scheiße sonst. I'm sorry on meinen Mate. Sorry, not sorry. Ach, der blaue hinter mir tut mit der Lenkraketen spitzen. Ah, oder sorry, not sorry. Und die Lenkrakete wieder. Es ist zum Kotzen. Kecko, ich hoffe, du kackst dir eine. Ich hoffe, du kackst dir eine. Oh nee. Und das im Urlaub und das ist kein Schlipper dabei, weil du mit 3 Meter Stunden mit dem Bus unterwegs bist. Das ist kein Schlipper dabei, ey. Aber so kann man ja auch viel einfacher mit Kanone schießen, ne? Fällt mir gerade ein. Togo hat nicht geklappt. Togo hat nicht. Ja, das ist aber was für die Skiller unter euch. Matze. Kinder? Für die Kinder unter euch. Gott sei Dank ist der Dreck vorbei. Ich hab Spaß gehabt jetzt. Nee, ich muss erstmal schauen, ob ich die Lenkraketen nächstes Mal ausstecken kann, wenn wir nochmal spielen. Nee, macht echt Spaß. Wir spielen jetzt nicht nochmal. Nee, jetzt nicht, aber ich meine einfach die Lenkerketten. Ich hab 10 Kills gemacht, Alter. 10. Ich hab 12. Ich hab 9. Ich weiß nicht, wie viel gemacht hat. Nicht aufgepasst. Aber ich hab ja zu Lenkerketten gespielt, ehrlich gesagt. Also. Ich bin mit 12, ich hab die meisten Kills. Ich hab 4 und ich hab keine einzige Lenkerkette. Ach, Lenkerkette ist aber Schmutz. Schmutz. Ich hab 180 Bits. Ach, Quatsch, 180 Bits. Aber der Modus ist geil. Die Lenkerkette können sich alle in den Arsch schieben. Ja. Ja. Komplett random Auto erschossen. Ich hoffe, euch, die was Lenkraketen verwenden, ich hoffe, euch. Ich schau jetzt mal, ist denn dieser Modus, Andel, den wir letztes Mal gespielt haben, den mit dem, wo du hochrennen musst, der ist nicht mehr drin. Warum machst du nicht wieder Aufnahmen? Das musst du mir dann zeigen, und ich hab dich dann gefragt, wie der heißt, und du hast gesagt, ja. So und so hab ich's, genau. Und dann hab ich den, der ist nicht mehr drin. Was ist das? Capture the flag, color dash, deadline. Deadline, aber wollen wir mal Deadline? Soll ich mal Deadline eine Runde? Was ist Deadline? So ein bisschen wie Snake, fast kannst du dir vorstellen. Das ist das mit dem Motorrad, wo du dich kreuzt. Ich mach nur ein Match. Probieren wir es mal. Ich hab Kiefersperre. Gut, kennst du dich nicht, wo du so einen Leuchtstreifen hinterher ziehst und du kannst mit einem feindlichen Leuchtstreifen die anderen killen? Ja, genau. So ist das. Aber ich hab's halt noch nie gespielt im Spiel. Das ist halt. Probieren wir es mal. Ist mal was Neues. Stirbt man eigentlich auch durch die eigenen Leuchten? Ja. Kann man da Nein, durch die eigenen nicht. Ja, da kannst du nicht machen. Aber durch die in sowas bin ich so schlecht. In so einem Modus. Ich bin jetzt schon tot. Ich wusste nicht, dass du da wieder runterfallen kannst. Ah, schau, der Kevin. Der Kevin will einen Button haben. Ich verstehe nur gerade nicht, wie. Ich verstehe nur gerade nicht. Die Leute müssen durch deinen Streifen fahren. Eddie. Ach so, jetzt. Du bist schon down, ne? Kannst du den Kevin permanent fahren? Danke. Ich bin dabei. Ach, danke. Du kannst respawnen. Tschüss, Kevin. Hast du ihn gebannt? Ja. Was hat Kevin gemacht? Noch nicht sein. Ach, dann schreibst du. Was hat er denn geschrieben? Kannst du ja an T drücken und ablesen. Ja. Ich möchte es nicht sagen, weil es einfach dumm ist. Ach so. Da, Freddy! Oha, ich hab einen Bart-Rekord. Ab sofort bann ich jeden, der sagt, Freddy keine Show, so ein Ding ist. Freddy, keine Show? Wäre ich jetzt gebannt? Ach.
Ich verstehe noch immer nicht, wie ich jemanden killen kann. Er muss durch meinen Slip durch, oder? Ich brauche deinen Streifen hinten fahren. Ja, aber das macht doch keinen Sinn, weil ich komme doch nicht vor seine Fresse irgendwie. Doch. Oh mein Gott, das ist so nervig. Also ich finde das irgendwie... Ich weiß nicht, der Streifen könnte länger sein, finde ich. Das meine ich. Der Streifen ist etwas kurz gehalten. Je schneller du bist, desto länger ist er. Ach so. Ich muss das jetzt auch was. Danke. Nein, Patrick, du Sau! Patrick, Junge! Ach so, man spawnt wieder. Ja, ja, du spawnst. Ja. Ach so, weil ich nur nicht schlafen. Und mal Patrick, hast du, und rechts hast du den Killfeed. Ja, nicht Killfeed, Killer. Ah, jetzt habe ich mal. Ich denk mal, wie kann Patrick, den habe ich doch schon. Ich bin voll in Alex seinen Streifen gefahren. Super. Und alle und Kurtus der Andels auf Andels auf der Karte. Alter. Ey, Patrick holt mich schon wieder. Kurtus, ihr habt ja alle Items auf der Map. Ja, aber Items würde ich jetzt nicht fokussen. Die sind schmutzig, die Items. Na doch, du hast das Speed Boost und so dabei. Ach man, ich habe keinen Bock mehr. Also der Spielmodus finde ich ein bisschen so. Ich wollte dir nur mal zeigen, du kannst es ja noch nicht. Nee, weil die Line hinten irgendwie keinen Sinn macht. Die ist viel zu kurz trotzdem. Ja. Die sollte viel länger sein. Ja, bei 32 Leuten, wenn die Line einen halben... Ja, ist doch lustig. Oder ich dachte, weißt du, was ich gedacht habe, dass man so sein Gebiet einnimmt und dann das so grün wird oder so, weißt du? So dachte ich mir, dass ja, du das nee. So ausschneidest. Okay. Jetzt hast du es aber auch mal gespielt. So ist es in GTA Online, dass du da sauf lang hinten nachziehst. Mhm. So, jetzt schaue ich nochmal nach dem Mode. Ich glaube, der ist rausgenommen worden. Kann ich mir nicht erklären. Ich bin andere mal, wo du da hoch musst, wie bei Pummel Party. Ich bin in einem Clan da, Alter. Was? War uncool von dir. Oh, der Stoffel. Ganz uncool, dann müssen wir mal kurz. Ich bin so ein Vollidiot. Andel, das Spiel gibt's die ganze Zeit. Ich hab auf dem Bild das so. Geh mal, Andel, du guckst mal jetzt bitte. Geh mal auf M und Game Mode, also Host und Game Mode, ne? Ja. Geh mal auf Avalanche, das erste Spiel. Guck mal, auf den ersten Blick denkst du doch nicht, dass das der Modus ist, oder? Auf dem allerersten Blick. Es gibt nämlich so einen Modus, da hast du auch dieses Teil da rumstehen. Wäre ich nie drauf gekommen. Ist denn der cool? Ich hab's übersehen. Ist denn der? Oh, das Spiel ist das okay. Ja, ich wusste, ich hab's nicht gesehen. Was ist das für ein Modus? Zeigen wir dir jetzt. Brücke hoch. Also du musst so Objekten ausweichen und dann als erstes beim Hochfahren. Ah, das ist geil. Bergen. Ja, weiß ja. Schon. Oh, nice. Das ist so ein Abfuck. Da bin ich welches dabei. Auto nehmen wir da? Nimm den ersten Bandito. Der ist gut. Ja. Nimm den mit die zwei Mannschaller drin hast. Mehr Gewicht. Alles klar. Andel, fährst du bei mir mit? Ich fahr bei dir mit. Ich sollte die Strecke ansagen. Ja, perfekt. Alter, da bin ich letztens so ausgerastet. Alter. Ich auch. Ich wurde so gefuckt von den Autos. Da gibt's Leute, die haben so Luck. Und dann gibt's Leute, die haben einfach nur Pech. Ich wurde so gefokust von den Autos, Alter. Ja, die Autos fokussen einfach. Erstmal einen durchziehen. Oh, ich hasse es jetzt. Ja. Aber warum nennen sie es Avalanche und ich climb the hill mit seinem Stand, so weißt du? Oh, da gehen aber die Frames runter. Gesteuerte Fahrzeuge oder was? Ey, da gehen ja die Frames richtig runter bei mir, ne? Bei mir gar nicht. Oh, nee. Da sind so viele Explosionen. Ey, wirklich, ja, Bruder? Ich hasse. Ey, das ist so. Oh, doch, du hast recht, die Frames gehen übel runter. Ich hab 54 FPS, ja, weil die ganzen Autos runterfliegen, das braucht ja Leistung. Die Leistung! Ey, das kann nicht sein! Nein, ich war in der Mitte, Alter, ich war schon fast oben. Und dadurch, dass die Frames runtergehen, Alter, Andel und ich, wir sind letztes Mal ganz oben gestorben, direkt vorm Ende. Das ist aber im Auto? Alter, ist das assi! Das ist ja voll der assige Spielmodus, Bruder. Ja, das ist so ein Abfuck, Alter. Also meine Kollegen, ey. Auf mein inneres G. Ey, das kann nicht sein, ey. Wahrscheinlich ja, Jesse Pinkman ist Wolfgang. Nein. Brauchst du einmal hoch, das sind wirklich schon einige oben, das gibt's doch nicht. Ja, deswegen sag ich ja, da gibt's so Lacker. Der Bruder, das ist das Game. Lass mich raten, Duco und Jesse Pinkman. Andel, zieh durch, wir schaffen's. Ich bin hinter dir. Komm. Ich bin auch hinter dir, Freddy. Oh mein Gott. Andel, ich bin hier. Nein! Ich krieg kurz vom Ziel ein Auto in die Fresse, aber da kannst ich du auch nichts machen. Ja, ich schaff's! Oh mein Gott! Ich bin drin! Oh mein Gott, ich bin drin! Oh nee. Ich bin drin! Das brauchst hat man da irgendwo einen Boost oder sowas? Wenn du am Ende so ein Pech hast, ne, und du da reinkommst,
Ah, da ist der Kurt. Mal schauen, was er treibt. Bin fast oben, Alter. Oh mein Nein, Gott, ich war fast oben und mir kommt ein Auto entgegen. Wie assi ist das? Ich war schon von den Autos gefokust. Ich war fast oben, Alter. Ich war kurz vor Ziel. Das ist so, assi. Spectaten wir mal. Ich glaube, ich schaff's. Ja, du hast, bist durch, Andel. Andel, wie hast du dich gehalten? Links, rechts, mittig? Mittig halt ist schon ganz cool so, die, aber dann ab hier wird's dann problematisch, glaube ich. Ab hier vielleicht mal. Jetzt, Freddy! Oh, Alter! Freddy wurde es knapp! Ja, ich hab's geschafft! Freddy ist durch. Kurt. Mir wird jetzt ein Auto auf die Fresse hauen. Auch durch. Oh, ich bin durch. Endlich, Bruder. Alter. Pass auf, Alter, ich bin im Modus gleich nochmal. Zu Fuß. Zu Fuß, ja, natürlich. Das ist aber lustiger, sicher. Zu Fuß. Aber die Autos sind so schnell unten, das stört mich ein bisschen. Weil, wenn du oben bist, ist echt problematisch. Ja, was soll denn eine Challenge dabei sein? Wenn du zu langsam bist, dann kannst du ja mal easy ausweichen. Ja, nee, aber. Ja, man müsste so unterschiedliche Autos, also Panzer mal, man müsste so unterschiedliche Autos runterhauen. Ja, oder einfach einen Bus quer. Auf GTA Online, glaube ich, fallen halt Props und so alles runter. Kriegst gefühlt den ganzen Müll raus. Und vor allem die Autos sollen halt nicht so von oben vom Himmel fallen, sondern vielleicht von oben von so einem Spawner wirklich raus. Ist ja eigentlich uns vier auch mal uns vier eine Pummelparty mal sehr? Hä, was für eine Party? Also mir. Eine Pummelparty? Oh nee. Könnte ich jetzt mal so abkotzen. Das ist das Pummelparty ist kein ganz, Spiel für ganz mich. Ganz böses Pflaster. Ey, weißt du, warum ich Pummelparty nicht mag? Weil du immer so lange warten musst, bis die Leute auf dem Spielbrett endlich mal weiterkommen. Ja, deswegen, ich habe ja gesagt, zu viert. Oder zu fünft, das ist ja hinter der Luft. Musst du trotzdem warten. Ja, mir gehen immer diese Wartezeiten spielen auf den Keks. Geil wäre, wenn alle einen Switch hätten, Mario Party. Mhm. Ja, aber bei Mario Party ist dasselbe, du musst auch immer warten, bis er am Brett fertig ist. LOL, habt ihr alle, wir können auch mal alle zusammen Mario Kart spielen oder so. Ich hab auch einen Button. Ich hab keine Switch leider. Ich hab auch keine Switch. Wolltest du eine Switch holen, Andel? Hm? Du wolltest dir doch eine holen, oder? Ja, hab ich dann irgendwie doch lassen. Müssen wir irgendwann echt mal machen, also mach vielleicht. Eine Switch gehört in den allgemeinen Haushalt, finde ich. Also, weil ich, aber ich möchte mal nur eine Elgato noch holen. Eine Capture Card. Ach, stimmt, da muss man über Elgato dann reingehen. Oder über die Avamedia. Ich lese euch schnell vor. Raycoon, Hexe und meine Freundin hat sich nach 2 Jahren von mir getrennt und was mit meinen anderen angefangen. Du lenkst mich echt von dem Schmerz ab. Danke dir, bleib wie du bist. Oh. Rico, immer kommt die richtige. Tut mir leid für dich. Findest irgendwann den richtigen Deckel für dein Töpfchen. Danke. Nee, der arme Bre wurde verlassen. Oh, das nicht. Nein. Oh mein Gott, schau wie man rennt oder wie so ein Opfer. Aber wo eine Tür zugeht, geht der andere auch. Ich wurde VDM'd. Das ist der VDM-Spielmodus, macht richtig Spaß. Oh mein Gott, da kommen so viele Autos. Was mach ich denn? Die ist schon wieder mad. Ich bin runtergesprungen, wurde direkt von einem Auto erwischt. Gut, lauf, lauf! Boah, Alter, war das ganz geil. Das war so close. Das war richtig close. Ich bin aber geil. Ich bin hinter dir mit Rottweiler. Oh, pass auf, da kommt ein Auto. Du wurdest so weggepumpt. Aber wir kommen von der Mitte ist am besten zum Rennen. Oh mein Gott, Alex. Ja. Ich schwitze, ich bin nass. Ich hab meine Achsellade nicht gefühlt. Ich dann schweiß hast du deine Achsellade nicht gefühlt? Nein, Achselfötus. Oh mein Gott, komm. Du warst so close. Komm, bitte. Chat. Das ist der Chat, von dem wir mal alle hier reden, ich versteh's nicht. Ja, der Chat mit J-E-T-T. Komm, ja! Clean a run! Clean! Bist du der Erste? Leute! Bist du der Erste? Ich bin Erster! Ja, Mann! Hat er sich verdient endlich mal, dass er irgendwo mal ein Erster sein kann, weißt du? Danke. Nach all den Jahren der Unterdrückung. Nach all den Jahren Unterdrückung. Ich war 2 Meter hinter dir und mir hat ein Auto weggehaut. Weiß ich sehr zu schätzen. Eine Scheiße. Ich habe so einen Querschläger gekriegt, da habe ich nichts machen können, leider. Handel der Querschläger? Ich zieh durch jetzt. Das ist der Run. Bei mir ist auch gerade der Run. Freddy, bist du hinter mir? Nee. Oh, da kurz, mir ist die Zeit vorbei. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab meinen Run schon gehabt. Also, wenn man jetzt Fokus, ein Bruder. Auto bekommt. Alter, ich werde am Spawn getrappt. Nein! Kurt, du wirst weiter. Geil! Ja! TG! Ich bin oben! Ich bin oben! Nein! Ich hab geskillt! Das ist halt wir einfach wirklich spielen. Digga, ich werd gespawn-trapped. Ich wollte auch gerade sagen! Ich land unten, Alter, und bin tot. Ich bin open! Es ist lustig, die ganzen. Guck ich, dass alle zugucken hier.
Und schon wieder gespawnt. Ich hab's jetzt gerade viermal hintereinander gehabt. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass ich keinen Tod hatte. Mal nur von dem Ball. Ich möchte kurz erwähnen, dass das seitlich gehen das Dümmste ist, was du machen kannst. Darf ich das kurz erwähnen? Dieses Dreckspiel spielst du nie wieder. Das ist ein geiles Spiel. Ja, also genau das. Marco, was tut das gerade? Einfach Zweiter geworden, hätten sich das gedacht. Okay, ja. Wieder der Klärschläger. Ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Ja, sieh, ich hab Spaß. Ach das Mann, das Rennen ist doch. Traurig, dass man so lange warten muss auf euch, echt. Oh. Ja, es dauert echt lang, die Bergsteiger. Ja, lang, oder? Bergspiel. Digga, jetzt kommt ja wieder das Spawn. Der Bergsteiger Willi, schau wie er hochgeht, der Martin Berger. Mein Mod. Der Bergsteiger Willi. Ja, der Bergsteiger Willi. Es ist auch so unpredictable. Ach komm, dieses Drecksgame, Alter. Es ist, also ich finde das ganz nice eigentlich. Ich finde auch 20 Sekunden. Lieber Chat, wie findet ihr das Spiel so? Oh, ich land gerade. Ich mache gerade meine Judo-Rolle auf dem Boden zum Landen und werde umgerollt, Alter. Hä, warum bist du nicht Next Level, Kurt? Wie Next Level? Sehe ich gerade im Tab, bin ich auch dafür geworden. Man kann das ausstellen, ne? Achso, Max. Okay. Ja, das kann man ausstellen. Ich habe es aus Versehen ausgestellt. Ah, okay. GG soll ich an vielleicht die wieder einstellen? An die zwei Spieler, die gefinisht haben. GG an euch. Ach, ah, deshalb konnte ich die Felgen nicht auswählen. Ich habe mich schon gefragt, warum kann ich die Felgen nicht auswählen, deshalb. Ja, das wird's sein, ja. Ja, gut. GG-Nuss an Max. Mich? Das war dann lass mich schnell einstellen, dass ich wieder Max-Level habe, bitte. Ja. Maximilians Level. Maximilian Levels on. Jetzt muss ich wieder Max-Level haben. Bestimmt. Kannst du schauen, ob ich mit dem Max-Level bin? Nee, sehen wir nicht. Martin Berger, ein toller Mod. Zu viel moderieren. Ja, Kurt, du bist next. Danke. Aua! Da! Jetzt war's das für Martin Berger. Ich komm zu Martin Berger. Martin Berger. Ach, der ist da runter. Nico, wir waren bis jetzt gut. Wie wäre es? Jetzt kommt Sumo. Wie wäre es, wenn? Wie wäre es, wenn wir uns alle eine Heldentasse holen und uns schön Sumo geben? Können wir bei Sumo nur bitte ohne Namen machen? Ja, das fände ich auch ganz cool. Weil bei Sumo finde ich es okay ohne Namen, muss ich sagen. Sonst bei anderen Spielen ist mir egal. Ja. Aber Sumo ist immer so halt abfuck. Alle in wieso einem Team. Wieso starten wir? Dann müsste ich aber alle zuweisen. Das ist nee, halt alle in ein, nein, alle in einem Team, also nur ein Team. Ja, ist so meinst egal, Free for All? Hä? Nein, Free for All. Alle in einem Team einfach. Will sich versuchen zu schützen. Okay, viel Spaß beim Schützen. Beleben! Wieso hab ich ein Damenrad einfach? Warum hab ich denn ein Damenrad? Ihr habt alle Mountainbikes. Was soll denn das? Weil das Spiel weiß, wer du wirklich bist. Ja, ich hab eine wunderhübsche Dame bist du. Die beste Runde von mir war, wo ich mit dem Fahrrad direkt rauskam. Ja, toll, ich hab schon wieder ein scheiß Auto bekommen, ey. Wo jetzt eigentlich leck mich Spiel. Ein Auto. Ready, wir sind in einem Team, wollen wir zusammen? Hey, ja, wollen wir zusammenbleiben? Ich schwör auf Nein, ich glaub, wir haben ein Motorrad. Hoffentlich kannst du bei mir bleiben. Digga, er haut Kawaii. Du meinst Kawaii? Kawaii? Ey, bitte geh. Ey, aber Names sind nur immer an, Bruder. Ja, du hast es gesagt, wo die Runde schon gestartet war. Wenn du ein Freund von mir bist, Digga, geh auf den Kawaii. Die Runde war schon gestartet, wir sind schon in den Teams. Du sagst, ohne Name wäre cool. War ein bisschen spät. Ja, ist ja trotzdem, na und? Was ist das? Oh, nicht so stark bremsen, Freddy! Ich hab gehört, die Teekanne macht den Tee. Hinter mir. Okay. Ich bin hinter dir. Was? Ja, die ist auch ein Anti. Hier, ihn als nächstes. Alter, ich krieg ja wirklich vorbei. Den absoluten Müll heute. Nein, Alex, ich werd gefickt. Ja, ich komm nicht hinterher, sorry. Was krieg ich hier für einen Müll schon wieder aufgetischt? Ja, lächerlich. Schade, also Leute, eins muss ich euch ehrlich sagen, also so ein Müll, den ich hier gerade bekomme, ist ja wirklich unter aller Sau. Alex, geh auf den. Aber das ist das Brauchbares größte, mal. Das ist der größte. Ja, ja. Das ist das größte Stück Scheiße, hau ihn die raus. Besten Mountainbiker in Deutschlands. Der Jena Stiefel, meine Damen und Herren. Jena Stiefel. Er ist auf Fahrradfahrergang. So Name, der macht das. Was? Er macht das echt fertig. Ja, die gute alte Regina Stiefel. Erstmal aufs Maul fliegen, die Regina. Er ist auf Fahrrad gegangen. Das ist blöde. Ja, kurz, guck, wie er links guckt. Ich seh's doch, wie er links guckt. Ja, das ist blöd. Boah, kurz, erstmal Benzer gegönnt. Erstmal E63 AMG. Junge, komm, flieg! Junge, flieg!
Alex, hau ab. Position, er hat eine bessere Position als ich. Aber ich bin der bessere Fahrradfahrer. Nein! Fahr! Jetzt kommt sein Busenfreund. Ja, ich muss. Oh mein Gott. Das ist sein Busenfreund, bitte. Er haut sich selber raus. Er hat sein eigener Mate. Sein eigener Mate hat ihn hinten die Rosette vergoldet. Sehr schön. Sehr schön, wie ihr miteinander redet. Ist das jetzt die neue Jugendsprache hier, oder? Rosette, nee, Rosette ist Fachsprache. Das Wort des, das Kind, des Jugendwort des Jahres, Wort Heldentasse. Ja, Junge, danke, ne? Danke, du blödes Stück Scheiße. Ich hasse dich. Scheiße, ja. Was hast du verdient? Das war Karma, Alter. Das war so Karma jetzt. Oh Mann, ey. So, jetzt gehen wir mal schauen, ob Matze schon einen Kill hat. Wenn nein, Matze hat schon drei Kills. Ich schau Matze zu. Wie viel hat denn da? Agenda und Matze natürlich. Aber mit dem RLO-Kennzeichen, schön. Matze, ich hab ein RLO-Kennzeichen. Ja. Alter Kawaii, für die Aktion hast du keine Freunde gemacht, das schwör ich dir. Du bist jetzt so langsam, der Matze, ne? Ich würde mir das einsparen, das Nitro an seiner Stelle. Einfach zum Black kommen, wenn er irgendwo steht. Snyak, servus. Und da hättest du aber runterrennen können. Aber was macht Matze, Bruder? Matze! Jetzt fährt der Matze weg. Am Jäger zum Gejagten schon. Jetzt kriegt er einen Titel. Ah, er macht die Taktik. Das Game war so schlecht. Er hat sehr gefährlich. An Matzes Stelle will ich mir jetzt dann Auto holen. Nein, jetzt ist Sudden Death zu spät. 3 gegen 1. 2 gegen. Oh, Agenda ist draußen. Nee, er ist okay. Er lebt. Er lebt. Er ahnt. 3 gegen 1. Er hat geahnt. Guck dir mal die an, die 3 von der Tankstelle. Hier, ja, guck Stefan. Sie dir an. Stefan, zieh an, das gewinnt, du. Wenn Stefan gewinnt, 5 Subs an oh jeden. Oh mein Gott! 5 Subs an jeden? 5 Subs an jeden, hab ich das noch richtig gehört? Nein. Doch, das hab ich gehört. Ich hab's gehört, wenn er gewinnt. Das macht mich mehr. Oh nee, Mats hat ihn rausgehauen. Ey, er war so knapp dran, ne? Ein Glück, es war so. Nein, dann 50 Subs an den Held der Steine wieder. So. 50 Subs? An den Held der Steine. In Frankfurt am Main. Im Herzen von Europa. Mein wunderbaren Kleinädchen. Einen fantastischen Tag. Und schau mal, was ich mitgebracht habe. Den Freddy, hauen wir mal ein Like halt raus. In der Zwischenzeit. Ja! Leute, drückt mal auf den Like-Button. Gibt's einen Hamster-Lego-Set am Verkaufen? Doch kein Like-Button. Das ist wieder wer schlechtes Internet da hinten. Wir hauen einmal auf den, den Follow-Button. Auf den Abo-Button. Wir hauen einmal auf den Abonnieren-Button. Ja. Wir hauen jetzt alle mal auf den Prime-Sub-Button. Ja. Auf den Prime-Sub-Button. Wir sind immer noch im September, Jungs und Mädels. Ja, natürlich einen September. September. Ja, letztes Jahr. Den hat's gegeben. Leute, Prozent gekriegt auf Gifted Subs. Ist ja gefühlt haben wir nicht gestreamt. Ja. Wir haben nicht gestreamt. Und wir machen den 24er im Oktober, wollten wir machen. Ja, so macht man das. Alter, wie werde ich gefokust? Das ist nicht dein Ernst, du. King. Kinga. Oh nein, das ist mein eigener. Ach komm, Alter. Bist du hart gefokust gerade? Ja, ja, fokus mich komplett weg. Ich bin auch gefokust worden. Ich habe ein schönes Auto, ich glaube, das behalte ich jetzt erstmal. Ich hasse diese Name-Tags. Können wir die ausmachen? Ja, ich habe ja gesagt, nächstes Mal mit dem Maus hier bei Sumo. Ja, Sumo machst du sofort mal ohne Name-Tags. Bei Sumo aber ich will auch euch sehen. Ja, ich will es ja eben nicht, dass ich nicht auf Ding drauf gehe. Solaris, danke für dein dicken Pimmel. Ich hab doch gerade auf Mute gedrückt und dann kommst du daher. Nein, ich bin so dumm. Gut, was machst du? Andel. Ich hab Angst gehabt, weil hinter mir jemand war und da bin ich einfach weggefahren. Weg. Das ist wichtig. Super, nein, super. Nein, ich bin so dumm, Alter. Der Markus von der Polizei. Ja, mach natürlich. Das weg. Einmal rechts ranfahren. Allgemeine Verkehrskontrolle. Oh nee, jetzt kommt sein Buddy auch noch. Oh, ich kann einfach so kotzen, wie ich spiele, ey. Aber nicht auf die Tastatur. Marco, tschüss. Oh, ich bin dumm. Alter, der ist aber nicht sehr schwer, ne, der große Andel. Guck mal. Ja, komm, von große Autos sind oft wirklich schlimmer, ne? Ich könnte mir sagen, ob der Kawaii noch. Weil das Problem ist, wenn die hoch sind, kommen die kleinen Autos, die kleinen Autos unten drunter. Nee, deshalb, ich fahre meistens lieber Sportwegen als große Autos. Oder, also entweder ja, Sportwagen oder einen fetten LKW. Oh nee, das war krass. Also ich fahre Fahrrad. Das ist grün. Schau mal einen Andel zu, was er da macht. Danke für den Jumpscare. Er will den Stoffel, er will den Stoffel. Oh, schau, so viel Andel. Mit dem Auto kriege ich nichts. Achtung, hinter dir, Andel, der Maximilian möchte was von dir.
Ja, der tut schon, der tut sich schon fokussen. Ich gab keine. Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Der Traktor war auf unsichtbar, Alter, und genau wo ich hinfahre. Och, Mann. Ah, war das schön zu anschauen. Behalte doch den Traktor, der ist übel schwer. Behalte den safe. Nee, Traktor ist schlecht, ich hatte den auch mal. Das ist der Kawaii gut. Ist noch drin. Den kannst du mich runterbälzen ganz schnell. Alter, alle auf dem Kawaii. Ich hat Maximilian einen Lack auf dir gesehen? Scheiße, Alter. Kawaii? Maximilian, was war das? Maximilian, was war das? Gelb lebt noch. Gelb lebt vielleicht nicht mehr. Und oh, gelb. Okay. Wunderbar. Ich sag nie wieder, dass er irgendwer lebt, der ist instant tot. Much. Weil sie Platz brauchen in der Lobby, gell? Kawaii ist der nächste Anwärter. Heide Kawaii. Oh, Rottweiler hat ihn rausgehauen. Rottweiler, du bist ein Ehrenmann. Du bist ein Ehrenhund. Nee. Jetzt noch ein Stefan, der ist auch ein Schweizer. Hau auf den. Ein Stefan! Ja. Schau, was für ein geiles Auto er hat, der Stefan. Stefan. Wisst ihr eigentlich, dass man den Stefan mit PH schreibt? Wisst ihr, dass man Stefan mit F schreibt, wenn man mit PH schreibt eigentlich? Ich habe ja schwitzt, er lässt sie nämlich reindrücken in den Auto-Change. Alter, jetzt aber. Einer ist tot. Rottweiler. Oh, ist er selber runtergefallen, aber auch nicht zünden. Weil er 63 ist, Zahl hat. 1 gegen 1. Ein richtiger 63er, soll ich eigentlich. Oh, jetzt ist er weg, oder? Ah, nee. Oh mein Nein. Gott. Er biegt ab. Okay, Stefan hat du, noch Stefan, 30 wenn du Sekunden. Jetzt hier reinballerst mit voller Kanne, schaffst du es vielleicht mit deinem eigentlich Auto. Eigentlich bist du im Vorteil, wenn du... Spendet kurz 50 Subs, dann hält der Stein. Hat er schon. Gestern. Hab ich. Ich weiß, ich war dabei. Achso. Stefan gewinnt? Stefan, geh doch jetzt Stefan gewinnt, ja. Oh mein Stefan Gott. Einfach, Stefan macht Rocket League. Er macht einfach Rocket League. Alter, was hat er denn gerade gemacht? GG Nuss, Alter. Fürs rote Team. Das schwör, rote Team, wieder TG Nuss am Start. Stefan und Kawaii vom Osten. Da hat schon Stefan 4 Kills Team gemacht, ne? Er hat's echt hinter den Ohren, der Stefan. Und hat sich. Ach ja, ich muss nur mal kurz die Welt retten. Fabian, danke bin ich zu dir. Einfach Team Rot focussen. Wir machen nichts falsch. Ich will es nur mal gesagt haben. Wer macht was falsch? Deine Teammates sind die größten. So, Freddy, wir bleiben jetzt. Alter, jetzt aber okay? Nicht so böse Wörter in den Mund nehmen, bitte. Freddy? Was denn? Freddy, wir bleiben zusammen, okay? Jo, machen wir. Nein, Gruß, der King-Fan hat mich schon wieder gefokust. Ach, der hat mich von auch gefokust. Oh, ich hab gar keinen Bock mehr, echt, hey. Kick den mal raus, der hat mich von auch gefokust. Ich war gerade so fokust. Wie lange war ich jetzt am Leben? 4 Sekunden? Ja, kick ihn raus. Gar keinen Bock mehr, ganz ehrlich, echt. Was ist denn passiert? Ach, diese scheiß Name-Tags. Wir haben noch eine Abstimmung gemacht, oder? Was für Abstimmung gegen Name-Tags, ja. Ja, wer war es? Der King-Fan oder was? Ja, der Kinger-Fan. Schon wieder, zum dritten Mal. Warte, also jetzt for real, ich kick ihn. Nein. Ja, kick ihn raus, bitte. Nein. Doch, er hat mich vorhin auch schon gefunden. Also nur kicken, nicht bannen. Solade schreibt kicken, ohne Witz. Ich hab ihn rausgehauen. Nur kicken. Wurde so hart gefokust oder was? Jetzt halt so. Oh, gut, das war knapp. Das hätte jetzt knappe Sache sein können, ne? Er war noch gar nicht lustig. Oh, Wade lenkt die am Arsch. Na, doch nicht. Oh, das ist ein LKW! Ich hab den LKW erst gesehen! Nein! Oh, Alter, war das knapp! Oh mein Gott, das Fahrzeug! Ey, kann Matze vielleicht mal Homeland holen für uns? Eddie, bist du noch dabei? Nee, ich bin tot. Hey, er ist ja tot, er war ja so Metz. Natürlich lebt Kawaii oder? Und nee. Schäfern wahrscheinlich nein, auch. Nein, das war ich wollte nicht. Also, das war wieder anderes, okay. Kawaii ist raus, Marco räumt auf. Dankeschön, bist der Geilste. Marco ich hab schon mit dem Stück Kills gemacht oder so, den haut mit dem Stück Dreck. Ja! Kopfen, Sattendepp! Nein! Nein, ich bin so dumm! Was war das denn? Ich hasse mich, warum bin ich so dumm, Alter? Was ist falsch mit mir? Hab ich irgendwie einen Brain-Schaden oder sowas? Mein Brain busted oder so? Ich gerade selber rauskommen. Marco, ich würde das auch nicht. Alter, ich könnte so kotzen, wenn ich das mache. Oh, scheiße, ich stand mitten im Punkt. Jedes Mal hau ich mich selber raus. Danke. Das kann doch nie sein. Bitte. Ich bin, weißt du, letztes Mal habe ich so gut gespielt und heute ist alles scheiße, Alter. Ja, bist gerade selber raus. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Ja, halt manchmal gewinnen die anderen. Ja, geil, ja. Team Rot ist draußen. Oh, nimm's nur was. Steck. Nimmst deinen Finger und steckst den durch! Wie Blacker weiß schon, was ihm blüht. Schau, Linux wird seinem Drecks.
Ja, Auto, echt, der Marco, der müsste eigentlich gekickt werden. Eigentlich müsste er voll hinten rauf fahren. Wann kommt wieder RLO? Nächstes Jahr. Ich hab gehört, im September. Ja. Im September! 2025. Ich hab gehört, dieses Jahr September soll es kommen. Ja. In die 23. Türchen vom kurzen Adventskalender-System. Das ganze Server einfach drin. So ein USB-Stick, weißt du? So. Ja, so ein USB-Stick zum Einstecken. Ja. Hast du den ganzen Server drauf? SSD. In 7 Sekunden. Ja komm, ey, ihr habt eh gewonnen. Schauen wir mal, wie viel Black für ein Auto hat. Ich bin 4 gegen 1. 4 gegen Willi. Was? 4 gegen Willi? Wieder Alter, mein Hund packt. Ich will nicht mehr. Zwei LKWs. Ja. Das ist ja so unfair. Das ist echt unfair. Wie Black, wenn du... Ich würde runterfahren an deiner Stelle. Black, wenn du das gewinnst, 10 Subs an jeden. Fahr einfach runter. Fahr einfach runter. Gönn es denen einfach nicht. Mach einfach den Zweifel. Fahr einfach runter, komm. Wenn die Black gewinnt, 10 Subs an jeden ausgenommen sind, wenn Team Blau sich selber killt. Ich würde es denen nicht gönnen. Ich würde einfach runterfahren. Ja, das kannst du nicht schaffen. Das ist so. Doch, das kann er. Das kann er. Schau mal. Er macht's. Matze, du bist so asozial. Oh nee, ich hätte so gelacht. Hätte Matze rausgeschmissen. Ich hätte so gelacht. Nuss. Ich hab 7 Kills, Alter. Du hast geballert, ja. Dreimal gestorben. Du hast gelähnt, macht echt Spaß, Alter. Fokust. Weil ich lost bin, Alter. Habt ihr auch so Halsschmerzen wie ich? Na. Okay. Das ist für ein Name. Turn up einfach Orangensaft. Wilder Name. Turn up einfach Orangensaft. Kennst du das nicht? Was für Saft? Orangensaft. Sag nicht was für Saft? Einfach Orangensaft. Im Ritz kalten und werden nicht reingelassen, weil wir Orangensaft verschüttet haben. Turn up, einfach Orangensaft. Ist da eigentlich das ist ein Meme oder was? Ja klar, vom Moneyboy. Ja. Okay, das hab ich dann nicht. Holmes. Ja, wer ist Moneyboy? Moneyboy Swag. Moneyboy Swag. Ist das der so gut rappen kann? Ja. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Sag mal so, das ist der zweite Moneyboy Mozart. Kann man fast sagen. Ach, Mozart. Ja, Mozart kenne ich. Er ist der zweite Mozart. Ah, Mozart 2.0. Kann man sagen. Oh, Kaladesh! Ja! Ah, Kaladesh! Oh, ich bin rotes Stein Team. Andel. Ich bin blaues Team. Auch rotes Team. Ich bin auch rotes Andel, Team. Wir sind alle rot. Wir sind alle außer... Alle gegen Weisel. Alle außer Weisel. Ja, kommt doch. Fokust mich. Hä? Hoffentlich sind die Names fokussen. Hoffentlich sind die Names an. Ist egal, wir fokussen jeden. Wir fokussen dich trotzdem ohne Names. Wir fokussen einfach Team Blau. Ich finde den Torero nicht. Mach direkt ein Ticket auf. Oh, ey. Was? Turn up, einfach Orangensaft. Danke für dein Follow. Den hab Turn ich up, gehört. Einfach Orangensaft. Langstand Fidi für 26 mal Resum, Alter. Heftig. Ey, cool. Dankeschön. 26 Monate zusammen, Alter. Ey, so alt bin ich nicht mal. Wie nennt super. Dann? Leon, was tust du? Ey, Rot, wir müssen zusammenhalten. Rot, wir müssen zusammenhalten. Leon. Das heißt? Du hast so verdient raus. Ich werde gerade seinen Swapper gewastet. Gewastet? Zum Glück nicht ich. Alter, nee. Wer schiebt mich da fast runter? Ich habe einen Swapper genutzt. Hast du jemanden rausgebasht? Ja, ich habe ihn geswappt gerade. Das ist just for fun. Swappe. Nice. Ey, er ist von Platz A. Was ist? Was? Ich kann nicht mehr nach links lenken. Es geht nicht. Wie? Du kannst nie nach links lenken. Meine D-Taste geht nicht. Hä, warum? Passiert. Aber D ist rechts. Ich kann nicht nach links lenken, wenn ich die Taste geht. Ich hab eine Links-Rechts-Schwäche. Ich auch. Ich hab eine ASDV-Schwäche. Sorry, wenn ich darüber runtergebelzt hab. Also, ja, tut mir halt überhaupt nicht leid. Alter, wir rippen Team Blau. Ey, meine D-Taste. Ja, was jetzt links oder rechts? Was D oder A? D. Oh, Green. Eben? Na, nicht mich, ja. Oh, nee, jawohl, das war fast runtergegangen, das Ding. Oh mein Gott, hat der einen dann noch so zwei blaue. Sivo, guten Abend. Ich muss richtig stark reindrücken, wenn es geht. Ja, aber wild. Marco, wild. Digga, bei mir sind beide blaue, das darf doch nicht wahr sein. Lusua, Dr. Mad Max. Na, bist du das? Ah, das ist Marco. Na, bist du das? Ah, wir rücken euch zwei. Sind zwei blaue, komm, voll dagegen fahren, Kurt. Einer davon ist Marco, der Spitzer.
Oh, sorry. Oh mein Gott. Und wir sind weg. Hammer! Guck dir den Skin an. Oh, wir haben's, Jungs. GG Nuss. Ich geh immer weiter hoch, was? Ah, Mann, Red Card. Explosionsschleife. Hast du zweimal rausgekommen? Das ist ein Bug, ein Anzeigebug. Guten Abend, wie geht es dir? Und tut halt Matze noch in den Call rein. Nee, ja? Matze darf nicht in den Call, der hat Hausverbot bei uns. der hat bei uns auf dem Unisex-WC hat er nicht aufgewischt. Ja. What the hell ist das jetzt für ein Bug, Alter? Grün. Nein! Es geht schon weiter, ich war abgehauen. Ah, Thunberger! Was eine Scheiße. Oh, war das Matze, knapp, ich hab den Arsch gerettet. Ich war AFK. Wieso warst du AFK? Matze, dein Hausverbot. Warte, rauch. Freddy, war Walla kein Fokus. Du und Alex waren vor mir und haben dir eine Chance geholt. Einfach, ich Fokus nicht so ehrenlos, bin ich nicht. Ich sehe Gegner, den hole ich auch. Fertig. Boah, das sind ganz schön viele Wörter. Gott, ich bin... Ja, keine Ahnung, es kam halt so rüber, du bist ja nur gekickt, du bist ja nicht von der Party gebannt. Oh, Bruder. Oh, schöner Name, den lese ich aber nicht vor. Herr Lutsch, Dick Meier. Das ist umgedreht. Ich mein Dickmeister. Dick Meier, was? Nein, er heißt Lutsch Mai Dick. Ach, ja! Hallo, grüß dich. Aha. Nein! Loriux, halt, nein! Der Name ist so fucking obvious. Oh Gott, das ist 3 gegen 3. Der ist auch. Tuko ist auch wieder da. Aber ich hab gesmashed, das passt schon. Ich wollte richtig gesmashed. 3 gegen 3. Bist du auch gar nicht mehr drin, Andy? Bist du raus? Nein, ich bin raus, leider. Oh nee. Sind's nur noch. Matze macht das. 2 gegen 3. Matze, das ist doch nicht. Matze ist schon tot. Achso, der ist auf dem falschen Feld gestanden. Der hat sich gerade. Nullkeks campt da hinten ein bisschen, schau mal. Ist ja nicht gebannt aus der Party. Das kann man nicht. Betreibt absolutes Camping. Brown nach hinten, Bruder. Aber du betreibst Camping und das ist nicht okay. Nächster Rote weg. Oh, es wird close. Oh, schau mal. Er tut ihn hinten. Eins. Guck dir das an, was er macht mit Nullkick. Das ist Karma aber fühl fürs ich. Campen. Ja, fühle ich fürs Campen mal jetzt. Was geht's denn? Was verpasse ich denn? Ja, der Camper, der Nullkicks. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich im roten Team bin, hat er verdient, weil er gecampt hat hinten in der Ecke. GG-Nuss an die Nüsse. Ja, GG. Erkennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr Nüsse aneinander schlagen tut, dass die dann schmerzen? Was? Naja gut, in deinem Alter irgendwann wird der Strick länger als die Glocken, gell? Ich hab ja, mal in der Schule einen Tritt in die Eier bekommen. Ah nee, aber mit den Glocken länger als der Strick, ich hab verschissen. Oh nee, ich hab schon wieder Ping issues. Das ist jetzt so voll random gewesen mit dem Tritt in die Eier. Das war wirklich random. Was? Alter, ich hatte so Schmerzen, Bruder. Anne, den schieb mal runter. Boah, der Bruder, der geht's gar nicht gut auf Rügen. Aber Hauptsache er ist drunten. Garmin. Wer war's? Der Stefan, ja. Warte, den Typ da vorne. Ah, nee, jetzt ist er. Pech gehabt. Selber schuld, alter Leon. Och komm, was ist denn mit euch? Warum fokussiert ihr denn nicht? Fokus, wasted, du Hurensohn. Hallo. Alter Andel, warum bist du da jetzt nicht? Du bist da drüber gefahren, hä? Ja, weil ich Ping-Issues hab. Alle auf mich gegangen. Was hast du? Ping-Issues, also bei mir scheißt der Ping schon wieder. Ach so, weil, Alter, bei mir war es gerade wo ganz woanders. Du hast mich fast runtergestoßen gerade eben. Oh, du hast falls, so was, falls mit mir jetzt Razzle. Was passiert, ich kann nichts für, bei mir ist der Ping gerade richtig. Ja, Alter, Andel hat mich fast runtergestoßen von hinten. Es tut mir leid. Bruder. Ein Leben vor mir gesehen. Gut, mach das mal jetzt wieder fertig. Genau, zack, und der Nächste. Du bist der Nächste gleich hinten mit. Ja! Ah! Denn da vorne, Kurt, der möchte auch weg. Ich hab da mal eine Pause. Nein, lass Tuko in Ruhe. Guck mal, da ist Kitten. Oh, nee. Orange. Oh, sorry, Andel! Nein! Oh, so ist knapp! Nein! Andel, wir sind alleine. Kurt, Tuko Endswit. Hab ich Tuko rausgeschmissen? Ja. Ja. Nein. Kurt, schau, wir schreien. Patrick, Kurt. Hol sie dir! Komm, Andel, Alex, mach das. Oh, ich bin erstmal safe und dann gehen wir auf. Team, Jungs. Zwei Andel, Kick. Nee, einer musst du drauf gehen. Einer muss drauf. Nein, beide Andel. Müssen drauf. Beide müssen gut drauf. Gut Ping, Andel, komm. Oh, Andel! Alter, Andel steht nur noch. Mein Ping, ich steh. Nein, dann, oh nein, du stehst? Ja, ja, das war's für Andel. Hinter dir, Andel, hinter dir. Was? Scheiße. Er steht weiter, guck. Alter, er steht weiter oben, obwohl er wo ganz woanders ist, guck. Oh nein, Andel. Was? Hä? Andel hat einfach Andel hat das Hack angemacht. Andel hat einfach Collision Hack.
einfach Flypurk gekauft. Komm nicht hin! Andere, ja! Ja, geil. Ja, ich hab's gesehen. Andere hat einfach Flypurk geholt, Alter. Das haben wir alle gesehen. Also mit Flying. Wann wird die Party nochmal durchgewechselt? Wollen wir nochmal jetzt? Ja, nochmal Hose wechseln, bitte. Ich geh da mal pissen, wenn es ja. Okay ist. Machen wir nochmal Partywechsel und dann muss ich aber auch dringend ins Bett und noch einen Anruf tätigen. Schau, Matze, wieso so mad auf mich? Ich hab deine Heldentasse nicht geklaut. Nee. Team, vielleicht, wir sind eins. Vielleicht hilft bei mir, wenn ich das Game neu starte oder so mal. Man darf es nicht verschreien, das ist ganz wichtig. So, ich geh kurz Pipi, ne? Jo. Ja, nimmst du uns mit? Ich kann euch gerne mit aufs Klo nehmen, ja. Geil. Du bist im Unisex-WC, weißt du das? Ich weiß, ja. Bis gleich. Du brauchst eigentlich gar nicht auf Toilette gehen. Du brauchst eigentlich gar nicht. In der Zwischenzeit erstmal Werbung. Warte, kann ich das hier aktivieren? Kann man hier Werbung schalten? Warte, ich quit mal. So, ja, Werbung jetzt für euch, Leute. Ich schalte jetzt mal wirklich Werbung. Ich schau mal, wie viele abschalten. Er schaltet einfach bestimmt wirklich Werbung, Alter. Jetzt habe ich fast Waze gekickt, Alter. Danke, HBB. So, warte, ich komme dann gleich nochmal rein. Markus, Konrad, ich habe deinen Namen vorhin noch nicht gelesen. Ich lasse dich drin, weil du gesagt hast, stopp dir das. Den Namen habe ich doch gar nicht groß gelesen. Nee, kennt Markus, Konrad kenne ich nicht. Nee. Weil er geschrieben hat, es hatte drei Runden erst drin. Ich stopp dir das sagt, einfach mal. Junge, ich komme hier rein und dann wird geklärt. Ey, Tuku, du hast schon so viele Runden mitgespielt, also komm. Du warst am Anfang auch schon dabei. Ist doch alles gut. Und dann, wenn ich mal wieder alleine mit euch zock, dann ist doch immer alles leer. Das passt doch alles. Ist doch gut so. Ist halt echt so. Chill doch mal. Ey, wir können es auch nicht jedem recht machen. Wenn ich lasse, mir es kriegen, dann haben sie alle Pech, Alter. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass Handel und Kurt schuld sind. Also Freddy und ich, wir haben damit nichts zu tun. Richtig. Bei uns ist keiner in der Wartschale. Doch, bei mir waren den Tag drei Leute in der Wartschale, glaube ich, oder so. Sogar. Echt jetzt? Ja. Ich hatte 17 vorhin, also ich bin auf jeden Fall nicht schuld. Was, 17 in der Warteschlange? Nein, 17 überhaupt im Spiel. In der Warteschlange. Fee Black auch schon, gefühlt Fee Black auch schon die ganze Zeit dabei. Ich check's. Ja, sind alle ganz. Hier, dieser Xion. Hau den mal raus. Dieser Xion. Boah, ich hab ein dickes Auto gefunden, Alter. Was bist du dieser, denn, Alter? Genau, dieser Linux 3G. Das soll sich mal updaten auf 5G. Was soll das? Nee. 3G-Regel. 3G. Warte mal eine Stunde und man wird gekickt. Ja, Tuku, was soll man machen? Das aber Tuku, das hast du auch vorhin zum Anfang schon mitgekriegt. Bei Face-to-Face habe ich dich da auch schon gesehen. Habt ihr für schöne Werbung bekommen, Leute? Gar keine. Nee, meine. Warte, die Leute schreiben Mediamarkt-Werbung. Adventskalender. Ach, du hast Hundefutter-Werbung. Elektroauto-Werbung. Schau mal, mir kommen coole Werbung anscheinend. Jungs, ich bin in der Queue. Ja, nicht mehr lang. Freddy kickt doch gerade. Oh nein, ich habe gerade so viele gekickt. Jetzt kick ich wieder irgendwen. Das ist jetzt echt asozial. Ach, ja, Kickfan ist eh wieder drin. Ich kann mal nochmal kicken. Ups, sorry, Freddy. Ja, aber ganz ehrlich, ich hab bei Klopausen die Werbung geschaltet. Das war eigentlich eine schlechte Idee, weil es juckt eh keiner, weil ich eh weg bin. Wie, du bist weg? Nee, wenn du auf Klo bist, ist es gar nicht so schlecht, Werbung zu schalten. Auch, wenn ich Werbung schalte, wenn ich länger weg bin, weil, pass auf, wenn ich mich keine Werbung schalte, dann wird vorm Stream die Zeit erhöht, wann keine Werbung kommt, wenn einer neu reinkommt. Stimmt auch wieder. Verstehst du mich, Mann? Also auf bei YouTube Twitch ist das da instant Werbung reingedrückt. Bei YouTube kannst du es halt einfach so just for fun machen, weil bei mir kommt sonst keine Werbung. Da schreiben ganz viele, keine Werbung bekommen, ist auch gut. Kann ich ja auch, aber ich meine jetzt nur, bei uns kommt ja bei Twitch kommt da immer zum Anfang Werbung, wenn du reingehst im Stream. Und wenn du dann selber Werbung schaltest manuell, dann wird diese Zeit erhöht, Werbung vorm Stream. Dann dauert das länger, bis Werbung kommt. Ich meine, ich muss mir vorstellen, ich lebe von Werbung eigentlich. Das ist ja das Ding. Ich lebe davon. Ja, und ich schalte eigentlich on Stream nicht einmal Werbung. Außer ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, kriegt man, Leute, wenn man den Stream anmacht, kriegt man da vor dem Stream mal Werbung geschalten? Kriegt ja, man? Ja, ja, kriegt okay. Man. Ja. Weil das wusste ich sogar jetzt zum Beispiel nicht. Sogar als Mod, gell? Okay. Eine Frage bezüglich Werbung. Bist du Twitch-Partner? Nee. Aber mit Affiliate kriegst du Affiliate schon ist er. Die geldgeile ist Sau, Werbung. Nicht Spaß. Aber wir kriegen ja geldgeile Säcke, nicht Spaß. Freddy, der Affiliate. Nee, aber wirklich, das mit Werbung auf Twitch ist echt heftig, wie viel das ist, weil wenn ich auf Twitch bin, beschweren sich die Leute immer, wie viel Werbung da kommt. Ich hab schon mal einen Streamer gesehen, da kam so alle 20 Minuten 5-mal Werbung, also 5-mal 30 Minuten. Das ist die Maximum, was du einstellen kannst, also 2 Minuten 30 Werbung. Alle 30 Minuten, das ist das Maximale. Nein. 2 Minuten 30 Werbung ist das Maximal, was wir miteinander schalten. Aber was kann ich einstellen, dass es am wenigsten Werbung ist für den Zuschauer? Ich glaube, ich habe 45 Sekunden alle. Ich glaube, alle halbe Stunde oder 45 Minuten. Ja, ist aber trotzdem kacke. Finde ich irgendwie trotzdem kacke. Ja, weil stell dir mal vor,
Auf YouTube kann ich komplett durchstreamen, ohne einmal Werbung zu machen, außer ganz am Anfang. Wisst ihr, was ihr dagegen machen könnt? Richtig, eins haben, dann bekommt ihr keine Werbung. So ein Ding. Richtig. Ach, stimmt, genau. Das ist ja dann so. Und, Prime Sub ist kostenlos. Das ist das auf YouTube ist das auch so, wenn ihr bei mir Sub holt, dass ihr keine Werbung bekommt? Kann das sein? Ja. Nein. Ah, ne, ich habe YouTube Premium. Nein. YouTube Premium mag ich. Aber Sub-Werbung. Das wäre vielleicht eine Aktion, die cool wäre, aber dann wäre halt YouTube Premium wieder sinnlos. Ich habe Adblocker. Er könnte einfach nicht. Du, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe Adblocker auch lange Zeit benutzt, als YouTube echt dann angefangen hat, viel Werbung zu schalten. Und dann ist mir aber einfach der Einfall gekommen, weißt du was, scheiß drauf, ich hole mir jetzt Premium. Weil jetzt soll ich dir was sagen, Alex? Denk an den 120 Euro Adblocker-Total, du weißt Bescheid. Achso, dein Abo, dein Adblock-Abo. Von dem hast du Adblock-Abo? 120 ja, Euro. Freddy hat ein Adblock-Abo gehabt. What the hell, Alter? Für 120 Euro im Jahr. Marco, wir sind im Team. Du Kacke. Gut, das ist auch dabei. Also. Ja, gut, ganz oben. Ich bin im Team Blau. Wir fokussen erstmal Team Grün. Ich bin Team Blau. Oh mein Gott, was kann man bei SUVs nehmen? Ich bin auch Team Blau. Was, wir haben SUVs? Ja. Ja, ich habe ein anderes ausgemacht. Was ist denn der beste SUV hier? Ja, der Jubilee. Eiskalt, der Jubilee, sag ich euch. Ich würde den auch, ich nehme den auch sogar. Ja. Jubilee? Ja, ich nehme den auch. Der Silber Jubilee. Das ja, natürlich, Jubilee, der Silber Jubilee. Jubilee. Das Beste sind die Autos Mesa und Marshall. Also wenn das eine Chassis heißt, dann heißt das auch Jubilee. Ah, ja, okay, ist halt echt strange, Alter. Ja, erstmal Kalinen. Oh, das war Kalinen, Digga. Strange, Alter. Ein bisschen strange, schade. Ich hab gehofft, du kommst mit dem Pagani. Komm mit dem Kaline. Also ich finde, der tut ganz schön viel Dingsen. Oh, ich glaube, der ist überschwer. Achso, der ist gepanzert, ja. Deshalb habt ihr den. Ah. Nicht nur gepanzert, der ist schwer und liegt gut auf der Straße. Ich verstehe. Ja, ich merk schon. Ist gar nicht so schlecht, die Auswahl, ist recht. Und der ist ja leise. Aber wäre schon cool, wenn du mit Pagani. Aber wär schon cool, wärst du mit Pagani gekommen. Und Spritzbahn, sag ich dir, und Spritzbahn. Ey Jungs, lass mich mal rüber. Kann mir jemand umdrehen? Leon! Bei Monte und so. Ey Jungs! 13 Liter pro 100 Kilometer zieht. Leon! Warum machst du so? Oh mein Gott, Alter, du bist ein Beschiss! Es laggt übel. Ja, bei mir laggt's, oder wie? Das hat ja bei mir auch übel. Wir sind gerade geflogen wie auf dem Mond. Ja, bei mir laggt's, Alter. Hab schon wieder Ey, aber das ist ja wieder ein Spielmodus, wo die Namen gut werden, wenn sie weg wären, weißt du? Ja, das ich hab verschissen. Ja, sorry, das stimmt, es tut mir leid. Das macht aber gar nichts, weil sonst kann man Freddy fokussen. Ja, ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Sascha Schulz. Team Grün auf einmal so. Random Gedanke am Abend, nee, Apfelsaft ist gleich Andelsaft, wäre ich auch für. Apfelsaft zu Andelsaft umbenennen. Oder Andel, was sagst du dazu? Finde ja, ich gut. Gütesiegel. Okay. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab Staffel rausgehört. Da schreibt einer, Premium kann man übrigens über Uruguay für 1,29 kaufen, einfach VPN benutzen. Ich weiß noch nicht, ob das legitim ist wegen den, den Steuern, ne? Geht das bei Dings eigentlich auch bei YouTube? Bei Twitch kannst du nämlich türkische Subs holen, gell? Für 3 Euro. Kannst du auf YouTube geht das auch, aber das Ding ist, ich denke mal so, wenn du das mit VPN und so machst, ich weiß nicht, ob das dann schon Richtung, das ist nicht die, ja, Steuererziehung. Weil ich nicht weiß, weil sie werden ja die Steuern dann anders abführen müssen. Aber kriegen die dann den gleichen Betrag, die Leute? Also ich hatte halt doch nie das. Hat was mit der Umsatzsteuer zu tun, um das geht's ja. YouTube muss ja Umsatzsteuer eigentlich abführen. Ich muss auch mal. Und wenn das aus einem anderen Land ist, ich weiß nicht, wie sich das dann verträgt. Ich habe keine Ahnung. Lace! Bam, Junge! Sehr schön, Freddy. Ich weiß immer noch nicht, ob Lace männlich oder weiblich ist, gell? Ich habe keine Ahnung. Genauso wie Hummelbiene. Ja, ich bei Hummel bin jetzt safe. Lace ist ein Kerl. Ja, der Cube sieht aber echt schön aus. Den haben sie echt schön gemacht. Okay, Lace. Jetzt wissen wir Bescheid. Oh nee, ich muss. Ey Leute, ich hab einen kleinen Timeout. Ich bin raus. Der arme Arne mit seinem Problem, Alter. Ist nicht cool. Aber die letzten Streams ging's. Weißt du, was ich glaube? Du hast vielleicht irgendwo so einen Typen, der bei dir um die Ecke wohnt, der ganz viel Internet zieht. Um die Uhrzeit. Du musst die Hamster mehr antraben, dass sie den Router mehr befeuern. Nee, er hat sicher so einen Typen, der übelst viel das Netz überlastet. Hundertprozentig. Der einfach so einen ganzen Server bei sich, so ein ganzes Serverzentrum bei sich stehen hat und alles zieht, was geht. Einfach einer bei Andl am Bitcoin. Das Ding ist, es ist ja nur der Ping broke und das nur auf dem Server. Deswegen. Oh mein Gott. Freddy. Das war echt. Können wir darüber reden, dass ich noch lebe? Ich connecte mal auf 3.0. Können wir drüber reden, dass Toxic einfach noch Toxic lebt ist? Und ihr zu zweit seid?
Ja, und Toxic und? Euch fertig machen wird, wenn es so weiter. Wobei, nee, Toxic muss ja euch runterkicken, sonst gewinnt ihr das, ne? Er muss jetzt was machen, aber der macht nichts, ist das Problem. Ja, das ist dumm. Erstmal auf 3-0 connecten. Mit Black Screen. Das werde ich auch nie vergessen. Alex und ich im Talk. Oh, hey, so geil. Wollte doch streamen. Er startet 3.0. Hä? Hä? So geil. Wir haben uns so ultra gewundert. Ich habe aber wirklich mal auf 3.0 gestreamt, ne? Ja, ja, ganz kurz. Ne? Hast du das Auto nicht gezeigt oder so? Ja, ja. Ja, aber Andes ist ja for real. Der hat dann GTA 6 gespielt. Ich schub's ihn. Ach nee, ich schaff's nicht. Nee. Jetzt! Leon ist raus. Ah, oh, das war's jetzt. Und nein! Ist raus. Doch, er stirbt doch zuerst, oder? Ja, er stirbt zuerst. Ja. Ich lebe sogar noch. Bleibt eh drauf. Ja. Freddy, das war clean. GG Nuss geil. Für Freddy. Clean. Geil. GG Nuss. GG Freddy in den Chat. GG Freddy. Denk dran, Nuss schreibt mit Doppel S, gell? GG Nuss. Hast du auch zu Dietim? Dankeschön. Entschuldigung. If you want to call me baby. Baby. I want to richtig. A man with me. Ja, war bei euch. War bei euch eigentlich TikTok auch so voll mit diesem Dude hier mit Teenage Dirtbag, dass der so, dass der Kerl die Frauenstimme singt? Ja, ja. Mit hier. Oh, mein TikTok war heute so. Ich habe aber als Kind immer gedacht, dass es ein Mädel ist. Ich auch. Ich bin runter. Ich hatte heute nur stillende Mütter auf TikTok gehabt. Es war einfach so broke. Und dann man drückt ja, man hält ja den Bildschirm fest und drückt dann auf Not Interested, gell? Ich hab das 8-mal gemacht. Nee, es kam immer wieder eine. Mir kommt vor, wenn du auf Not Interested gehst. Ne? Wenn du auf Not Interested gehst, kommt mir vor, dass es umso mehr dir das vorschlägt jedes Mal. Okay. Und weißt du, was auch ganz broke ist? Dass auf TikTok diese Ureinwohner da, habt ihr die bestimmt auch schon, oder? So ganz wild. So eine Urmenschen. Ich probier mal eine. Ich geh mal eine Public Lobby einfach. Das ist so. Probier's mal. Willst du nicht mehr mitspielen? Wieso? Kommt doch wieder rein. Ja, warte mal, ich probier mal, ob ich in einer anderen Lobby, ob ich da auch die Ping-Probleme habe. TikTok App, das man am meisten schaut. Nee, Snerks, das kann nicht sein. Ich schau keine stillen Mütter, das ist nicht mein Hobby. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das schau ich nicht auf TikTok, das schau ich doch woanders. Auf YouTube! Nee, Twitch ist nur eine Kategorie. Neben den Whirlpool. Just in the Mütter. Just the Mütter! Heute locken wir beide Brüste raus! Mit Hashtag Brust könnt ihr. Ja, aber ich muss schon sagen, dieser. Alex bei 100 Subs, so wie die zweite. Also, dieser komische Nico, irgendwas, der hat schon heavy auf mich gerade gefokust. Ich hab den gerade die ganze Zeit im Auge behalten. Echt? Dieser Nico VRT, ich hab den jetzt ein bisschen im Auge behalten. Er hat mich so hart gefokust. Raus? Nee, warte, schau mir das jetzt nochmal an. Weil ich hab extra mal geguckt, wer mir da die ganze Zeit so viel reinfährt. Dann hättest du es jetzt nicht sagen dürfen, weil jetzt weißt du ja, dass du ihn beobachtest. Nee, ich schau mir das jetzt nochmal an im Ding. Weil ich denk mir so, hä? Jetzt habe ich so ein bisschen geguckt, ne? Und auf einmal, ja, wieder. Blau kann immer noch gewinnen. Komm, Blau! Oh Gott. Freddy, weißt du, was wir verpasst haben, wo wir gerade über TikTok geredet haben? September, achso. Nee, hast du deine Einblende eingeblendet? Schauen wir mal. Oh, warte! Wichtig! Danke. TikTok. Geht's in die Kalender? Nee, Kalender gibt's auf Insta, oder? Und bei Shop.xion gibt's Adventskalender. Bei Shop.xion! Der ist irgendwie auf alle gegangen, so. Und ist auf alles gegangen, der Bruder. Er hat aber Bodyslam gemacht auf den Bruder. Ja, aber ich wurde so auseinandergenommen, weil ich in der Mitte gestanden bin. Vielleicht deshalb, ich will es mir nicht immer einbilden. Das will ich mal einreden. Aber deshalb, ich möchte mal, dass wir die scheiß Namen ausmachen, einfach was angenehmer ist. Ja, ich hab's doch vergessen, es tut mir doch leid. Ja, vergessen also, wir es noch fünfmal. Wir könnten auch mal die Namen ausmachen. Mach's doch einfach selber. Ey, wir könnten auch mal eine Abstimmung machen, ob wir die Namen ausmachen. Ja, können wir ja mal machen. Wir können ja eine Abstimmung machen, stimmt. Da drin funktioniert. Ich werde diese Abstimmung niemals vergessen, ne? Ich werde mit euch nie wieder eine Abstimmung machen. Es war schon lustig. Werbung bei mir. Essenswerbung, dein Ernst? Was gab's denn, Marlin, in der Essenswerbung? Bei Alex Werbung von stillen Müttern. Einer hat geschrieben, folge Alexander auf TikTok für Still-Content. Oh, scheiße. Oh mein Gott. VIP Official, ja, wir machen's. Nach dem Stream raid ich halt da Steine rein. Safe. Echt jetzt? So was machst du? Ja.
Ich hoffe, man kann den raiden. Hast du das letzte Mal nicht rausgelernt, Freddy? Nein, mit dem Stream raiden. Ja, ja, verstehe ich. Auf Twitch. Ja, verstehe ich. Hast du immer nicht rausgelernt, ne? Mich. Ja, ich schon. Na, ach. Du könntest mich auch raiden, Freddy. Du könntest mich auch mal raiden, ja? Und tschüss. Ja, mich auch. Du gehst vor mir auf. Ja, wir müssen ja Basil noch raiden, damit er Big One bekommt. Ich hab schon wieder Kiefersperre. Okay, das gefällt mir sehr. Wieder. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal mit der Facecam los ist. Vielleicht soll ich mal die neue ausprobieren. Soll ich mit neue Facecam reinmachen? Warte mal. Hast du eine neue Facecam? Ja, warte, ich hab ja hier dieses andere. Hat er so eine Red-Kamera für 30k, hat er noch neben sich stehen. Ja, ich hab noch so eine Red-Kamera natürlich da stehen. Ja. Für die Facecam. Die heißt doch Red, oder? Ja, ja, Red heißen die. Was? Diese Fernsehkameras fast, ne? Das ist ja nicht Fernseh, Filmkameras. Ja, Filmkameras. Du weißt aber, ich meine. Fernsehen werden die nicht benutzt. André, bist du wieder da? Ja, weniger. Ich bin die ganze Zeit da. Ach so, nein, ich meine jetzt im Game. Nein, ich probiere gerade, geht da gerade die Public Levels. Nein, ich bin raus, das darf nicht sein. Kalinen bremst. Ja, weil ich... Nein, ich schau, ob dort auf ihn, aber wenn ich Public spiele, habe ich die Ping-Probleme nicht gerade. Achso, okay. Also liegt's an der Private Lobby, okay? In Public habe ich gerade keine Probleme. Ja, probier mal, du bist ja eben rausgeflogen. Vielleicht hast du es jetzt in der Private Audio. Mal probieren. Ja, danke für deine 15 vergifteten Subs. Vergiftet? Vergiftete Subs, die sind vergiftet, die Subs. Die darf man nicht essen. Die wurden nämlich vergiftet. Die darf man nicht essen. Ey, die Einblendung... Ey, Freddy, die Einblenden gehen nicht. Sag ich doch. Was ist so ein Buch? Bei Tippi, ja, spielen die heute ein bisschen, ne? Der heute keinen Bock. Tippi geht ja gar nicht. Tippi ist halt wieder ganz stark dabei. Tippi macht heute wieder Urlaub. Auf Madeira. Du bist in der Queue. Madeira. Du bist in der Queue? Ja, ich guck jetzt, wer mich hochpostet, den kick ich dann gleich. Ja, also, Tippi ist heute. Sorry, Feuer Italiener. Sorry, dass das nicht geht. Geht mit der Einblende. Freddy ist schuld. Ah, Matze wird gekickt von der Lobby. Einfach die 15 vergifteten Subs, sagt er. Oh, Feuer! Ey, Junge, ich hasse dich! Wer hat mich schon wieder angeschoben hinten? Ich schwöre, es jedes Mal werde ich angeschoben dann. Ich mach mal der Nullkeks, Alter. Mein Gott, regt mich das auf. Ah, cool. Ich kann das mal probieren, warte mal. Wäre lustig, wenn das funzen würde. Ich finde den No-Clip so geil. Imagine, du kannst verfolgen und so einfach verfolgen. Dann kannst du noch, glaube ich, V drücken, ja. Ganz kurz. Bist du tot, Kurt? Drück mal V, dann hast du so einen Kameramodus richtig. Ich kenne den, ja. Voll hallo, geil. Er sagt nicht, ich hab's nicht installiert, das ist jetzt kacke. Die Hex oder was? Hab ich das installiert? Ich hab's nicht installiert, ich bin so ein Stück Scheiße, Alter. Hey, was hast du nicht installiert, die Hex? Ich hab meine Hex nicht drin, ja. Deshalb spiel ich heute so schlecht. Sag's mir einfach in die Palma. Ich frag mich schon, warum ich so schlecht spiele, Alter. 17. Einfach kein Hack drin. 17, okay, Marco. 34. 45. 10. 34. 34, 2. Och, Much, die geht eh nicht. Die geht echt nicht, diese scheiß Einblende. Toxic Scores, die Nummer 17. Warte. Der ist nicht mehr drin, der kannst du kicken. Ich wollte gucken, was das ist. 33, 4. Ja, Leute, ich such gerade was. Ich such grad die Heldentasse unterm Tisch. Ich hab ja die Heldentasse unterm Tisch vergessen, ja. Ja, nee, dann muss ich das wohl später machen, das finde ich schade. Ich wollte mich gerade. Die Heldentasse als Fußband. Ich wollte mir gerade echt die Heldentasse rein. Leute, wir machen mal ohne Facecam. Ich schau, wie das aussieht. Ich mach mal kurz den Sessel weg. Oh, ich finde den Sessel eigentlich ganz nice. Leute, findet ihr es angenehmer ohne Hund? Also ich schon. Nee. Stell dir mal vor, wir machen jetzt immer so einen Stream. Geil. Das ist doch nicht. Ich glaube, das ist weird. Der einfach einen Hund weglassen. Oh, null Keks, Alter, wie ihm gegeben hat. Jetzt Freddy auf Twitch, Held der Steine. Unterstrich Official, nicht vergessen. Unterstrich Official. Boah, ist das angenehm, ich kann einfach so gucken, wie ich möchte. Wenn ich mit dem Hund streame, muss ich immer gerade ausschauen. Das ist so unangenehm. Das kenne ich, ja, das ist ein scheiß Struggle. Ja, das ist echt ein Struggle und so kann ich echt endlich mal meinen Kopf bewegen, Alter. Ich kenne mich gar nicht aus, also ich bin froh, dass ich sowas nicht hab. Sei froh. Ja. Chat schon. Nee, ist leer, da fehlt was. Nee. Und aus diesem Grund streame ich ohne Facecam. Ja, check alle mal Wazel aus. Wazel unterstrich official auf Twitch. Ey, pass auf, jetzt kommt's in wirklich. Oh, so scheiße, das wäre kacke. So 100 Zuschauer auf einmal. Und wenn nicht, das wird wahrscheinlich jetzt einer machen. Verdammt. Ich hab nicht zugehört, um was geht's? Nix, alles gut. Achso.
Wir haben gerade einen Adventskalender gemacht. Ich schau nämlich, gerade, was der Chat schreibt. Ja, mit 29 Küchen. Besser so, finde ich geil, gibt mir richtig Oldschool-Vibe, schreibt einer. Gut, was machen eigentlich die sauren Trolleys? Die sind alle weg nach einem Tag. Nee, eineinhalb Tage. Ernsthaft? Ja, ja. Hast du sie? Ja. Die sind halt echt. Auch die Salzstangen. Schande hat sich darin verliebt und alles gegessen. Also die ganze. Eine Packung hat sie gefressen, komplett. Eine Packung. Geil. Dafür waren sie auch besser. Gedacht. Ja. Coming back soon, Leute. Gleich bin ich wieder da. So bin ich kurz mit meinem Hund raus und dann kurz nach bin ich gleich wieder da. Ja, ich hab kurz meinen Hund Gassi gehen lassen, muss ich auch mal raus. Irgendwann. Ja, klar. Ja, klar. Geht ja nicht anders. Der muss morgen arbeiten, eins in Chat. Sind wir nochmal face to face oder so? Ja, aber ich wollte gerade nur eine Bombtech starten. Wir warten noch auf Kurt, oder? Wollte nicht nur eine Bombtech, ich wollte gerade Bombtech starten. Nee, ich mag Bombtech nicht, das ist kacke. Ich auch nicht, ja. Face to face ist immer ganz lustig. Danke für dein Follow. Ja, können wir machen face to face. Alter, wo kommst du da, Gamer 20? Mach Real Life Face. Von meiner Mutter! Ich wollte eine Granate holen, Menno. Nee, Leute, ich probiere gerade was. Ich muss nur ganz kurz, deshalb muss ich das, die Facecam kurz ausmachen, weil ich kurz was dann probieren möchte. Und zwar Face League. Face League, Leute. Wie viele Frames, Alter? Wie viele Frames mehr? Diese Map auch noch. Das ist mit Abstand die schrecklichste Lieblingsmap, die ich habe. Hä, du hast ja, von gesagt, du magst auch, ja. Ja, ich mag die, hab ich gesagt, die schrecklichste Lieblingsmap. Ich mag die. Die mag der Matze am meisten. Ich mag die auch am meisten. Die mag Matze am meisten. Bin noch krank geschrieben. Oh, cool, Claudik. Nee, gute Besserung. Leon, verpiss dich doch! Oh, gut, Claudik. Das ist sehr gut. Ach, nee, gute Besserung. Sehr gut ist das. Mano! Ey, ja, ist das süß. Ich bin noch krank geschrieben. Das freut mich für dich. Also manchmal ist es ja auch schön. Krank geschrieben zu sein? Ja, auf alle Fälle macht das richtig. Ja. Wer ist mitten reingefahren? Naja, aber man entschleunigt sich ja mal. Man kommt ja also raus. Also ich weiß, dass ich... Also nein, wahrscheinlich... Ich glaube, ich habe wahrscheinlich auf einmal Magen-Darm. Wenn 3 pro Müll ist, ich mal ganz zufällig Magen-Darm. Ganz zufällig heute Magen-Darm bekommen. Was, du wurdest gebottet? Ja. Nice. Was, du wirst gebottet? Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Aber ich habe ja diesen Bot drin. Bis jetzt hat er mir ganz viel abgewehrt schon. Sorry Leute, ich hab kurz mal den Abwehrmodus aktiviert. Wir haben jetzt gleich 8000 Follower mehr. Aber das hast du aber auch nur auf Twitch, ne? Das Botten. Das ist so ein Twitch-Ding, kommt mir vor. Was, wie viele Zuschauer mehr? Zuschauer nicht, Follower. Aber Follower. Dazu muss man sagen, weißt du, was dafür YouTube hat? YouTube hat dafür jedes Mal, wenn ich mit dem Stream fertig bin, dieses. Alter Andel, du bist echt dreckig, dass du mit hinten reingefahren bist, gell? Wollte nicht mehr bremsen. Das ist wirklich dreckig von dir. Ich hasse mein Leben, Alter. Nee, YouTube hat ja diese komischen, ich sag mal, freizügigen Mädchen als Bots, die Werbung machen. Achso, die Watch on my side. Oh nee, gut, das ja, die, ja. Und diese Bots, komischerweise, kriegt YouTube seit Jahrzehnten nicht gebacken. Sie kriegen es einfach nicht hin. Weißt du, was das Lustige ist? Es gibt heutzutage schon eine AIs, die können ja gucken, was du für ein Profilbild hast, ne? Ob du so ein freizügiges Profilbild hast. Würde ich direkt reinmachen. Okay. Oh mein wenn du auf YouTube gefühlt irgendwas kurz durchsiehst oder so, direkt ab 18. Und direkt bist du raus. Also das ist mehr auf Discord gibt's das öfters, gell? So, Discord ist das öfters. Ja, aber ey, auf YouTube ganz schlimm. Aber Twitch halt nur, Twitch sind halt Bots so. Also so Dingsbots halt. Aber YouTube kriegst du, ich krieg die auf YouTube nicht los, ich kann blacklisten, was ich will. Weißt du, was die nämlich machen? Die kopieren die Kommentare von echten Leuten. Und kommentieren dann damit hin, deshalb erkennst der Spamfilter nicht. Weil damals war es einfach, da habe ich einfach die ganzen Symbole, die sie immer verwendet haben, auf die Blacklist gesetzt, ne? Und also deshalb, bei mir kann man glaube ich sogar Herzchen nicht schreiben, weil es geblacklistet ist. Weil diese Bots immer Herzchen geschrieben haben. Und jetzt mittlerweile kopieren sie den kompletten Text von irgendwelchen anderen Kommentaren und dadurch erkennt das nicht und ist halt voll der Much eigentlich. Ja. Was war denn das jetzt, Alter? Was ich sagen wollte, der Seribot hat tatsächlich alle gebannt. Alle geil, Bots. Oder? Der Seribot ist nice. Mega. Den hab ich dir doch gezeigt damals, ne? Ja, den hab ich dir gezeigt. Bin ich wieder bei meiner normalen Follower. Geil, Kurt, ne? Der Bot hat halt, der hat eine Datenbank von irgendwie 8-9 Millionen Bot-Accounts und bannt die alle. Krass. Übel gut. Aber sowas bräuchte so für YouTube auch. Einfach etwas, was die
Leute einfach automatisch wegbannt, die so solche Kommentare schreiben. Oh, aber das ist aber da hat Tippi nicht ausgesetzt, gell? Bei den verschenkten Subs geht's nicht, aber hier bei diesem Bot-Follower, da knackt's durch. So ein Scheiß. Was denn? Die Follower-Anzeige. Ja, das läuft ja auch über Tippi, die Follower-Anzeige. Ach so, die ging, funktionieren. Die hat die ganzen Bots rausgehauen, ja, aber die Abos, die Subs hat er nicht gehabt. So, wie heißt Wazel auf YouTube oder Twitch? Ich habe keine Ahnung, Wazel, wie heißt du auf YouTube oder Twitch? Das ist einfach Wazel. Marco? Einfach Wazel, Digga. Kussdosenfutter. Marco 360 Quickscope HD. 4K 1080p. Face YT am Ende, weil sonst ist es kein richtiger YouTuber. YT. Und TTV. XOXO. HD 1080p, 4K, 8K, BDL. Ach man, Alter. Geh doch scheiße. Die einfach scheiße. Aber wo, wenn er keine Toilette hat? Dann soll er sich anscheißen. Halt. Bei Thaddeus im Haus. Ich bin Thaddeus. Ich bin Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Probier's mal. Ich bin Thaddeus. Okay, kannst du noch nicht anmachen. Deus, Deus. Oh, hey Leute, komm. Ich mach die Follower-Einblende an, komm. Gönnt euch mal die 800 Follower-Einblende. Gönnt euch mal die 800 Bits, Leute. Die 800 Bits. Danke dafür! Oh, danke für die Bidis! Ey, ich krieg endlich mal gute Autos, das ist heftig. Ich bin echt gerade sehr zufrieden. Digga, ich spring raus. Katapultiere mich selber raus. Ich spring auch gleich freiwillig aus dem Auto-Spiel. Ich brauch keinen mehr, der mich raushaut. Ich bin Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Ich bin Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Oh nee, ich war fast drüben! Oha, Andel, was war das denn? Oh, mein Digga, ich hab ein Jump-Auto. Ich hab Batmobil. Was wollte ich sagen? Handel die Kröte. Oh, Patrick! Oh, Patrick! Ich hab gehört, Patrick mag Karotten. Ey, moin! Danke für deinen Follow. Es geht wieder. Aber man muss nur. Freddy, ich hab den besten Trick hier raus. Du kannst skippen, ne? Nein, nicht skippen, weil ich kann ja nicht 1000 Follower skippen. Einfach in OBS die Follower-Tipps aktualisieren. Oh, nö! Oh doch, doch, ist cool, wenn ich landen würde, Bruder. Wäre cool gewesen. Das kann ich dich nochmal einblenden. Ey Leute, die Cam ist gerade mit Absicht weg. Ich probiere was aus, Leute. Ist alles doch nicht nötig, Alex. Muss mich doch nicht einblenden. Die kommt gleich wieder. Ich habe einen Hund Gassi geschickt. Tut mir leid. Ist gleich wieder da. Oh nein. Ey, warte, wenn das funktionieren sollte. Oh. Tara, was ist mit Bruder, euch? Was hatte ich gerade für Lack, Alter. Und Tippi hat sich wieder aufgehängt. Sehr schön. Ja, deshalb liebe ich Tippi. Da kriegt man was für sein Geld. Ja, ich bin Premium-Kunde. Ich will gar nicht wissen, was Tippi schon dran verdient hat an diesen Gebühren da. Ich will es gar nicht wissen. Oh, nö. Welche Gebühren gehen an Tippi? Die Fees, ne? Ja, die ganzen Fees gehen an Tippi. Ich habe einen Link zu Wazel. Xion.shop. Ne, wie war das? Shop.xion.com. Nein, Kurt, bitte nicht! Bitte! Shop. Hä? Ich wusste nicht, dass du das bist. Sorry. Ich wurde hinten geschubst, ich konnte nichts machen, Alter. Ich konnte halt nichts machen. Ey, jetzt habe ich einen Ram-Buggy, wollt Leute abpacken, was ich war schon im Ziel! Nein. Ich wusste nicht mal, dass du das bist. Nein. Nein. Oh Mann. Nein. Ich bin gerade in den Pfosten vom Ziel reinkrampft und bin rum. Ja, in den Pfosten vom Ziel warst du drin, das fühl ich hart, ne? Oh mein Gott, das Auto hat ja auch Nitro. Wieso sagt man das niemand? Andl hat dein Auto eigentlich Nitro? Manchmal sagt man auch Vollpfosten. Oh Mann, ich hab ein Batmobil. Andl, das Nitro-Auto. Andl, bist du noch immer in dem Auto da unterwegs? Das ist aber ganz schön lustig. Ja, obwohl es das größte Noob-Auto ist. Ach Mann, was fahr ich denn für ein Much zusammen? Hört mal auf zu zappen hier. Ich bin schon so fertig, oder ich? Bist du schon müde? Oh. Nein, ja, auch. Nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Lass uns eine Abstimmung machen, ob Antel müde ist. Lass uns eine Abstimmung machen, genau. Digga, ich bin gerade einfach nur mad, Alter. Das ist... Wollen wir fragen, wie es Antel gerade so geht? So ist er mit der Gesamtsituation unzufrieden? Die D-Taste klemmt, ja. Same. Er kann nicht nach links fahren. Halt's Maul, Mann. Ich hab eine Links-Rechts-Schwäche. Ich hab eine Rechts-Links-Schwäche. Er kann nicht nach links fahren. Die D-Taste klemmt. Die T-Klasse. Und die T-Taste. Ey, Wazel, siehst du dich gleich nochmal links dann drin, wenn wir fertig sind mit Megascams? Marco, das war doch so verdient, Alter. Ach, Mann. Was sehe ich mich?
Halleluja, Halleluja, außer cool, dass ich nur gekommen. Können wir schon machen, ne? Andre, was machst du denn da? Halleluja, Halleluja, aber warum? Bist du ein Frosch? Nee. Ey, Niklas, ich finde daraus, wo du wohnst, und dann schicke ich dir Merch zu. Quack. Und dann schicke ich dir Merch zu. Oh mein Gott, das ist echt der größte Rant ever. Ich schick dir Merch. Am leichtesten Auto habe ich am längsten. Dann schicke ich dir einen Adventskalender vom letzten Jahr mit abgelaufener Schokolade zu, du Stück. Busfahrer? Ach man, immer ist der Bus im Weg. Ja, das ist der Typ, den ich meinte. Das ist immer der blöde Bus, Patrick, Alter. Patrick, ich hoffe nicht, kriegst du Platten, Motorschaden, Kolbenfresser, alles, Digga. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt Leute, die haben Rot-Grün-Schwäche, es gibt Leute, die haben Links-Schwäche. Und schon wieder der Bus hier. Es gibt Waze, der hat derartige Schwäche. Ich sag mal so, in der Politik könnte eine Links-Rechts-Schwäche ganz schön problematisch werden. Nicht nur in der Politik, auch im Straßenverkehr. Also ich habe eine Geh-Lauf-Schwäche. Manchmal laufe ich, manchmal gehe ich. Ich weiß nicht, was stimmt. Patrick, das war ja gerade wundervoll. Oh, das sei schon. Ach komm, ich raste gleich aus. Hey Patrick, ich schwöre dir bei Gott, warum ziehst du einfach in mich rein? Ey, was ist über Patrick? Ja, Digga, Patrick, ich schwöre dir. Oh. Ich hab hier Routerpflicht. Oh. Alter, okay, Leute, das wollte ich schon die ganze Zeit probieren, das funktioniert. Okay, das ist keine Wall, das heißt, die Zukunft ist mal Bescheid. Die Zukunft. Kurt hat Flying probiert, einfach gerade rüberfliegen. Aber das ist keine Wall, funktioniert. Ja, ich bin rübergeflogen, voll auf entspannt, Alter. So, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Shiba Inus. Heute ohne Shiba Inu. Kann mir keiner erzählen, dass ich so easy rübergekommen bin jetzt. Kann mir keiner erzählen, dass das jetzt so easy war. Och, Niklas mit seinem Bus lenkt auch noch rein. Und Niklas mit seinem Bus lenkt ja einfach nur rein, ne? Also wirklich, ich sehe die Kommentare bei TikTok, wenn er davon Highlights gemacht hat. Das ist fake, er hat mich einen Hund in seinem Stream. Das ist ein aufgenommener Livestream. Das ist nicht live, der ist aufgenommen. Der Hund, habe ich aber auch schon öfters gehabt, dass Leute gesagt haben, ich stream gar nicht live. Ja, ey, aber weißt du, was jetzt wieder war? Auf TikTok war wieder ein Stream, ne? Von mir. Ach so, ja. Aber der ist live. Nee, und der ist dann, Twitch sag ich schon, TikTok hat das echt schnell down genommen. Weil der gestreamt hat wieder. Oder? Ja, was? Hast du reported, oder? Ja, habe ich reported. Ja. Weil die wieder die kompletten Streams gestreamt haben, was ich nicht okay finde. Nach 3 Minuten haben die es runtergenommen. Also muss ich schon sagen. Wer ist denn das jetzt? Wer war denn das jetzt? Der hat probiert, mich die ganze Zeit runter zu belzen. Wenn ich rausfinde, wer du bist, dann bist du raus. Aber was hatte ich aber bei TikTok auch schon mal? Da hieß einer Freddy Gorbatschowski, hat sich so ausgegeben, habe ich den reported. Nach 5 Minuten habe ich Nachricht bekommen. Hast du mich wirklich weggestrikt auf TikTok? Nee, aber mir geht's darum, ich habe ja nichts dagegen, wenn irgendwer reagiert auf den Stream oder Clips oder so zusammenschneidet, ist mir doch egal. Aber Livestreams 1:1 zu re-uploaden oder zu live-streamen. Was ich da schlimm finde dazu ist, dass die ja dann Spenden bekommen. Ja, die monetarisieren das ja auch. Die aktivieren Spenden, also monetarisieren das und ballern dann mit deinem Livestream auf TikTok durch. Das ist überhaupt nicht geil. Das nenne ich ja mal auf deinen Nacken. Und vor allem, das Lustige ist, der Chat denkt dann auch, dass ich das bin. Und schreiben dann so Sachen rein wie mit schön, dass du auch jetzt auf TikTok bist und so Stuff. Und ich bin das nicht mal. Ja, richtig. Im Kotzen. Nee, ist echt kacke. Übrigens, bei mir gibt's auf Twitch heute die Live-Streams von Kurt zu sehen. Nachdem ich mich zeigen lassen. Bei mir wird's auf Twitch demnächst die ganzen Fußballspiele geben. Und ich bin Samstag, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin auch bei Fußball. Aber da kauf ich erstmal Follower, okay? Erstmal 5000 Follower kaufen. Ja, und dann streame ich Fußball. Und dann streame ich Fußball. Oh ja. Also das ist schon die Härte, ne? Moin, so Grüße an alle. 1:07 Black. Die Sonne blendet. Die Sonne lacht schon wieder in Buxtehude. Danke, Andl. Alter, Andl hat mir gerade das Leben fast gerettet, ne? Wegen Andl. Siehste? Alter, wegen Andl bin ich im Ziel. Siehste? Danke, Andl, ich liebe dich. Der Ehrenbruder. Wie, du bist im Ziel. Ja, hast gewonnen? Ich bin jetzt Progress 66%. Ich bin heute relativ gut dran. Ich wollte das Alex. Alter, ja, diese June, die packt mich so ab. Ich habe jetzt gerade. Boah, ich habe Edwin runtergestoßen. Der arme Bremer fast im Ziel, Alter. Sorry, warum man da. Nicht gut unter. Alter, jetzt mach doch mal ein bisschen Platz hier an der Apfelschorle hier. Apropos Apfelschorle. Wer mag Orangensaft? Ich liebe Orange Saft, aber ich krieg davon leider Dünnpfiff. Lasst mich doch hier bitte. Nein, ich rutsch runter. Ach komm, ich hab keinen Bock mehr.
mehr. Ach, danke. Okay, ja, schön, wieder eigentlich vom Ziel. Ja, ach, komm, denk ich mal am Arsch, im Pisser, Alter. Freddy, bist du ein bisschen nett? Ey, Freddy, ich kann mit dir voll fühlen. Ich fühle das voll, was du gerade fühlst. Ja. So ging's mir letzte Runde auch. Boah. Da war du brauchst aber ein bisschen Glück. Alter, ist das Glumanda? Geh weg. Irgendein Roter hat mich vorhin auf jeden Fall gekickt. Ja, das war ich, bestimmt. Ja, Glumanda, Alter, der geht auch immer rein. Das ist ein Arsch. Ja, Vollgas. Also beim Glumanda braucht man keine Gnade haben. Der ist auch das größte. Ja, den mag ich größte nicht. Größte Anti-Mate ever. Den mag ich gar nicht. Er fliegt erstmal aus 1 zu 7, Alter. So ein Ding ist das. Achso, ist das Glumanda von 1 zu 7, ist das der? Ja. Also unser Ex-Medic. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er auch hier Glumanda ist. 3-0 gebannt. Fertig. Finde ich ja lustig, ja, dass Glumanda einfach 2 zu 7 rüber ist, ne? Oh, schade. Ach, Mann, ey. Boah, Alter, was ich hier für Ausweichmanöver ziehe, ne? Niklas, ich schwöre dir, ich finde raus, wo du wohnst und du kriegst von mir den heftigsten Merch zugesendet. Ich schwöre es dir. Wenn ich rausfinde, wo du wohnst, scheiß ich dir meinen Merch vor die Tür. Den Duschwagen krieg ich dazu gesendet. Kriegst du den Duschwagen? Ich war fast im Ziel, Alter. 5. Platz, ja. Muss mal hier... Noch 13 Sekunden, das schaffe ich nicht mehr. Das war's jetzt. Wegen dir. Dankeschön nochmal, ne? Der also geht ich bin etwa 7 von 12 und ihr? Ich fahr hinterm anderen hinterher. Oh shit! Ich wollte einfach mal sehen. 11 von 12. Ja, 7. Platz, passt schon. Zweiter. 11 von 12, Wazel. Ja, ich bin Zweiter. Der Patrick ist gerade geflogen, Alter. Ich bin nicht mal mehr auf der ersten Seite. Boah, schon mal. Ja, GG! GG Nuss. GG. Ja, ich habe kein Auto. Kein Auto ins Ziel. Kannst du Kurt und Freddy und Antl und Slacks grüßen? Nö, grüße. Kann ich nicht. Möchte ich auch gar nicht. Naja, zieht mir gleich direkt eine Kugel und Scheiß drauf. Danke fürs Grüßen. Ich grüße zurück. Ja, so fühle ich mich immer. Marco, so fühle ich mich. Was ist mit Grüßen? Ich sollte jemanden grüßen. Alle außer Marco. Grüßen? Wen soll ich denn grüßen für dich? Alle außer mich. Alle außer Marco soll gegrüßt werden. Also ich tue nur meinen Hund wieder her, weil die Leute vermissen mein Hündchen. Och, ey, Dash, Junge. Ich wollte eigentlich was probieren, aber ich lasse das lieber, bevor ich noch Face League mache. Oh, wer ist bei mir? Marco, Alex, Kurt. Er war Face League on Stream, Alter. Jetzt seid ihr wieder da, seid ihr glücklich, gell? Jetzt seid ihr wirklich alle glücklich. So, ich bin zurück von der Toilette, sagt er jetzt. So, da bin ich wieder. Das davor war alles aufgenommene Tonspur. Das war nur eine aufgenommene Tonspur vorhin, genau. Wenn du aufs Klo gehst, ja. Hebst du dann auch das Bein? Wenn deine Mutter mit aufs Klo kommt, dann schon. Oha. Dann. Oha. Oha. War der schlecht. Alex, das war ein GG-Nuss. Das war ein GG-Nuss. Ich hab's leider nicht gehört, weil bei mir die Einblende zu laut war. Achso, erstmal auf. Nee, alles cool, ist nichts passiert. Naja. Die Einblende war einfach zu laut. Die Einblende war zu laut. Danke für die 25 vergifteten Subs. Die vergifteten Subs, das ist echt geil. Muss ich mir merken. Okay. Also Leute, ihr könnt auf jeden Fall auch gegiftete Subs angiften. Gibt es auch im Shop. Türen.shop. Die vergifteten Mitgliedschaften. Die vergifteten Subs. Die vergifteten. Boah, Alter, ich hab gerade ein Salto gemacht. 30 cm Subs. Einfach die vergifteten Adventskalender. Die vergifteten Adventskalender. So, heute vergifte ich 5 Adventskalender. Ey, jetzt aber kein Scheiß, da kann ich eine Story erzählen mit vergifteten Adventskalender. Das ist jetzt kein Müll. Jetzt kommt's. Bei uns vor. Hat er 2 Adventskalender? Nee, jetzt pass auf, bei uns vor der Grundschule. Meine Mutter, also ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter hat mir immer so Angst gemacht vor fremden Leuten, ne? Und man soll ja nichts annehmen von Fremden. Und bei uns vor der Grundschule war irgend so ein Politiker, der dort Adventskalender verteilt hat gratis, ne? Und der hat mich halt gefragt, willst du Adventskalender? Und ich so, nein. Und er so, doch, glaub mir. Und er so, nein, ich will nicht. Und da bin ich bei Mutter ins Auto eingestiegen, so, warum hast du keinen genommen? Ja, ich hab Angst, dass die vergiftet sind. Weil ey, was Fremder macht ist. Ihr denn? Ach, ihr seid doch alle scheiße. Geil. Es ist halt wirklich so passiert. Ich hatte Angst, dass der da Gift oder so reingemacht hat. Ach, Mann, und du weißt ja nicht, doch, ne? Ich dreh mich fast um und sie fahren alle noch mal in mich rein, dass ich wieder auf dem Dach liege. Meine eigenen Mates. Ja, weil die dich gern haben.
Ich hasse sie. Vielleicht vergibt ich hasse sie auch so. Vielleicht machen die Gift-Subs oder so. Ja, Erik hat Erik getötet. Aber jetzt macht es halt echt Sinn mit deinen zwei Adventskalendern, muss ich so sagen. Ja, einer vergiftet der andere nicht. Nee, aber ich hatte wirklich Angst, aber das Kind, wenn von fremden Leuten angesprochen wurde. Meine Mutter hat mir immer so extremst Angst ja, aber gemacht. Voll zu Recht. Okay, aber Vollgas, recht. Ich hatte so Angst vor fremden Leuten. Ich hatte immer Angst, dass ich so mitgenommen werde in so ein Van, weißt du, so ganz auf Classic angelehnt, dass irgendwer mir Süßigkeiten zustecken möchte. Zeig den echten Hasen. Genau, die Werbung. Ey, danke, Stoffel. Das war's jetzt für mich. An. Ich komm nicht mehr ins Ziel, das war's. Ich auch nicht. Danke, ich Stoffel nochmal. Liebe geht raus an Stoffel. Der Marco, mich, bist du gerade explodiert oder was? Ja. Ich hab mich gerade überschlagen. Was eine Scheiße. Leute. Ja, Stoffel, komm im Club, danke. Wegen dir, ne? Wer war das? Ja, Stoffel, natürlich warst du das, ne? Oh mein Gott. Bisschen das ist doch ehrenlos. Im Gate hinten explodiert. Ah, ist das schön. Aber weißt du was, ich probier mal was aus, so. Komm. Oh mein Gott, Bro. War das gerade knapp. Die 101 ist besser. Du bist der Letzte von uns? Nein, Quatsch. Du musst carryen. Wer ist der Letzte von uns? Andel. Oh nee, das funktioniert. Andel. Weiter, wie sich aus, Alter. Weißt du, der McCarren ist schon komplett im Arsch. Das macht nichts, Mark. Es gibt Repair-Kästen. Aber nur wenn du Big One bist. Alter, ich sehe einfach aus wie Dena, Bruder. So ein bisschen. Hey, Leute, ich bin's. Felix Unterladen. Hey, Leute, ich bin's, Dena. Ich bin Felix Unterladen. Andel, wie winkst du eigentlich immer mit welcher Taste? Was? Mit welcher Taste winkst du immer? Mit W. Mit W? Du musst in den Face-Rig reingehen und dann auf W drücken. Ah, ne, ich kann das Zunge teilen. Hi. Was ist das, schlimm, wenn man eine Oben-Unten-Schwäche hat und auf S drückt? Dann, das finde ich jetzt gemein. Dann wedel was um, was man nicht sieht. Tut mir leid, aber ich habe auch. Servus, ich bin der Gernot von der Silbertiefel. Und ich zeige euch heute, wie man so richtig spült. Oh, sage es euch, wie es geht. Jetzt packen wir mal die Zwiebeln an und den Kasai, ey. Jetzt steht's nicht mehr durch, gell? Jetzt sage ich ja richtig ein Steirer, der sagt jetzt, wie es geht, gell? Da fahren wir da rein ins Lamperl, schau, waren wir schon drin. Alter, was ist denn da so gescheißen, hörst? Bist du, ich hab mich fast ausgekaut, aus den ganzen Scheißen, oder? Ich bin gerade fast rausgekaut. Ihr seid ihr deppert, habt ihr was auf die Ohren erst? Habt ihr was auf die Ohren? Seid ihr alle geschert, oder was? Alle geschert. Ihr könnt euch auf YouTube. Ihr könnt euch auf YouTube Untertitel anzeigen lassen, die ist KI generiert, die kann das übersetzen. Ja, Alter, bist du behind, Alter. Ich schlag die nieder, Alter. Die eigenen Mates gehen auf den alten Sapel, hörst. Oh. Da geh ich noch hin, schau, rein da. Den Brian, den Semmelpotizen. Oh, rein da, ne. Hilfe! Ich schenke dir auch im Gate. Ist mir wurscht, geht eh um nix, gell. Es geht eh um nix, Leidels, es geht richtig lustig. Oh, da, geil. Beim Pferdl, let's play, geht's immer an. Du hast mich reingeschoben! Mann, ich wollte weg! So, wo fahren wir hin? Wo geht's denn hin, Herrs? Ich seh schon wieder nix. Vor mir sagt, ich brauch auch was, ich brauch auch was. Da hinten, ja, fahren wir rein da. Viel Gas. Entschuldigung, für Wesel, blau! Alle auf dem Wesel. Ich wollte mich reinballern, Alter. Was für die geile Gang, oh danke Stone. Habt ihr eigentlich schon mal im Shop vorbeigeschaut? Da gibt's super Adventskalender vom Pferdl, gell? Da schaut's mal im Shop rein bei mir, gell? Vergiftete und nicht vergiftete. Da gibt's super Produkte drin, gell? Ich hab schon auf jeden Fall vorbeigefahren. Schaut, jetzt bin ich wasted. Hab ich's schon gebraucht, gell? Zum Auserfahren erst. Ja, das ist deppert. Ah, mein Nasen juckt, wenn du so redest. Komm, sie drehen mich. Oh ne. Ich weiß, wer noch dreht. Alter, oh, Andi, ich glaube, du warst der Grüne, oder? Es tut mir leid. Ja. Oh, Mann. Alter, ich bin gerade herumgespinnt worden wie eine Uhr, Alter. Ah, ja, nee, die ist hässlich, Alter. Das geht gar nicht. Right round, baby, right. Ja, ich bin gerade wie eine Uhr rum. Aber auf der Ziellinie, Alter. Ich schwör, für eine Sekunde, das war gerade spät. So eine Kacke. Alter, was ist das denn für ein Ding, Alter? Wann gibt's die Rolex im Xion-Shop? Was ist das denn für ein Teil, ey? Mond drin, Special Edition. Nein! Oh, nur drei Meter. Von uns. Das ist wie bei mir gefallen. Alter, was gibt's denn hier für Dinger, Alter? Ist das schlimm. Was geht's denn? Nee, ich guck hier gerade durch, was hier für Sachen gibt, aber es ist ja übelst schlimm. Oh, ach, schade. In der Mitte.
Stoffel, du auch. Oh, Scheiße. Ich muss believen. Leute, ich muss believen. Ich hab's. Ich hab's. Leute, ich hab's. Ich bin heute einfach ein Anime-Girl. Nein! Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Oh nee, Alex, ich hab dich gefickt. Ich hab dich gefickt. Ich verstehe schon, warum ich den Hund genommen habe. Da gibt's echt nur Sachen, die kacke aussehen. Ich meine, aber das mit Abstand ist das Schlimmste, Leute. Das ist mit Abstand. Ich habe Alex gefickt. Komm mal, das hier. Das ist das mit Abstand. Das Ding hier, das ist mit Abstand das Schlimmste. Oh mein Gott. Aber wie hast du denn jetzt eigentlich aufholen können? Keine Ahnung, vielleicht durch den Windschatten oder durch Windschatten. Ich hab geboostet, was das Zeug hält. Die X-Taste ist schon kaputt. Ich bin hier noch hinten reingefahren, noch ein bisschen anditschen. Ja. Das ist halt der Big One-Bonus, gell? Du bist ein Little Boy. Nee, das geht gar nicht fit, Alter. Das kannst du nicht machen, ey. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht ausdenken. Oh. Was ist denn so? Ja, es gibt manche Situationen, da hat sich einfach gefallen. Oder Freddy. Er ist schon wieder in der eigenen Haut zu stecken. Ja, also alles andere kannst du echt vergessen. Ich hab keine Ahnung, was für ein Game Mode ist. Scheißegal. Was Brandon macht oder was? Der Winketiger. Ich spiele jetzt ein Game Mode, wo keiner weiß, was es ist. Also super, top. Freut mich. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Es freut mich. Was haben wir da für Autos? SUVs? Keine, gar keine. Das ist ein Standard. Ich konnte die Autos nicht ändern. Toll. Was nehme ich dann da jetzt? Das ist eine gute Frage, was man nehmen. Den Neon habe ich schon gehabt. Upgrade Vehicle. Ich nehme mal einfach den hier. Ocelot. Macht ja nichts. Kann mir nichts falsch machen, oder? Ach, der Arjan spielt auch mit. Schau. Und was ist mit Bejan? Was? Bejan? Nimm den Sunrise. Toll, das sagst du jetzt so laut. Ich soll den Sunrise nehmen. Mann. Hallo, Prost, Daniel und Böde, die LP. Vielen, vielen Dank. Gib mir den hier. Alter, wenn jetzt wieder sowas wie ein Burnout kommt, Alter. bitte, skippen. Ey, da ist mein Haus zum Verkaufen. Da muss man auskaufen. Immer eine Frage: Gab es eigentlich jetzt in letzter Zeit ein Minecraft-Update? Weil, Man muss Geld einsammeln und in die Base. Okay, danke für die Info. Bitte. Nee, im Chat jetzt, weiß jemand, was das letzte Minecraft-Update war? Soll nicht bald vielleicht, sind nicht jetzt Lamas? Nee, wie heißt das? Kamele oder so gekommen? Was laberst du mit Kamele? Ja, hast du noch Kamele gekommen in der Wüste oder ne? Keine Ahnung, Freddy. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich auch nicht. Du musst einfach Geld einsammeln. Ach so, das heißt, du kannst doppelt einsammeln. Ah, jetzt. Weißt du, ich fahr extra nicht dorthin, wo die anderen hinfahren, weil ich mir gedacht habe, passt schon. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Oh mein Gott, das Auto fährt 180. Max. Du weißt schon, dass die ganzen Standard-GTA-Autos eh so schnell fahren, ne? Ne, weiß ich nicht. Ich bin grad mit meinem Durch. 1.20.2 ist draußen. Ist die schon draußen, die 1.20.2? Ich hab auch eine Meldung gespielt. Ich muss mal schauen, weil ich glaube, der Server ist noch auf 1.20.1. Mal gucke. So, rein ins. Und was ist das? Achso, Kamele, okay. Das ist dann jedes Mal. Boah, ich war 2.50, Alter. Ja, dann passt das schon. Rein ins Geld. Ich finde den Spielmodus blöd. Ich check ihn einfach nicht. Ich kenne ihn nicht. Du musst einfach rumfahren und Geld einsammeln. Ja, das ist halt so wichtiger. Du kannst ihn halt einmal wegrammern. Das ist ja Singleplayer quasi. Ja. Ich fühle mich gerade wie ein echter Polizist. Nein! Oh nein! Oh nein! Hey, das Spiel macht ja gar keinen Sinn. Ich find's halt übelst langweilig, Alter. Können wir was anderes spielen? Halt, ja, es ist ja voll useless so. Nee, das macht gar keinen Sinn. Also manche Spiele gewinnen, kann ich nicht verstehen. Ja, es gewinnt halt der am meisten Cash hat. Ja, also, ja, ist halt, da will ich gar nicht mehr. Also, was ich fahre, einfach irgendwo hin mit dem Auto, kein Bock, das einzusammeln, ist doch langweilig. Das ist echt auch langweilig. Vor allem, wir haben noch 3 Minuten, gell? Ja, Alter, 3 Minuten, irgendwelchen Fähnchen daherfahren, das kann ich auch bei, weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Ich fahre den Wagenprobe, mir gefällt das. Ich fahre den Wagenprobe. Du, meiner fährt auch nur 1,80. Lass du den Treffen am Hauptplatz machen. So ein Dreckspiel ist wirklich. Alex ist sogar Zweiter. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt mache. Wieso, weshalb, warum?
In der Weihnachtsbäckerei. Gibt's so manche Kleckerei. Ach, wie... Ach so, ist... Wer von euch hat eigentlich auch schon mal Spekulatius gegessen? Jeder, glaube ich, oder? Okay. Und die Frage ist ja nicht, das ist ja die bessere eigentlich Frage. Kein. Ja? Ja. Am meisten ja, fühle ich hier die, wie heißt das, diese Lebkuchenherz mit Füllung, ja. Die kleinen, übel geil. Mit Füllung? Nee, ohne Füllung. Nee, also Lebkuchen mag ich vorne zum Beispiel. Na, ich finde den schon geil. Aber halt Lebkuchen mit Füllung drinne? Na, ohne. Die kleinen Lebkuchenherz mit Füllung. Aber weißt du, was das auch geil ist? Wie heißen diese Kekse mit der, in der Mitte mit der Marmelade? Linzer. Die Linzeraugen. Linzeraugen, das ist das die, Geilste. Die, was unten Schoko haben und oben so wie eine Blume und so in der Mitte so getrocknete Marmelade. Ja. Ja, von Manna, gell? Die sind geil. Dann Erdbeermarmelade am besten. Naja, selber gemacht ist am geilsten. Erdbeermarmelade. Okay. Und das ist schon, also die sind schon mega. Das, also was kekstechnisch gilt für dich, top. Oh, jetzt läuft AC/DC. Ey, Parcella, ja, buongiorno! Wieso bist du bei mir? Wieso bist du bei mir unterwegs? Parcella, por favor. Parcella. Ey, Sandro, bleib bitte noch kurz. Ich hol mal was zu trinken, ich bin gleich wieder da. Spiel ist kacke. Ich muss dich VIP machen. In der Zwischenzeit dürft ihr gerne ein Like da lassen. In der Zwischenzeit baller ich auch nochmal Werbung. Ich möchte auch, dass ihr ein Like da lasst. Lasst ein Like für die Werbung da, ja! Lasst ein Like da. Und wenn ihr kein Like da lassen könnt, dann lasst Liebe da. Oder euer Geld! Gebt mir einfach euer Geld, Mann! Erstmal ein Batzen, Digga. Erstmal ein Batzen, ja, Mann. Hä, Deposit? Was? Ja, du musst in das grüne Haus fahren und dein Geld depositieren. Was? Das wusste ich nicht. Ja, das wusste keiner. Deswegen ich fahre hier einfach nur rum. Du bist doch Dritter. Ist doch alles gut. Oha. Oh mein Gott. Also der Modus ist echt, das ist bis jetzt das Schlechteste, was ich jemals gespielt habe. Ja. Oder gebt uns die Pinguine. Pinguine! Bin ich wieder. Mission Worldwide. Eine Chrome-Werbung. Ja, Mediamarkt. Mediamarkt kauft ein anscheinend. So Leute, ich muss Parcella mal kurz mitmachen hier. Komm sogar perfekt zurück. Ich werde es nicht schaffen, mein Geld abzugeben. Müssen wir öfters machen, Werbung schalte ich weg, wenn das macht echt so Sinn. So ein dämlicher Modus, Alter. Also das ist ein Kackmodus. Das ist echt ein Arsch. Taxi-Werbung von Amar, okay. Wahrscheinlich gibt es da auch schon so Routen, Alter, die du abfahren kannst, die was wahrscheinlich perfekt sind. Aber ich glaube, das kennen, schreib mal. Ich glaube, das kennen aber die Leute nicht, mit dem ihr zockt. Alter, schmeckt das geil. Was schmeckt geil? So ein Monster Energy, Pineapple. Pineapple, Apple Pen. Das ist gut. Das hatte ich jetzt nicht. Monster immer zu süß irgendwie. Es kommt darauf an, das originale Monster ist sehr süß, aber diese ganzen Das originale Monster ist das beste Monster. Diese Zeros, die so ein bisschen rifflig auf der Seite sind, sind nicht so arg süß. Das kommt ja auf die Sorte an. Okay. Das Pineapple ist jetzt relativ frisch und angenehm. Das ich hab das einmal süßer. Kostet das Grüne und dann habe ich einen Zuckerschock gehabt. Das hat er, glaube ich, auch noch nie gespielt. Ich weiß ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist das zu süß, das normale. Da kannst du... Ich finde, so eine kleine Dose kannst du trinken, aber eine große wird dann schon meistens schlecht irgendwie. Weil es so süß ist, so extrem picksüß. Eine kleine Dose? Aber dann wirst du auf jeden Fall den Gönnerchi von Monte, den roten, nicht so mögen. Weil der ist auch sehr süß. Ich glaube gar nicht, oder? Also fast an der Grenze. Ich muss die eigentlich dabei holen. Ja, du, jetzt waren wir alle krank an. Zuerst war Ding krank, jetzt ist wirklich krank. Aber jetzt geht's ja wieder. Jetzt können wir uns mal treffen. Ja, ja. Ich habe 2 Wochen neben meiner Freundin überlebt, also mein Immunsystem ist auf Schuss. Aha. Das sieht nur eine Heldentasse. Ich könnte dir für Parcella ein bisschen Herzen da lassen. Ich kann für Parcella gerne eine Tasse Mango da lassen. Du könntest aber auch einen Adventskalender da lassen. Das wäre auch möglich. Ich hab Parcella so viel Merch gesendet. Ach so, aha, okay, verstehe. Ist in Ordnung. Ja, weil er mir Gönnergy gesendet hat. Als Austausch habe ich mir dann gedacht, komm, jetzt gebe ich ihm auch mal irgendwas zurück, weil das muss schon. Ja, nee, schon. Was ist Dropshot für den Modus? Da kommt von oben, kommt die Decke runter. Die Felder werden rot. Da kommt die Decke runter, Markus, da darfst du nicht.
Das heißt, ich darf nicht auf die roten Felder. Oh, Andre. Das war jetzt eine Sekunde. Markus Konrad, ist das gerade dein... Kick ihn raus. Das war voll Fokus, oder? Alter. Ist das jetzt... Aber das ist ja echt hoch. Ich versteh's gerade nicht so ganz. Du sowas nicht machen. Das ist gerade dein Scheiß, ernst. Ernst, was ist das denn? Danke. Ja, wieso rammt ihr uns oder generell raus? Willst du, dass es dann total kacke ist, oder? Für uns? Ich versteh es gerade nicht so ganz. Diese also, Felder, du musst, die werden rot. Genau. Die roten Felder, muss ich weg. Die Decke runter. Genau, dann kommt da die Decke runter. Ich verstehe, okay. Alter, was ist denn mit euch? Was fahrt ihr denn in mich rein? Und den Modus müssen wir mit Motorrad spielen. Nicht lieber sonst. Aber ich finde, das ist so ein Spiel, das Rahmen eigentlich unnötig. Ja, da ist Rahmen so total chillen. Unnötig. Ja. Außer du rammst jemanden rein in die Plattform. Ja, nee, aber es muss auch nicht sein. Weil es wird eh immer schneller und die Felder werden. Ah. Einer schreibt den Bull nochmal Beste. Rahmen noch Alex. Ja, schmeckt. Ich weiß nicht wohin. Ey, was ist das Schmeck? Warte mal. Weiter, ich weiß nicht, wo ich bin. Naja, außer du hast Teammates, die rammen dich nach zwei Sekunden direkt in der Mitte. Stimmt, runter. Das war auch noch ein Teammate. Ja, bei mir war es der Teammate. Ja, aber ich bin auch vom Teammate gestorben, nämlich in den Mitte. Gut, ich habe zwei Sekunden habe ich überlebt. Er ist hinten, ich bin vorgefahren, er ist hinter mir losgefahren und rausgekickt. Ey Leute, wenn ihr einen Geschmack sucht nach Spülmaschinentabs, so würde ich mir vorstellen, wie Spülmaschinentabs schmecken würden, wenn sie gut schmecken würden. Alter, war das close, Alex. ich habe auch, glaube ich, ein bisschen Tropfen in der Hose jetzt. Aber bitte keine Spülmaschinentabs probieren, Leute, die sind nicht gut. Da gab's ja diese Spülmaschinentabs-Challenge, wie hießen die nochmal? 1 gegen 1 gegen 1, gell? Die Eidport, ach, keine Ahnung. Ah. Ness, danke fürs Zippern. Vielen, vielen Dank. An Ness. Gigi Nuss nicht vergessen, ne? Gigi Nuss in der Haus. Ich bleib jetzt einfach stehen. Das ist, glaube ich, ja, aber Coachella, du hast viel von Kurt bekommen, aber hast du auch den Adventskalender bekommen? Du hast nur Red Bull probiert, ja? Ich gebe euch einen gestern. Tipp, jetzt am Anfang einfach zurückfahren. Ja. Das ist das Birne mit, das Red Bull Birne mit, was war das nochmal? Mit Zimt, aber den Zimt schmeckst du null raus. Was ich sehr schade finde. Das sneaky jetzt. Bist du wirklich fliegen? Oh, sorry, Jungs, sorry, nicht mit Absicht. Ich muss ja nur durch. Ja, okay. Man sagt, Rahmen bringt nichts. Team Rot, Alter, rammt direkt in die Plattform. Ja, letztes Jahr war die Edition besser von Red Bull. Aber GG. Ich. Die Winter Edition. Die jetzige ist auch okay, aber es schmeckt halt nur noch Birne und null nach Zimt. Warte, was hatten wir letztes Jahr nochmal für eine Edition Red Bull? Was war das nochmal? Das war auch Zimt und noch irgendwas. Was war es nochmal? Wie heißt denn das nochmal, das Ding? Weiß jemand, was die letzte Red Bull Edition war? Vom Winter? War das? Keine Ahnung. Also letzte Winter Edition? Nee. Ich trinke sowas nicht. Red Bull Lebkuchen. Red Bull Lebkuchen. Ja, Zuckerzimt, Baumkuchen. Schaust du mal an, Freddy, ich muss da raus! Freddy, ich muss da raus! Sorry, dafür konnte ich jetzt aber nichts kommen. Dafür konnte ich jetzt auch nichts. Oh, Basil! Basil! Oh Mann. Ich schalte dich in mich rein, Alter. Einer schreibt Bratapfel, stimmt das? Bratapfel, glaube ich, war es, ja. Es könnte sogar. Ich glaube, es war Apfel. Ja, Apfelfeige war es. Marco gegen Patrick, jetzt geht's. Oh, du hast mir ja geschrieben. Ey, Marco, Patrick wollte nicht Apfelfeige, reinschubst. Aber irgendwas haben wir mit Zimt. Jetzt hole ich mir Patrick. Vor. Das hat so ein bisschen wie. War, glaube ich, das. War Apfelfeige. War besser. Weißt du, du bist bei mir unter der Karte. Ja. Ich bin am Cheaten. Du bist bei mir unter der Karte. Sie hätten halt mehr Zimt reinhauen müssen. Ah, okay, du bist nicht Patrick. Sie hätten mehr Zimt reinhauen müssen. Dann wär's cool. Walking like a. Hast du ein Schweineglück gehabt, ey. Ja, GG. Gigi-Nuss. Okay. Bratapfel-Zimt. Haben wir das schon aufgelöst? Schreibt gerade da jemand. Also Bratapfel wäre jetzt schon die Leute geil, schreiben ja. Apfelfeige, also feige Apfel. Wisst ihr was, ich liebe an Weihnachten Schmalzgebäck, Alter, mit Puderzucker. Keine weißt du, was ich an Weihnachten ist? Liebe? Auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, nix. Für mich immer am Weihnachtsmarkt mein Favorite Baumkuchen mit Zuckerzimt. Ich mag keinen Weihnachtsmarkt. Bei mir, nee, das kann ich nicht droppen, da wissen Leute, wo ich wohne. Nee, okay, ich sag gar nichts. Hä? Freddy wohnt in NRW. Baden-Württemberg. Nein, Baden-Württemberg. NRW. Wohnst du nicht in Zürich? Freddy wohnt bei Unge in Madeira. Auf Madeira. Nein, in Madeira. Er
wohnt drin. Ja, er wohnt nicht drinnen, in der Höhle. Höhle. Er ist, ich wohne in der Tropfsteingrotte, Nee, er hat sich dort breit gemacht, wo Tanzverbot ausgelutscht ist. Genau dort. Alter, Timmy liebt mich. Ey, das ist doch schön, dass man geliebt wird, oder? Ja. Ich wurde nie geliebt. Geliebt? Ich wurde mein ganzes Leben geliebt. Oh nee, nicht das Speed Derby. Nein, das finde ich cool. Das finde ich mega cool. Ach, wisst ihr, ich mach bald gar kein Spiel mehr hier an. Alles wird nur rumgemacht. Das ist auch scheiße. Ich hab gesagt, Sumo würde ich gern spielen. Ja, Sumo wäre halt auch cool. Sumo und mein Lieblingsgame. Ach, jetzt auf einmal, ja. Ja, aber halt mit Nametags aus, ne? Sumo das nächste Mal, bitte. Ja. Und mit hier Antibiotika. Jemand fragt im Chat, wann du da durchwechselst. Ich mach Nametag an, das ganze wird Xion bei dir noch steht, Alter. Ach komm. Leuchtreklame, Alter. Ich mach extra eine Mod rein, dass bei dir ganz dick und fett Freddy keine Show beim Nametag steht, Alter. Oh mein Gott, jetzt wird's persönlich, Alter. Ja, face to face würde ich auch. Ja, face to face noch als Abschlussmod. Nee. Face to face würde ich auch cool. Die Modis, die mir am besten gefallen, sind Cubed und Color Dash. Die Modis? Color Dash ist da gerade S dran hängt. Ja. Das heißt, ach, ich bin schon raus, Alter. Also ich hab doch keinen Bock mehr auf die warum rutsch ich so krass, Alter? Was ist denn los? Es ist Schnee. Alter, warum stehst du mittendrin, Alter? Du blöder, dreckiger Sack, Alter, Justin. Lern Auto fahren, ich weiß ja nicht. Ey, steht der da unten mitten im Weg drin, dass ich nicht vorbeikomme? Also wirklich, kann mir wirklich alles sowas gegangen. Alex, das war eine Rampe. Justin, ey. Ich hab einfach eine Rampe gesehen. Eigentlich ich würde einfach mit dem Justin Hobbs kommen jetzt. Ich kann's nicht lesen. Ich kann's nicht lesen, sorry. Ich geh nach unten. Ey, Solade, sorry. Ey, was mach ich denn heute? Konzentrier dich doch jetzt mal. Oh, da ist der Schatten, guck mal. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ey, warte, synchronisiert der Schatten die Autos? Nee. Weihnachtszeit, nee, das ist Oma-Zeit, ist das. Das ist die Grammar, Singing Grammar. Oh, nee. Ja, die Autos werden hier nicht so, Alex. Nee. Scheiße. Schade. Oh mein Gott. Digga, Marco. Aber ey, krass, dass der Schatten so weit geht. Das wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Ach, kannst du nicht. Das durch, ist doch. Hier ist alles voll mit Schatten. Als wäre das so ein riesen UFO. Oh mein Gott, was explodiert denn hier vor mir? Wo ist denn da los? Schon cool. Day that you're gonna throw it back to you. Right jetzt auch oben links, nach oben, genau. Weiter hoch. Team Grün weiß wieder nicht. Du musst da komplett einmal Looping fahren. Echt? Ja. Wenn der so ist. Jetzt geht nochmal das Lied von Drake und Josh. Geht das nochmal. Oh mein Gott, Marco! Verpiss mich raus. Eiern, ich muss schauen, wie ich das speichern kann. Oh nee, ich wurde zurückgeholt. Waze schwitzt, Alter. Waze schwitzt. Aber Waze hat gewonnen. Was, warum explodiert er nicht, Xperia, Alter? Das Handy ist einfach unschlagbar. Hä? Was? Macht keinen Sinn, ne? So, ist er weg. Xperia sollte doch. Jetzt. Sony Ericsson Xperia. Kommt dieses Jahr wieder Purge? Oh, ich glaube nicht. Wie nett. Weißt du noch, wie letztes Jahr die Leute übelst pisst waren, weil wir früher ausmachen haben müssen, weil Andel gekommen ist? Was? Hä? Nee, letztes Jahr Purge waren die Leute im Chat übelst angepisst, weil wir gesagt haben, dieses Jahr sind wir nicht so lange live, weil du zu mir gekommen bist. Das fand ich von so vielen Leuten so verdammt unehrenhaft einfach. Weil mir so, okay. Sorry, dass man als Freunde an Halloween schicken will. Ja, das fand ich so abnormal assi. Ehrenlos. Aber aus dem Grund nächstes Mal Purge gar nicht mehr machen. Ist gar keine Purge. Einfach keine Purge mehr machen, das ist der Grund. Einfach Sanktion, einfach gar keine Purge mehr. Ja. Wenn es sich aufnimmt, dass es keine Purge gibt, Alter, nie wieder ein O-Stream. Aber das fand ich halt auch wirklich unter aller Sau so, dass sich da Leute beschweren, wenn du eine Purge planst, wirklich den ganzen Tag da stehst, das ganze Server umscriptest für diesen einen Tag, ne? Und dann sich Leute beschweren, weil der Stream nicht so lang geht. Ehrenlos. Oh, Freddy ist noch dabei. Guck mal, Freddy ist nicht. Ich bin nämlich raus. Ich sag's dir alles, was ich meine, okay? Die Leute, zeig's mir. Sorry, Tim. Oh mein Gott, Kurt, du hast uns gerade gekickt. Oh Mann, Alter. Oh, Freddy, oh nein. Hab ich nicht? Ah, doch, hab ich. Ah, doch, Mann, was macht denn? Oh, damit. Ey, Jungs, ich werd so mad, Alter. Verpisst euch von mir, Junge. Oh, ne, ich bin tot. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Wie? Wurdest du auch gerade von mir mitgenommen, Andel? Nein, ich hab's überlebt, aber mit so viel Lack. Alter. Gott, Freddy. Oh mein Gott, das war clean. Was ein Lack, Alter. Oh, jetzt war's das aber. Jetzt war's das.
wie was sagt man? Nee, Upload. Er lebt noch, mein er Upload. Noch. Ich habe im Moment einen Upload von 50 Mbit. Stoffel. Mann, nicht weg von mir, weg von mir, weg von mir. Das Spiel, das Spiel, oh mein Gott. Das Spiel ist bei euch immer. Dann hab ich getötet. Das Spiel ist bei euch immer laggy. Dann hab ich auch getötet. Weil wir als Affiliates nicht die volle Bandbreite bekommen. Das ist halt bei Twitch auch ein bisschen so. Ja. Und deswegen ist diese schnelle Bewegung jetzt, ihr seht alles verschwommen, es tut mir leid. Deswegen habe ich den Game-Modus vom Stream. Aber das halt, liegt nicht, aber nein, stopp, das liegt nicht am Dings, das liegt nicht an der Bandbreite, weil wir kriegen die volle Bandbreite. Das liegt daran, nein, weil nein, wir kriegen nicht die volle Bandbreite. Natürlich. Laber nicht, ich habe 12.000 eingestellt. Ja, 6.000 du weißt schon, dass eigentlich schon Twitch Cap bei 7k, ne? Ja, aber nicht für Partner. Nee. Oh nee. Nein. Also ich weiß nur, dass bei Partners anders ist. Wenn du Partner bist, können da die Leute dauerhaft umstellen, die Qualität. Ja, genau. Und wenn Twitch eingehen sollte, stellen sie das bei Affiliate runter. Zuerst bei den anderen und dann bei Affiliate, wenn sie genau, viel leisten. Genau, und ganz am Ende vielleicht bei Partner. Partner gar nie. Partner bleiben immer. Ja, voll. Partner haben dauerhaft da kannst du wechseln, die Qualität. Das ist eigentlich cool an YouTube, da ist die Quali immer gut. Okay, also zu YouTube wechseln, okay, verstehe. Aber Twitch läuft flüssiger insgesamt, finde ich, wenn man den Stream sich so anguckt. So Und wieder zu Twitch wechseln. Und wieder zurück zu Twitch. Es ist halt nur die Auflösung, nicht die Auflösung, die Kilobits sind. Ja, genau, die Kilobits. Und was ich halt cool finde, das habe ich auch Anders schon gesagt bei YouTube. Bei YouTube finde ich es aber auch geil, das habe ich zu Anders schon mal gesagt, dass man halt den Stream so ankündigen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man so, so ein Vorbildschirm hat. Ja, ja, das stimmt. Das finde ich halt übel geil bei YouTube. Ja, aber das mit Thumbnail jedes Mal erstellen ist halt auch immer so eine Sache, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, komm, wir spielen jetzt mal Fortnite oder Minecraft oder so. Ja, das ist halt. Ja, gut, ihr fokussiert euch halt auf ein Spiel. Ja, aber das finde ich halt auch ein bisschen blöd, weil du bist da ein bisschen eingeschränkt mit. Und wenn du auf das Thumbnail einfach alle Spiele drauf machst? Das habe ich letztes Mal gemacht, weil ich ja nicht wusste, ne? Dann mach ich immer dieses mit dem Livestream-Banner, dann geht's. Ja, genau. Okay. Aber ich finde das trotzdem nicht so die beste Lösung, so. Das ist halt. Ist halt, weil das halt gereuploadet wird. Ja, Minecraft halt so in der Reihe auf Twitch, gell? Genau, Minecraft auf Twitch, da werde ich aber gar keine Reuploads vielleicht machen, mal schauen. Vielleicht Zusammenschnitte oder so. Aber dann schieben wir wieder ein Lachflash und keiner kriegt's mit, Alter. Nee, weil. deshalb Minecraft vielleicht, dass wir Zusammenschnitte auf dem Hauptkanal bringen. Aber ich will ja Musik hören, ne? Aus dem Grund werde ich dann schauen, dass ich das irgendwie einstelle, dass die Musik nicht mitgecaptured wird dann. Kannst du ja, du kannst die Spur trennen. Genau, ja. Spur trennen, das will ich ja machen. Und dass dann so Best of Minecraft immer kommt und die Leute sich dann diese Folge angucken können. Aber auf Twitch wird das dann streamen, das finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Schandl, viel Spaß, 50 schon Minecraft-Stream schneiden. Ja, da wünsche ich Schandl sehr viel Spaß dabei und du hast zu tun. By the way, ich will ja eigentlich auch meinen TikTok-Account und meine YouTube-Shorts ein bisschen antreiben, aber irgendwie... Apropos TikTok. apropos TikTok. Schnell, drück. Ja. Red weiter kurz, geht weiter. Warum? Das war nur der Trigger. Das ist ein Insider. Wegen TikTok oder was? Wir haben so eine TikTok-Einblende. Ach so! Wenn Alex was von TikTok oder Discord sagt oder ich, dann drückt Andu seine Einblende mit. Ach so, mein Gott. Ich habe gar keine TikTok-Einblende. Ja, da wird's aber Zeit. Ey. Reliktfreund, da du bist nicht mal mein Freund. Alter, wer fokust denn da schon wieder? Oh, Entschuldigung, Alex! Ich wusste nicht, wer du bist. Ich schwöre, ich wusste nicht, wer du bist. Ja, das hast du sehen können. Ach Mann, ich bin schon wieder raus, echt. Alex, guck mir zu, aber sag nicht, weil ich für ein Auto hab, bitte. Okay, ich guck dir zu. Boah, ich werd hier grad hart gefokust auf diesen Typen da vorne, ey. Oh mein Gott, Freddy hat einfach einen Kart. Freddy, ich weiß, es tut mir leid. Jetzt bin ich ganz alleine hier. Freddy, dein Miauen war die schönste Melodie. Ich vermisse dich, Freddy. Patrick, Timmy hat dir das gegeben, was ich. Freddy, was ich komm heim. So hab ich mich grad tun. Freddy, dein genau Miauen so war so schön und ich vermisse es. So Alter! Du bist raus? Ich hatte den Anlauf und schubst dich an. Oh mein Gott. War das dumm, ey. Wie viel Power der eben hatte auf mich, oder? Mit den. Gut, der selber hat mich auch getötet. Ja, aber der Typ hat. Das Auto ist asozial gut, ne? Ich weiß nicht, was das ist, aber der rammt dich so gut weg. Ah, komm. Ha, Karma. Scheiße. Hat er verdient. Amen.
Würde ich sterben, Amen. Ey, mein ganzer Eines Chat ist blau. Alle, die jetzt doch bei uns aktiv live sind, schreiben mal alle bitte eine 1 in den Chat, damit der Chat bitte nicht so blau ist. Achso, hey, wegen den Mods. Viel zu viele Mods im Chat. Frage kurz. Ja? Wenn man Lied singt, wird das von YouTube auch schon detected? Als Nein, wird's nicht. Aber jetzt halte ich fest, du könntest rein theoretisch trotzdem vom Rechteinhaber geclaimed oder gestrikt werden. Das ist kein Scheiß jetzt. Echt? Auch wenn du also nur singst. Also der ganze Stream dann? Ja. Oh rein theoretisch. Gott. Also, aber es wird nicht passieren, weil die Mechanik wird so schief singen. Wir müssten, wenn dann so ein richtiges Cover singen, weißt du, so richtig covern mit ein bisschen Melodie und so, dann wird's vielleicht erkennen. Aber wenn wir jetzt nur so singen, ist es aber trotzdem Copyright auf Lied drauf, als Beispiel, ne? Euer Chat geht richtig ab. Also, was war das nochmal? Bei einer Schule, irgendeine Aufführung, da ist dann die GEMA gekommen und hat sich beschwert, weil die Kinder Kinderlieder gesungen haben, die sie nicht singen hätten dürfen. Nein. Doch, echt? Doch, gibt's. Boah, und das ist ehrenlos. So das Stuff, ist echt ne? Mies. Die Welt funktioniert leider so. Ach, was heißt hier leider? Es ist halt, das Copyright-Recht ist insgesamt ein bisschen komisch. Jetzt hab ich beinahe was erzählt, ich muss es dann mal, wenn der Streamer auch was erzählen. Weil da kenne ich auch was. Aber auf jeden Fall, nee, Twitch. Ich hab aus Versehen ja auch die Premiere von dem neuen Blink-Video angehört während des Streams. Hab nicht dran gedacht. Blink von 82 oder was? Ja, genau, und das war dann im VOD. Aber Twitch hat nicht irgendwie gestrikt oder so, der hat einfach nur den Part, wo das Lied gespielt hat, stumm geschalten. Ja. Das der geht bei YouTube ja auch. Ich war einfach auf kaum. Ja, aber automatisch, Stoß. Ohne dass du eine Benachrichtigung kriegst. Oh ne, ich hab ihm geholfen. Ach komm. Automatisch macht's YouTube auch. Nee, macht's nicht. Ja. Zuerst wird geclaimed. Das hatte ich, weißt du, wo ich das jetzt hatte? Du wirst jetzt so lachen, ne? Ich hab diesen Traumsimulator gespielt, ne? Und ich habe immer so Angst, weil sehr vielen Spielen ja trotzdem irgendwie Musik verwendet wird, die irgendwo Copyright hat. Und tatsächlich im Fahrstuhl, diese Fahrstuhlmusik wurde geclaimed. Na echt? Und dann bietet der YouTube an, den Teil aber rauszuschneiden, aber mein Video wurde trotzdem schon geclaimed. Das heißt, ja, trotzdem schon mit meinem YouTube-Dings Geld verdient an sich. Und das finde ich jetzt so ein bisschen kacke. Weil wäre cooler, wenn YouTube direkt von vornherein sagt, es wird stumm geschaltet und kannst wieder freischalten, weißt du, was ich denke so? Ja. Würde ich cooler finden, bei Twitch aber halt. Kriegt ihr sofort halt einen Strike? Nee. Nein, aber ich könnte, rein theoretisch könnte der Rechteinhaber mir direkt einen Strike reinballern. Und das ist so die Kacke, weißt du, dass YouTube oft die Sachen nicht erkennt? Weil ich weiß ja nicht, ob in einem Spiel das jetzt Copyright hat oder nicht, weil viele Spiele machen ja so, dass die Lizenzen kaufen und dann ist das okay, dann darfst du es irgendwie benutzen. Aber, also wenn du streamst, ne? Aber das ist halt so mit der Abfuck, wenn du als Streamer bist. Und dann kommt irgendeiner und claimt dir den ganzen Stuff und dann musst du es wieder stumm schalten, dann musst du warten, bis es wieder verarbeitet ist. Ja. Das ist auf YouTube echt nicht so zu spaßen, muss man sagen. Und vor allem, der könnte, wenn er Bock hat, einfach deinen ganzen Kanal down nehmen. Willst du wie dich striken? Ja, genau, das wollte ich fragen. Ab wann kannst du denn eigentlich down genommen werden? Schon von Anfang an, theoretisch? Natürlich. Nee, schau mal, der hat das. Der kriegt, du musst dir vorstellen, diese Labels. Die kriegen eine Benachrichtigung meistens und claimen dann automatisch. Die haben so ein System, was dann automatisch claimt. Aber sie könnten auch hingehen und sagen, nee, wir wollen nicht, dass da unser Lied drin ist und könnten nicht striken. Geht auch. Okay, wie komme ich jetzt da runter? Alex? Wie komme ich da jetzt runter? Nee. Ja, Rems, schaffst du. Rems. Ich will nur mal noch daran erinnern, was in Fortnite passiert ist, ne? Das ja, aber ich dachte gerade nämlich, du hast, also bei euch ist nicht sozusagen erster Strike, keine Ahnung, einen Monat oder eine Woche Bann oder so, wie bei Twitch. Bei Twitch hast du ja gefühlt erst eine Woche manchmal gebannt, dann einen Monat und dann irgendwann Werbung. Nee, du, ich hatte einen 3 Monate Bann auf Livestreams wegen Dings damals. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich weiß aber, ich habe mit meinem Kanal schon mal einen Strike bekommen. Aufgrund der Tatsache, dass ich, zwei gleiche Autos. Aber ein Big Aufgrund One. Der Tatsache. Aber ein Big Warte. One. Ein ja, Big na, One! Aufgrund der Tatsache, dass ich eine Audioaufnahme. Nee, nicht Audioaufnahme. Ich hab damals bei HSE 4. Nee, wo waren das? War's? Doch, HSE 24 habe ich angerufen, hab einen Prank gemacht. So ein Prank-Call. Und der Typ hat. Ich habe das hochgeladen, diesen Call, diesen Anruf. Das war über Skype. Und den hat. Und der Typ hat mich nämlich auf dem Telefon als meine Mutter und alles beleidigt, weil ich ihn halt verarscht habe, ne? Okay, und HSE24. Yes, I know.
Und bei HC24 habe ich das Logo halt verwendet, ne? Und die haben das gesehen, das Video, und haben mich gestrikt damals. Das war 2010 oder sowas. Haben deshalb mein, oder 2011, 2012, 2013, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und haben dann meinen Kanal gestrikt aufgrund des Logos HC24. Krass. Weil die das gesehen haben. Was hast du da bekommen und dann warst du da weg? Ja, nee, das, ich habe ja damals kein YouTube mit meinem Kanal so wirklich gemacht wie jetzt. Achso. Und, ja, da hatte ich weiß nicht, mich hat das halt überhaupt nicht gejuckt, ne, aber ich habe halt einen Strike auf den Kanal dann gehabt. Und der ist dann, glaube ich, nach einem halben Jahr ist er abgelaufen. Und deshalb, ich glaube, deshalb habe ich diese 3-Monats-Sperrung bekommen, weil ich irgendwie schon ein, zwei Strikes davor hatte, weil mein YouTube-Kanal ja davor eigentlich ein Müll-Account war. Weißt du, mein YouTube-Account, der war ja Müll. Ich habe ja nur Müll hochgeladen. Ist das bei euch, ist das bei YouTube auch so streng wie bei Twitch, dass wenn du gebannt bist, dass du nichts mehr zu sehen sein darfst? Nein. Das ist doch bei Twitch so, ne? Twitch bannt ja Leute, die dann, wenn dann zum Beispiel, sagen wir mal, keine Ahnung, du wirst auf Twitch gebannt und würdest bei anderen auf Twitch mitspielen. Da würde er dafür gebannt werden, weil er einen gebannten. Nee, weil das sich auch dumm ist. Geht bei YouTube nicht, aber bei YouTube ist so, wenn du zum Beispiel gesperrt wirst aufgrund Urheberrechtsverletzung oder sowas. Dann ist es tatsächlich so, dass du keinen zweiten Kanal mehr aufmachen darfst. Ach, jetzt stimmt, zweiter Kanal, glaube ich. Aber jetzt, es gibt zum Beispiel so Leute wie zum Beispiel Adlerson, der ist ja vor Gericht gegangen, der hat Recht bekommen. Der durfte seine Kanäle weiter behalten, aber rein von YouTube, wenn du gesperrt wirst mit einem Kanal, darfst du keinen zweiten mehr aufmachen. Aber das war Twitch dann, glaube ich, auch so sogar. Und das ist auch so eine Sache. Die ist auch schwer festzustellen. Aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen Zweitkanal irgendwo, habe mit dem Scheiße gebaut und keiner kennt mich mit dem Kanal und dann mache ich noch einen neuen auf, weißt du so. Aber ja, ja. Es gibt dann Leute, die haben das dann so gemacht, die trotzdem in der Öffentlichkeit stehen. Die haben dann einfach ihren YouTube-Account über eine andere Person laufen lassen, die dann die Aussagen bekommt und dann darfst du auch wieder machen. Das heißt, dann gehört nicht dir der Kanal, sondern der anderen Person, rein rechtlich gesehen. Ja, aber du betreibst doch den Kanal. Aber du betreibst ihn weiterhin, genau so ist es. Aber es geht rechtlich gesehen trotzdem und du darfst auch das so machen. Das voll machen auch gesagt, alle. So gesagt, bist du dann Mitarbeiter von dem anderen, oder wie? Ja, was heißt hier Mitarbeiter? Also, der führt halt den Kanal, so gesehen. Das ist der sei jetzt sein Name halt hin, sozusagen. Genau, der bekommt die Einnahmen und so und gibt's halt Leute, die das so gemacht haben. Inwiefern das YouTube okay findet, weiß ich nicht. Aber es scheint so eine Art Lücke zu sein, was halt ein paar Leute machen. Aber irgendwie, ich sag mal so, irgendwie kommst du immer mit irgendwas davon. Aber ich fand den Fall mit Adlerson echt cool, dass er da Recht bekommen hat, weil ich fand's auch, weißt du, der hat ja Playbutton und alles bekommen, obwohl er davor schon gebannt wurde. Oh, das und, ist ja ekelhaft. Ja, nochmal ja, schön salzig, wo nicht erst dein Playbutton, du gebannter. Genau, genau so. So ein Stuff war das halt, ne? Und deshalb dachte ich mir halt auch so. Gott, du lebst ja noch, Alter. Ja, Kurt ist noch einziger Roter und jetzt ist One-on-One. Er erzählt einfach ganz chillig und macht alle fertig. Ja, ich hab jetzt auf ganz locker angehört. Ja, aber hol den Repair rechts, bitte. Nö. Du bist okay. Am Arsch. Dann nicht. Nee, Arsch. Einfach, du musst einfach intelligent spielen. Der Bri hat mir gerade das Leben gerettet. Jetzt! Oh, schade! Hol den Repair, bitte, hol dir den Repair. Warum ist der so wichtig, hm? Ja, weil dein Auto explodieren kann, wenn du kaputt bist. Genau. Nein, oh Akkord! Oh mein Gott, nein! Nein! Egal, ich hab's probiert. Es geht ums Verlieren, okay? So, machen wir noch eins Face-to-Face und dann kommen wir quitt. Oder nochmal Sumo, ich find Sumo lustig. Ja, dann machen wir nochmal Sumo. Eine Runde Sumo noch, komm. Weil Face-to-Face, da bin ich ja wieder mad. Eine Runde oder drei Runden? Drei Runden. Also drei Runden. Ja, wieder so wie jetzt gerade. Schon mit Name-Tag, sagst du? Ja, ohne halt, ne? Ja, ohne. Mit oder ohne? Ist der Andreas eigentlich noch da? Andi hat sich gemutet. Der ist schlafen gegangen. Erstmal an die Arbeit. Das ist der Niklas von vorhin, den ich überhaupt nicht mag. Tschüss, Niklas. Oh, dieser Erik mit C, Alter. Der geht mir so auf die Klöten, Alter. Sorry. Auf die Klöten. Sorry. Tut mir leid. Weil der Niklas nämlich vorhin runtergeschmissen hat, wo ich gesagt habe, wenn ich raus bin, wo der wohnt, Bücher erstmal Merch. Schau, da ist der B-Jan. Da, Jan, hä? Was ist los, Jan, ne? Ja, so ganz hübscher. Ja, ganz hübscher kleiner Junge. Alter, Jan, ich hab nichts getroffen, es tut mir leid. Wir haben beide nicht getroffen. So, Leute, das ist letzte Runde jetzt aber.
Letzte Runde Sumo. Ich finde Sumo echt ein lustiges Team. Modus. Blaues Team. Mit Andel und Basil. Oh nee, ich bin im Käse-Team, Alter. Ich bin im roten Team. Okay. Carsten, Basil hat kein YouTube, beziehungsweise er hat bestimmt einen YouTube-Kanal, aber er betreibt ihn nicht. Danke, Dennis. Warum? Schabernack. Für 1190. Er abtreibt ihn nur. Weil er... Er ist runtergefahren, Alter. Er hat eine Premiere vor. Ist da gerade irgendein Dreh von uns gerade echt heruntergefahren? Nee, es ist keiner durchgestorben. Keiner raus. Jetzt ist er gestorben. Kann ich mal sagen, dass ich diese mehr passt mit den Warp? Also ich mag sie, ich habe nur ein Problem damit, wenn ich ein schlechtes Auto habe, wie jetzt gerade. Dann ist es nicht so cool. Nein, mein Wagen hat ein Nitro, ich bin so kacke. Was denn, Wagen hat Nitro? Ja, also nochmal ein extra Boost. Oh, ehrenwert. Oh mein Gott. Please don't stop the music. Wir konzentrieren und singen auch nicht. Oh nee, wen hat's denn da gerade erwischt wegen mir? Es tut mir voll leid, ich wollte eigentlich den... Oh, natürlich habe ich Motorrad. Ehre, Kuss. Oh mein Gott. Ich grüße die Mutti. I'm gonna take you away, but... Oh nein, ich wollte nicht switchen. Ah ja, egal, passt schon. Anders echt dauer. I'm gonna take you away. Er war eben... Achso, ich bin die ganze Zeit gemutet. Ja, ich schon gesagt. Du bist so blöd, ey. Ich hab's nicht gecheckt, dass ich gemutet bin. Jetzt ist mir das passiert, was dir die letzte Zeit immer passiert ist, Alex. Ja, das stimmt. Ja. Mir ist nicht passiert. Aber man liest eine Nachricht. Oh ne, Matze! Oh, zum Glück. Ohne dass man genau. Matze hat's reingesogen. Oh ne! Ja, Reh will an meinen Raubfisch. Ich rede nämlich mit euch auch, aber ich hab keine Antwort kriegen. Ich denke mir so, hey. Einfach weg. Ja, das kenn ich auch. Oh no, Lolli, ich lebe noch. Wir haben das geschafft, Alter. Wie habe ich das überstanden, Bruder? Ich habe einfach alles gehopst, Alter. Die Polizei gegen 6 Gelbe. Ich liebe es. Oh nee. Die Gelben sind gerade gut drauf. Ja, die Gelben sind gut drauf. I'm gonna take you away. Käsebonde. Oh mein Gott, Freddy, du überlebst. Du und da ist der nächste Gelbe, schön. Nein! Janni. Oh mein Gott, Freddy! Jetzt bist du weg. So ein Lack? Nee, einfach noch. Skill, Bruder. Was heißt hier Lack? Das ist Skill, purer Skill. Schau mal, genau, jetzt noch rein. Boah, das ist auch eine gute Idee. Boah, ich krieg immer nur Kack-Autos hier. Was ich kann kotzen, ey. Ich brauch mal was Schönes. Moment wäre auch geil, Leute. I'm gonna take you away. Da. Boah, warum bin ich jetzt wieder auf von dem Lied? Achso, wegen das dem. Ist Rihanna, oder? Remix, ja, da gibt's so einen Remix, den ich gerne höre. Rihanna, Remix! Du stehst. Achso, du wechselst. Ich wechsle das Auto. Das Zelt hat sich aufgestellt. Das Zelt stellt sich von selbst auf, wenn Frau Brot im Raum ist. Oder beides, Woman und Party Animals. Er fliegt runter, ja, das ist dumm, Alter. Oh mein Gott, der Blaue hat ja gerade Pech. Hat sie gerade dich runtergeschmissen im Blauen? Oh mein Gott, er hat überlebt, der Blaue. Nein, laber nicht. Oh. Mir geht's gut, danke. Lack, Alter. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Oh, wir haben gewonnen. Wie geht's euch alle? Ich mach ein bisschen Schabernack, also Talk. Uns geht's gut. Sehr gut. Ja, geht Leute, schon. Macht ja auch Schabernack im Chat, ich hoffe. Ich krieg das bloß noch auf, dass mein OBS abgekackt und ich ist. Hoffe, ihr habt alle eure Heldentasse dabei heute im Stream. Ich brauch meine eigene Heldentasse. Ah, ich hab ja Tassen im Shop, ich brauch eine Heldentasse. So ein Hund mit einem Helden. Kannst du die mit so einem Helden-Cape. Ja. Kannst du auch machen, dass die leuchtet? So eine Glow-Tasse? Ich hab eine Glow-Tasse im Shop. Ja, ich meine, aber als Heldentasse. Hast du, so auch, Jiba Inu. Gut, hast du auch eine Tasse, die bei Hitze sich verändert? Ja, hab ich auch. Die man bitte nicht in die Spülmaschine tun. Oh, Matze, Alter, fast in Matze reingefahren. Die man bitte nicht in die Spülmaschine tun soll, weil dann geht das ab, das Ding. Da hab ich schon. Ach, stimmt, ich wollte auch noch deine Autogrammkarte in die Spülmaschine tun. Nee, weil. Ah! Ey! Bist du blöd, Alter? Andel? Was soll das? Was denn? Ist das du? Ach Mann, Alter. Ja, klar, bist das du. Ich hab den Roten getötet. Nee, musst du aber heute nicht mehr. Nee, heute nicht. Alter, ich schwöre dir, das ist... Karma gekriegt. Oh, ich sehe nichts, ich kann nichts sehen, Alter. Andel, wir müssen diesen Gelben da... Ah, was ist mit dir, Glumanda? Angst vor Pikachu, ich brauch Hilfe. Was? Team, ich brauch Hilfe. Ey, geh mal nicht auf den Sack da jetzt, Bruder. Alter, ich hab einen Lack, Alter. Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Du hast gar keine Hilfe.
der King-Fan. Boah, wow, alles wie bei dir, Alter. Ja, hab ich grad gesweat, dass ich da nicht drauf gehe, Bruder. Nee. Andel, das ist der King-Fan. Der Fokus. Der Fokus einfach. Andel, ich geb dir noch einen Wechsel. Wechsel am besten. Ja, ich mach das. Ey, yo, Bruder, yo. Oh, jetzt. No. Junges. Ha, hast du verdient. Das hast du dir regelrecht gerade verdient, Bruder. Den hast du dir verdient. Ja, komm, Rot, geh. Oh, ja. Das ist ein Rot für einen Wichser, oh, Alter. Gutes, endlich was Gutes. Komm raus mit dir. Markus, oh, oh, Alter. Das war knapp, Alter. Mann, Alter, weißt du, dann da Lack auch noch bekommen, weißt du? Das ist so assi. Ja, du mich auch, natürlich! Drecksack, Alter. So ein Dreck. Aber schau, Hauptsache, du fliegst selber. Das überlebst du. Ein Drecksack. Das, ja, das ist knapp. Andreas. Andreas, was war das? Es tut mir leid. Komm, Team Yellow jetzt aber. In den Herzregen gefallen. Team Yellow, ich hoffe auf euch. Niklas, hau rauf! Nee, Niklas, brauchst ein anderes Auto. Ich schau mal Niklas zu. Niklas, das schaffst du. Kingfin, es war nur Spaß. Es war nur. Ey, aber Andre, hast du das vorhin mit diesem Drecksauto, mit dem Geschütz obendrauf? Ja, das war ich. Ja, ich hab dich direkt erkannt, Stück Scheiße. Ich wusste es einfach. Ich hab so gestruggelt mit dem LKW, ne? Ich bin aber weggekommen. Dass die anderen da geteamt haben, Alter. Statt dass uns bald fighten lassen, die Roten von hinten kommen, haben mich gebrudert von hinten. Ja, zum Glück, Alter. Gebrudert von hinten. Boah, gebrudert. Ich wäre so ausgelassen, wenn ich runtergefahren. Erstmal ein bisschen den Ande gestillt. Apropos stillen. Ich guck mal auf TikTok, Freddy, ob ich wieder so ein Still TikTok finde. Gleich das erste. Das ist kein Stilmittel, sondern ein Stillmittel. Oh mein Gott, der ist schlecht, Alter. Nein, das erste sind tatsächlich fucking die Brüste. Ich mach wieder aus. Okay, das war's wieder mit TikTok. Ja, das passt sich halt darauf an, was du gern hast. Das ist halt. Nein, ich drück auf Not Interested. Ja, aber genau das ist das Problem. Er weiß, dass was genau TikTok das doch interessiert. Weil sich TikTok denkt, dadurch machst du Interaktionen. Es ist halt wirklich so. Umgedrehte Psychologie, ey. Zwei gelbe, zwei. Aber einer mit Dings. Die müssten sich gebünden gegen den Dings schon mal. Genau, gegen Dings. Und schau mal, die roten. Marco, bist du noch dabei? Leider nicht, ne? Tacher. Man kann sie nicht vor You zurücksetzen? Ey, Humi, bitte. Schreib kann mir man, mal, wie das ja, geht. Kann man. Würde ich ja, aber auch gerne mal machen, weil, Alter, ich werd sowas von mit diesen ganzen Kriegssachen zugespammt. Das ist ganz schlimm. Ja, mit den Kriegssachen. Willst du lieber stillende Mütter? Ich kann ja. Wär mir in dem Zeitpunkt gerade echt lieber. Kein Witz jetzt. Oh, die Mülltonne ist fast raus. Erik, komm. Alter, jetzt sind alle noch drin. Alle haben noch Alter, eine Farbe. Das ist Farbe. So cringe, wenn du Erik sagst. Ich raste gleich aus. Aber das ist der andere Erik. Oh mein Gott. Erik. Der blaue. Der blaue ist in der Mitte. Nein, Erik. Schieb. Nein, Erik ist weg. Erik. Wer hat jetzt gewonnen? War das Blau Eric auch? Mit müssen wir sagen, dass der Blaue gewonnen hat, oder? Hey, Alex. Nein, der Gelbe. Ja, okay. Ja. Menü unter Einstellungen und Datenschutz. Ja. Inhaltseinstellungen. Oh, warte, das mache ich jetzt aber auch mal. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Warte. TikTok. Wo? Einstellungen. Datenschutz? Einstellungen? Einstellungen und Datenschutz im Abschnitt Inhalteinstellungen. Oh, warte, wir spielen schon weiter. Warte, was denn ab? Na, shit, ich bin. Ja, es geht schon weiter. Ach, Mann, ich bin so weit. Ich will das auch machen. Ich will nicht die ganze Zeit Kriegssachen bekommen. Ja, und dann auch auf ihren For You-Feed aktualisieren. Ja, warte. Zum Glück habe ich kein TikTok. Ja, ich wollte gerade sagen, das Beste, um das zurückzusetzen, ist einfach zu löschen. Ja, eigentlich stimmt. Schon, ja, man verbringt viel zu viel Zeit darauf. Aber Kurt und ich verschicken uns immer sehr schöne Videos. Nein. Ey, ich schwöre, ich finde raus, wo wir wohnen, dann stelle ich in der Heldentasse zu. Sag mal, seid ihr komplett bescheuert? Okay. Oh, really cool. Oh nein, der kann Wheelie machen beim Wegfahren. Was ist das für ein scheiß Auto, so Bruder? Ich habe mich Leertaste gedrückt, jetzt hat er ein Wheelie gemacht beim Wegfahren. Und ich bin runter damit. Ach, das gibt's doch nicht.
Ich hab Motorrad, ich könnte schwer ausrasten. Da bin ich eigentlich hin. Nein! Ich bin explodiert beim Runterfallen! Jeder Vollidiot landet auf dem Dach, Alter, und überlebt. Nur ich nicht. So, wie war das jetzt? Settings in Privacy und dann? Privacy und dann. Jetzt auch. Du mal kurz. Ich hab's gerade geschossen. So, Settings. So, Settings, Privacy. Einstellungen, Datenschutz. Inhaltseinstellungen. Ja. Inhaltseinstellungen. Und dann können Sie auf den Reiter Ihren For You-Feed aktualisieren. Ich finde Inhaltseinstellungen. Doch, Inhaltspräferenz heißt es. Ah, personalisierte Feeds. Content Preference, jetzt. Ah, ich hab's auf Englisch. Hier informiert die App die Nutzer nur noch einmal, was sie mit. Ich find's nicht. Ich find's halt wirklich nicht. Inhaltspräferenz, wo ist das? Nee, ist das unter Inhaltspräferenzen? Oder? Warte, Einstellung Datenschutz. Ey, ich hab's getan. Ich hab neuen Feed. Ich bin gespannt, was kommt jetzt. Und das erste, was kommt, ist ein Affe! Das passt doch. Das ist ein scheiß Affe! Aber das passt doch. Nee, aber wie komme ich da drauf? Ich bin dafür zu blöd. Personalisierte Feeds, ausschalten steht, personalisierte Inhaltspräferenzen. Inhaltspräferenzen, oder? Da bin ich drauf. Und wo dann drauf? Aktualisiere deinen Feed für dich. Ah, hier. Ja. Weiter. Na, endlich. Verstörende Inhalte poste ich, weil ich kriege die ganze Zeit nur verstörende Bilder und Inhalte. Jetzt schau ich, was ich als erstes bekomme. Pass auf, ich geh mal rein. Ich bekomme Fritz Meinecke, wie er rumheult. Wegen Seven vs. Wild, okay. Das krieg ich. Super, super, schön. Weil irgendwas stimmt nicht, ne? Bei Seven vs. Wild, irgendwas war da. Ja, irgendwie hat Amazon nicht. Oder so die verarscht. Irgendwie. Ja, irgendwas war da. Ich möchte nicht drüber reden. Ich find's irgendwie assozial, das heißt, die Leute mal schreiben Fritz Weinecke, aber er halt nur Real Talk redet, ne? So. Einfach nur seine Meinung sagt, weil es ist auch sein Projekt so. Ja, denke ich mir halt auch, und dann schreiben die Leute Fritz Weinecke, wenn er nur über sein Projekt redet. Aber Kurt, du kannst auch nicht verlieren. Ja, ist so. Nee, aber weißt du, das finde ich immer so assi, die Leute, wie sie manchmal drauf sind. Weil, weißt du, er macht ein schönes Projekt, so dies, das, und den Leuten passt irgendwie gar nichts. Weißt du, sie feiern's alle, aber wenn er mal seine Meinung sagt, weil wenn das nicht läuft, das ist halt sein Projekt, er hat das erfunden, so. Ist so, ja. Ist so. Warum sollte der Erfinder nicht sagen, wenn dem was ja, aber das Problem ist, du bist immer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, immer bist du der Gearschte. Und, weißt du, wenn wir jemanden wegbannen, bin ja auch ich wieder der Gearschte. Das ist immer so. Wenn was nicht richtig läuft, bist du immer der dafür gerade stehen muss. Ja, ja. Es ist leider immer so. Normal. Ja, ja. Bitte refresh die Lobby. Fritz ist sicher ganz der Lieber. Ich kenne ihn zwar bitte nicht, bitte refresh aber die Lobby. Sicher ganz der Netter. Oh mein Gott. Okay, Patrick hat Müllauto. Ich musste aber trotzdem schmunzeln, als ich Fritz Weinecke gelesen habe, weil das einfach der Name einfach lustig ist. Also ganz ehrlich, bei TikToks manchmal sind das Beste die Kommentare. Nee, aber stimmt, TikTok, ja. Ich schwöre dir, TikTok, die sind die schlimmsten Kommentare, die es gibt, immer. Das ist die toxischste Community. Das Ding ist, da werden auch keine Kommentare gestrikt oder so geführt, die können alles reinschreiben. Nee, es geht eher darum, dass die Leute, die dorthin schreiben, echt toxic as fuck sind. Es ist leider so. Leute, die auf TikTok Kommentare verfassen, sind toxisch meistens. Ja, muss mal gucken, wie viel, mit sich selber. Ja, aber muss man schauen, wie viel negatives Kommentargut dort unterkommt. Was du auf YouTube und so nicht hast. Weil ich komme nicht auf die Idee, ihn zu kommentieren, wenn ich was kacke finde. Schau mal was anderes an. Die sind so extrem aggressiv dort. Ja, voll. Ich hab nur 10 Follower auf TikTok. Gilt keine Kommentare. Ich hab keinen einzigen. Ich wurde auf YouTube noch nie so heftig beleidigt wie auf TikTok. Ja, es gibt von mir zum Beispiel auf TikTok auch so Clips. Und dann habe ich mal so runter reingeschaut, Alter. Steht auch immer der größte Ding drin. Immer so. Ja, normal. Steht aber drin, der größte Ding. Das größte Ding hat Andi. Andi hat das größte Ding. Okay, stark. Ja, das ich glaube, da gewinnt einer. GG. Ich glaube, der Patrick ist die Müllabfuhr. Ja, Patrick ist die Müllabfuhr. Aber ist die Müllabfuhr so OP eigentlich? Ja, guck doch. Stark. Weil immer die Müllabfuhr gewinnt, kommt mir vor. Es ist immer die Müllabfuhr, die gewinnt. GG. Ja. Aber letzte Runde hat er nicht die Müllabfuhr. Da hat er da andere gewonnen. Also wenn ich GG Anderson eingib, krieg ich dann auch? Nee. Muss wirklich GG Nuss eingeben, ist heftig. Ja, sag ich dir doch. Insta ist erklärt. Na, finde ich nicht. Das ist wirklich wegen GG Nuss, Alter. So, Ladles. Nee, wir klären nicht mehr. Jetzt ist Schluss mit Megas Games. Jetzt ist Schluss mit Lustig. Wir machen für heute zu, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut im Shop vorbei, Leute. Schaut bei Andel, dem Marienkäfer, vorbei, er ist auch gerne bei euch. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Abo da, lasst auch gerne bei Freddy euer Prime-Sub, bei Alex gerne auch, aber bei Freddy würde ich es eher empfehlen, der Spaß. Nee. Bei Alex bitte die Bits reinhauen, bei Freddy die Subs.
Und beim Andel, da macht's einfach einen gemischten Gartensalat und der freut sich. Genau, da freut sich. So ist es. Und ach, wer's doch nicht weiß, natürlich bei Xion einen Job vorbeigucken und da auch mal ein Abo da lassen, weil den auch alle nicht kennen. Alle auf den Adventskalender. Alle auf den Adventskalender, geil, Leute. Die vergifteten Adventskalender. So, wir gehen jetzt noch morgen mit, wir gehen jetzt noch Party-Animals rein, gell? Irgendwas, ich geh 3-0 rein. Ich wünsche euch was, Leute. Party-Animals und dann morgen.